Dann sage ich also aktuelle Helligkeit und dann kann ich dann sagen, wenn größer als 700 Lux, paff, größer als 700 Lux, jetzt gehen wir auch weiter, dann soll er ein Einzelgerät steuern, dann soll er den LiFePO 4 laden. Und zwar soll er den Switch anmachen. Jetzt geht's. So. Und nun seht ihr, ich speise jetzt hier ein mit. Der geht auf D4, das checken wir auch nochmal. Er steckt auf D4. Dann haben wir den hier die große Platine, wo der Stromanschluss dran ist. Das ist ja der WMOS. Der ist mit dem Holmals verbunden und das ist hier die ESP, der ist mit meinem Router verbunden. Das zeigt dann auch das Display an, die Signalqualität. Es dauert ein Momentchen. Wir machen das alles live, damit ihr seht, wie es funktioniert. Und jetzt installiert ihr die Firmware. Also jetzt flasht ihr die Firmware in das Modul rein. Und mit dieser Firmware ist nachher unser Heulmalz, können wir auf unseren Heulmalz zugreifen. Wie das nachher letztendlich funktioniert, zeige ich euch noch. Und das ist jetzt mein neues System. Und ja, läuft und speist ein. Da den Schaltplan ein. Also der Schaltplan erinnert sehr an meinen ersten Schaltplan, wie ihr da seht. Das ist der erste von Teil 1 für den Soyuz Horse Mikrowechselrichter und das ist die Geschichte für den Heulmiles. Das ist gut. Der sitzt. Meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer, Tütengaser und Solaristen, Nachteinspeisefreaks. Hier ist der zweite Teil meiner konstanten Nachteinspeisungsserie. Jetzt hing ich eben gerade ein bisschen, habt ihr gemerkt, ne? Und wir reißen uns erstmal ein Bier auf, meine lieben Freunde. Und dann kommen wir zu ein bisschen Smalltalk, aber nur ein bisschen. So, was gibt's hier Feines? Ein Feldens. Heute ein Feldhens, nee, das war ja was anderes heute. Heute ein König, ne? So, Prost auf alle Zuschauer, Abonnenten, Freunde und solche, die es werden wollen. Aufpassen, nicht kleckern. Gut. Kronkorken weg damit. Ja, also mein letztes, oder der Teil 1, der war ja in Anführungszeichen sehr erfolgreich. Also einige von meinen Abonnenten haben das sogar nachgebaut. Und die Begeisterung ist groß mit dem Soyuz Source und und. Also es hat sich aber ein bisschen was verändert. Ich würde ganz gerne jetzt mit euch rübergehen wollen. Und zwar, was kann ich euch ja. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich auch das hier vorstelle noch. Das war ja noch im Zulauf. Das ist mein Lichtsensor. Und wie ihr seht, mit dem Lichtsensor, da habe ich den musste ich ein bisschen modifizieren. Da habe ich hier Kapton-Folie draufgepackt, das ist ja für Elektronik. So eine Elektronikfolie, so als kleine Sonnenbrille sozusagen. Da ist nämlich so ein ganz kleines schwarzes Fenster und bei dem Lichtsensor, der soll ja Folgendes machen, der Lichtsensor. Oder er macht es auch jetzt. Wenn es hell genug draußen ist, weiß der Lichtsensor, oder vielmehr ich weiß es, ab einer gewissen Helligkeit kommt so viel vom Dach, dass ich den Akku aufladen kann. Ist die Helligkeit nicht hoch genug, soll der Akku natürlich nicht geladen werden. Ich will auf keinen Fall was zukaufen. Also immer den Überschuss in den Akku reinpumpen. Und das kann ich mit dem Helligkeitssensor. Aber da ist das Problem, der zeigt einem, wenn es draußen hell ist, schon 1000 Lux an. Der geht von 0 Lux bis 1000 Lux. Und er hat jetzt aktuell, ich will euch das mal zeigen, Leitsensor, hier haben wir es doch. Puff. Moment. 132 hat er jetzt hier drin. Na? Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier ins Licht reingehe, dann geht er bis auf 900 hoch. Das ist jetzt wirklich mega hell hier, ne? So 500 und wenn ich dann so ein bisschen weggehe, ihr seht es. Oder wenn ich ihn komplett abdecke hier, so mit meinem Arm, dann geht er schon gegen 0, ne? Also wenn ich ihn jetzt komplett auf den Arm drücke. So, und so sieht er jetzt aktuell so 70, ne? 77 Lux. Also ich habe, wie ihr hier seht,
so eine Captain-Folie. 3 Schichten habe ich darauf geknallt. Das hat immer noch nicht gereicht. Und dann bin ich mit dem Edding beigegangen. Ich habe hier ein Edding irgendwo. Warte mal. Wo habe ich den? Hier ist er. Dann bin ich mit dem Edding hier noch rübergegangen und habe da, wo dieses Glas ist, nochmal mit dem Edding schwarz nachgemalt und mit dem Finger den Edding so ein bisschen verschmiert. Also so eine ganz dünne Edding-Schicht noch rübergeknallt. Sozusagen als Sonnenbrille, dass der nicht so empfindlich reagiert. Und jetzt reagiert er so, wie ich das auch haben will. Der ist bei mir oben auf dem Spitzboden. Hier einfach mit so einem USB-Steckernetzteil verbraucht quasi keinen Strom. Ne? Also ich könnte ihn auch an eine Powerbank anschließen. Ich habe den jetzt an so einem Steckernetzteil dran. Und der ist jetzt auf dem Spitzboden auf der Fensterbank. Auf der Seite. Und das ist ja auch die Sonnenseite. Und bei 700 Lux, dem Dreh, soll er die Ladung aktivieren. Denn das ist nämlich hell genug. Der ist jeweils so hell, dass so viel Energie vom Dach kommt, dass mein Akku geladen werden kann. Das möchte ich euch mal zeigen, meine lieben Freunde, bevor wir gleich zum Smalltalk-Part kommen. Dieses System, was ich euch hier gerade gezeigt habe, dieser Helligkeitssensor kostet, der ist relativ teuer. Ich glaube, $13 habe ich dafür bezahlt. 13,50 so den Dreh aus China-Nizien. Hat aber ein bisschen gedauert, bis er hier war. Und wie gesagt, er ist oder war im ausgepackten Zustand zu empfindlich. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ich möchte euch das mal ganz kurz vorstellen. Dann kommen wir gleich zum Smalltalk. Meine lieben, Bildschirmaufnahme, zack. Bildschirmaufnahme, zack. Und läuft. So, jetzt blende ich euch das hier mal ein und dann gehen wir mal in den Lichtsensor rein. Und zwar hinzufügen, ganz easy. Dann klickt ihr einfach oben in der Smart Life App. Genau. Da klickt ihr einfach auf Plus und der Rest ist selbsterklärend. Dann erkennt er das auch gleich. Dann geht die Plus und dann sagt ihr Gerät hinzufügen. Okay. Und ich würde den ganz gerne mal weglöschen wollen. Kann ich den löschen? Gerät entfernen. Ich entferne ihn mal. Zack, fertig schnell. Ich füge ihn neu hinzu. Gerät hinzufügen. Geräteerkennung läuft. Siehst du, das lief nämlich, glaube ich, automatisch. Genau, da blinkt er hier nämlich schnell. Ihr seht diese blaue LED. Blink, 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 blink. Suche nach Geräten in der Nähe. Dass sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus befindet. Woher weiß ich das denn? Ja, er befindet sich im Kopplungsmodus, wenn er so schnell blinkt. Hier ist, glaube ich, auch noch so ein Reset-Knopf drin. Hier so ein Loch für Reset. Ich mache jetzt einfach mal auf Hinzufügen. Klicke auf Weiter. Genau, dann hat er ihn sofort gefunden. Seht ihr? So, wird hinzugefügt. Das dauert jetzt ein Momentchen. Und ist hinzugefügt. Jetzt muss ich hier bloß mal die Lautstärke ein bisschen nach oben schrauben. So. Okay, wunderbar. Ist hinzugefügt, fertigstellen. Lichtsensor. Hat sich ja so weiter nichts geändert. Gut, wo ist er jetzt? Lichtsensor, da haben wir ihn noch. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass der Lichtsensor mir... Oh, Laden ist jetzt aktiviert. Das mache ich mal schnell aus. Das wollen wir ja nun nicht. Wieso hat er das Laden jetzt eben gerade aktiviert? Das ist ja wohl der Hammer, ne? Moment mal. Okay. Genau. Jetzt haben wir den Lichtsensor hinzugefügt. Und wie kann ich das jetzt so machen, dass der Lichtsensor die Ladung startet? Dann gehe ich einfach auf Lichtsensor. Sag Linkage sehen. Und dann finden Sie mich. Kann man auch machen hier. Finden Sie mich, dann fängt er hier an zu blinken. Ne? Schnell. Seht ihr? So an SOS, ne? Dann habe ich euch den auch mal gezeigt. So, dann machen wir den wieder aus. Und sagen, wir wollen ihn jetzt verlinken, dass irgendwas passieren soll. Keine Szene. Sagen wir, okay, wir wollen eine neue Szene erstellen. Wenn dann. Wenn sich der Gerätestatus ändert. Dann gehe ich auf Lichtsensor. Wenn sich der Gerätestatus verändert, hier gibt es verschiedene Geschichten. Er erkennt hier niedrig, mittlere Helligkeit und hohe Helligkeit. Ist ungenau, kann man vergessen. Ich will das nach Lux haben. Dann sage ich also aktuelle Helligkeit und dann kann ich dann sagen, wenn größer als 700 Lux, paff, größer als 700 Lux, jetzt gehen wir auch weiter, dann soll er ein Einzelgerät steuern, dann soll er den LiFePO 4 laden.
Und zwar soll er den Switch anmachen. Speichern, weiter, speichern. Und dann kann man den ganzen noch einen Namen geben. Das nenne ich jetzt mal Lichtsensor. Sensor. Li-Fe. Da machen wir es auch richtig hier. Li-Fe. Po 4 laden. Dann hat das Kind auch einen Namen. Ich weiß nicht, ob es damit gemeint ist. Und sagt Feuer frei. So, und jetzt ist das Ganze hier aktiv. Und wenn ich wieder zurückgehe und noch ein zurück, dann muss ich das natürlich ja noch aktivieren. So, und jetzt wäre das Ganze scharf. Das heißt also, wenn ich jetzt hier über 700 gehe, achso, deswegen ging auch gerade eben die Ladung da drüben an. Pass auf, kann ich euch jetzt demonstrieren? Pass auf. Ihr seht, Konstanteinspeisung läuft, aber das Li-Fe-Po-Laden ist aus. Seht ihr hier unten. So, und jetzt gehe ich mal beim Lichtsensor bei und halte das Ding mal ins Licht. Und schon seht ihr, unten Li-Fe-Po-Laden ist aktiv. Mache ich jetzt wieder aus. Ne? Also ist über 700 gekommen. Damit kann man ja die Steckdose schalten, ne? Fürs Laden. Ne? Ich wollte es euch nur zeigen. Ich ziehe das jetzt auch wieder raus, nicht, dass er hier Unsinn fabriziert. Und schalte den Lichtsensor auch aus. Kann ich nicht? Kann ich doch? Weiß ich gar nicht. Ja, ich kann das auch ausschalten, diese Funktion. So. Falls ich den doch nochmal in die Steckdose stecke. Also so sieht das ganze Teil aus. 13 Euro funktioniert wunderbar. Aber ihr müsst es ein bisschen modifizieren. Weil wenn es draußen hell ist, aber auch bewölkt, dann zeigt er schon 1000 Lux an. Also ihr müsst ihn so ein bisschen unempfindlicher machen. Und das erreicht ihr dadurch, dass ihr da irgendwas aufklebt. So eine kleine Sonnenbrille und mit dem Edding vielleicht noch ein bisschen rumspielt. Dass nicht ganz so viel Licht da reinkommt, dann könnt ihr das wesentlich präziser einstellen. Funktioniert ausgezeichnet mit dieser kleinen Modifikation. Geliefert wird das Ganze ja in so einer Verpackung hier. Ihr seht, und da ist dann eine Bedienungsanleitung dabei. Also so Mini-Bedienungsanleitung. Ne? Einmal in Chinesisch und einmal in Englisch. Thank you for bla, Fasel, bla, blub. Ne? So eine kleine Anleitung ist dabei und hier so ein kleiner Peaker ist noch dabei, um das ganze Gerät zu resetten, und zwar über das Loch hier hinten, wenn man es dann mal resetten muss. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Also kann man eigentlich in die Tonne hauen, hier diesen Karton hier. Diesen kleinen Peaker können wir eigentlich noch gebrauchen, ne? Ach, Quatsch. Egal. Tonne. Wollte ich euch nur gezeigt haben. So, jetzt nehme ich mal, höre ich mal auf in der Bildschirmaufnahme. Stopp das mal. Dann haben wir den Lichtsensor abgefrühstückt. Ich hatte es ja im Teil 1, hatte ich gesagt, ein Lichtsensor ist noch im Zulauf und ich habe ihn euch jetzt gezeichnet und es funktioniert auch. Das ist eben schon das Entscheidende. Und mein ganzes System, was ich euch gezeigt habe mit der konstanten Nachteinspeisung, läuft natürlich auch. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum Smalltalk-Part. Was ist hier so die letzte Zeit gelaufen? Also ich bin hier schwer eingespannt, ich habe hier echt viel zu tun. Ne? Auch viel beruflich habe ich viel um die Ohren. Und die Zeit ist manchmal doch ein bisschen knapp. Aber ich habe mir jetzt noch Zeit genommen. Und zwar, ich habe jetzt meinen Urlaub gebucht, also meinen Urlaub genehmigen lassen. Und zwar, ihr kennt es ja, sonst fahre ich immer im April, Mai in die USA. Meine lieben Freunde, ich habe neue Flüge in die USA. Yeah! Aber nicht April, Mai, sondern ein bisschen später, sondern es geht diesmal im Juni los. Und das ist also schon grenzwertig, was die Temperaturen angeht. Da wird es richtig heiß in Nevada. Aber Juni geht noch. Also Mai ist... Ob es nun im Mai 45 Grad ist oder im Juni 45 Grad, das spielt keine Rolle. Die Monate, wo man aufpassen muss, ist Juli und August. Da darf man auf keinen Fall darüber, weil das ist einfach zu heiß. Das hält keine Sau aus. Das ist echt heftig. Ne? Aber Juni geht noch. Also ich war ja auch schon ein paar Mal im Juni da, so Anfang Juni bis 10., 11. Juni so in den Dreh. War alles okay. Ne? Wunderbar, schön kuschelig, also passt schon. Also Perle fährt dieses Jahr im Juni, hat auch den weiteren Vorteil. Sonst, wenn ich immer im April und Mai rübergeflogen bin, war das Restjahr, da hatte ich ja eben, wie gesagt, meine 3 Wochen Urlaub oder so, oder 3,5 Wochen, war das vom April bis Dezember unendlich lang. Ne? Also dann nehme ich ja meistens noch einen zweiten Part immer gegen Ende des Jahres. Und ey, das war heftig. Das war echt heftig und das war echt eine Durchstrecke für mich. Ne? Also da läufst du zum Schluss auf dem Zahnfleisch. Ne? Und deswegen passt das ganz gut. Jetzt habe ich gesagt, okay, bin gerade erst wieder zurück. Jetzt kann ich erstmal 130 Tage hier verweilen. Es sind ja nur noch 130 Tage so den Dreh, bis es wieder rüber geht. Und dann treibe ich mich den ganzen Juni in den USA wieder rum. Habe in meinem Haus auch schon
Kontakt aufgenommen, alles runter. Da sagst du, jojo, mach mal, wie sie so drauf ist. Ne? Also die mit SMS sind wir gar nicht mehr in Gange, sondern mit E-Mails sind wir gar nicht in Gange, sondern mit SMS. Und sie hat gesagt, ja, klar, kein Problem. Ich hatte ihr geschrieben, sag, ich würde ganz gerne von dann bis dann, also fast den ganzen Juni, würde ich wieder mit dem Stratosphäre rumlungern wollen, ob das für sie ein Problem ist. Dann sagt sie, nee, kein Problem, mach. Kannst ruhig buchen, scheißegal. Ne? Und ja, dann habe ich natürlich, warum fliege ich jetzt im Juni? A, aus diesem Grund, dass das restliche Jahr, wenn ich im April fliegen würde, nicht mehr so unendlich lang ist und ich danach auf dem Zahnfleisch laufe. Und zum Zweiten auch, weil im Juni läuft nämlich mein Free Slot Play ab. Ich habe auch wieder jede Menge Free Slot Play, Essensgutscheine und den ganzen Quatsch. Ne? Und drei zusätzliche Tage, die schnappt sich natürlich mein Horst, die freien Nächte sozusagen. Also sind ja, dann bin ich wieder 3 Wochen da und dann kriege ich die ganzen 3 Wochen wieder alles umsonst da. Und mein Horst haut die 3 Tage mit rein. Das Schöne dabei ist, im zweiten Part des, also im Juni läuft diese ganzen Goodies, die laufen im Juni ab. Und es war ja bisher so, die letzten 1,5 Jahre, dass ich, wenn ich so gebucht habe, dass ich in der Zeit da bin, wo das eine abläuft, kriege ich das gleiche nochmal. Das würde bedeuten, der Flug plus eben Teil von meinem Mietwagen wäre komplett kostenlos. Zusätzlich noch, ich nehme das Ganze 2-mal mit. Ein Nachteil an der ganzen Geschichte, die haben mal mitgekriegt, dass die Leute das auch spitz kriegen. Jetzt sind die Laufzeiten natürlich auf ein halbes Jahr hochgeschraubt worden. Und also jetzt vom Dezember bis Juni, es läuft immer ein halbes Jahr. Und das passt mir eigentlich ganz gut, dass es genau ein halbes Jahr läuft. Ja, fliege ich jetzt im Juni rüber. Ich habe exzellente Flüge mir gebucht, wieder fürs gleiche Geld, lass mal überlegen, sogar noch ein bisschen weniger als im Dezember. Und wieder Flüge mit einmal umsteigen. Das ist natürlich genial. Das hat mir im Dezember ausgezeichnet gefallen. Von Hamburg nach Amsterdam, von Amsterdam direkt nach Las Vegas. Diesmal ist es von Hamburg nach London und von London nach Las Vegas. Und von Las Vegas nach London und von London wieder nach Hamburg. Also nicht über Amsterdam, sondern diesmal über London. Und ja, mit der britischen Airline. Ne? Und bin ich schon ein paar Mal geflogen, ass rein, habe ich keine Probleme mit. Und dann geht's wieder los. Im Juni halt. Habe also noch ein bisschen Zeit. Was passiert mit diesem Channel hier? Ihr habt schon gemerkt, es kommt nicht mehr so super viel Neues von mir. Solche Sachen, wo ich Bock drauf habe und was ich euch versprochen habe, das ziehe ich noch durch. Ich habe auch den 2019er Material mit Anja. Das ist ja mein letztes USA-Material, was ich bei YouTube online stellen werde. Mangels Interesse. Und die Sachen hatte ich euch versprochen, die mache ich auch noch fertig. Habe ich schon ein bisschen was hochgeladen, mein letztes Video mit den Perle Mountain Hike. Und da kommen noch ein paar Sachen. Da ist auch noch was Spannendes auf der Rückreise passiert. Da hingen wir dann fest und die Maschine kaputt. Hatten wir eine Zwangsübernachtung und. Also da kommt noch ein bisschen Abenteuer sozusagen. Und ja, und jetzt kommt der zweite Teil meines konstanten Einspeise-Videos. Erster Teil kennt ihr ja schon. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht kennen, die Teile bauen jetzt aufeinander auf, das ist jetzt Teil 2, schaut euch auf jeden Fall den ersten Teil an. Ich blende euch mal hier den Screenshot vom ersten Teil ein und verlinke euch diesen ersten Teil auch unten in der Videobeschreibung, weil ich setze jetzt einige Sachen voraus, die ich im ersten Teil schon exakt erklärt habe. Und dadurch, dass die Leute oder einige, dass ich schon Rückmeldungen bekommen habe, viele, die das nachgebaut haben und Daumen rauf, die sind echt begeistert. Ja klar, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass sie begeistert sind. Ich bin ja auch begeistert. Das funktioniert ausgezeichnet. Nichtsdestotrotz hatte ich ja gesagt, ich habe hier noch ein paar Veränderungen vorgenommen. Und zwar, ihr könnt euch ja erinnern, ich hatte ja ein Ladegerät, was man skalieren kann, 10 Ampere laden. Kann man natürlich vergessen, beim 200 Ampere schon. Na gut, dann ist das Ding ja 100 Jahre in Gange. 20 Ampere und 35 Ampere. Er hat geladen, ganz am Anfang mit 33 Ampere und ist dann zurückgerutscht auf 31,5 Ampere. Da hat er sich, das Ladegerät hat sich da eingepegelt. Dieses von HTRC, genau, das HTRC P35. Da gefiel mir nicht ganz so gut, dass das Ladegerät nicht die 35 Ampere erreicht, sondern nur eben 31,5 Ampere. Das ist natürlich dann doch schon ein paar Ampere. Das verlängert natürlich die gesamte Ladezeit so ein bisschen. Wäre aber auch nicht unbedingt das Problem. Was mich an dem Gerät nicht wirklich begeistert hat, war der schlechte Wirkungsgrad. Also der mäßige Wirkungsgrad, sagen wir mal so. Das geht deutlich besser. Und ich habe jetzt ein neues Ladegerät. Ihr seht es hier schon, 40 Ampere. Ein 40 Ampere LiFePO Ladegerät. Ein massives Monster. Gucken wir uns gleich mal an. Habe ich mir, das ist von Power Queen, der Akku ist ja auch von Power Queen. Gibt es auch von Leadtime und wie sie alle heißen, sind alle baugleich die Teile.
Und diese Ladegeräte, die sind echt cool. Die Verarbeitung ist toppi. Die sind aber auch teuer. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also für 90 Euro oder um die 90 Euro werdet ihr da nichts, sondern das ist ein Ladegerät der Klasse 180 Euro. Das ist aber immer noch vergleichsweise günstig mit 180 Euro, weil die Nachfolgemodelle, die jetzt in den Markt kommen von Power Queen und Lead Time und wie sie alle heißen, die haben deutlich schlechteren Wirkungsgrad und sind sogar noch teurer. Die kosten nochmal 50. Also für das Ding habe ich hier 180 Euro bezahlt. 180 Euro. Und ist eine Menge Geld. Das bedeutet natürlich auch, also das eine Ladegerät habe ich verkauft. Das habe ich also fürs Gleiche wieder verkauft, was ich bezahlt habe. Also wunderbar, war für mich überhaupt gar kein Problem. Weil es war ja nicht teuer. Es kostete bei Amazon, hätte es 156 gekostet und ich habe es dann für meinen China-Preis, ich habe ja in China bestellt, habe es für das Gleiche wieder an jemanden weitergegeben. Wunderbar, der ist glücklich und ich bin glücklich, dass ich los bin und habe nochmal einen Huni draufgelegt und habe mir dieses Monster hier geholt. Warum? Erstmal 40 Ampere. Und mit der Option natürlich, wenn es nicht das erfüllt, hätte ich es zurückgeschickt, was ich mir so erwarte. Ich erwarte von dem Gerät, dass es, wenn es lädt, auch 40 Ampere liefert. Tut es. Das Ding ballert mit 40 Ampere los. Echt wirklich unglaublich. Und kurz vor Ende der Ladung, also wenn der Akku voll ist, dann fängt er dann an, so ganz langsam die Stromstärke sozusagen in den Keller zu schrauben. Ne? Und paff, ist er nachher irgendwann voll nach 20 Minuten. Also wenn er anfängt so zu drosseln, da sieht man dann 39,8, 39,9 Ampere nagelt er in den Akku rein und dann geht es nachher los 39,7, 39,6 und dann fängt er dann an langsam abzusacken, kurz vor Ende der Ladung und dann wird das immer steiler, dann geht er immer weiter runter in den Keller und erhöht dadurch, erhöht parallel dazu auch noch die Spannung. Sonst ist das Licht ja immer so bei, lass mal überlegen, 14,1 bis 14,3 Volt, eher 14,3 und damit nagelt er in den Akku rein und der Akku hält sich dann so bei 13,6, sag ich mal, 13,7 und nimmt jede Menge Strom an und ganz zum Schluss bei diesen Lithium-Eisenphosphat-Akkus ist es ja so, es passiert eine ganze Weile gar nichts und irgendwann kurz vor Ende sozusagen, da fängt er dann an, mit der Spannung aufzugehen und der parallel natürlich mit der Spannung runterzugehen, weil er das dann ja weiß, ne? Also das ist echt ein cooles Ladegerät, das ist verarbeitet wie ein Briketta-Teil. Das Gehäuse ist komplett aus Metall, das Gehäuse bleibt eiskalt, obwohl er da mit 40 Ampere, also mit knapp 600 Watt rein nagelt, also 585 Watt nagelt er da rein. Ich habe da ein paar Tests gemacht, ein paar Messungen gemacht, das Ding liegt nicht ganz bei 90%, es dümpelt so rum zwischen 88 und 89% Effizienz. Das ist ein sehr guter Wert. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. 89% oder 88%. Irgendwie so, da dümpelt er da rum. Ganz so exakt kann ich das dann auch nicht ermitteln, aber grob. Und das ist dann schon näherungsweise fast 90%. Das ist also ein erstklassiger Wert, weil die neuen Ladegeräte, die Power Queen jetzt in Kürze launcht, die haben eine Effizienz nur noch von 85% und kosten auch noch 50 Euro mehr. Habe ich doch mal Glück gehabt, das ist eins der letzten Ladegeräte, die ich mir da geschnappt habe. Ne? Also deswegen war da auch ein bisschen Holland in Not, deswegen war ich da auch ein bisschen in Zugzwang. Ich habe die ganzen Sachen schon beobachtet und mit einigen Herstellern auch schon Kontakt aufgenommen, was die Effizienz angeht. Und die haben gesagt, also dieses Gerät, was wir jetzt noch im Webshop haben, das wird es bald nicht mehr geben. Und es wird ersetzt durch ein anderes Ladegerät, was kein LCD mehr hat, sondern mit Leuchtdioden funktioniert und eine geringere Effizienz hat. Keine Ahnung, warum die das machen. Und dann dachte ich mir, weißt du was, für 180 Euro schnappst du dir noch so ein Teil. Ne? Eins der allerletzten. Ne? Voll geil. Und ich habe heute mal geguckt, ich habe keins mehr gefunden. Ich glaube, bei eBay war noch irgendein Händler, der noch ein paar wohl hatte. Ein paar Reste, drei Stück oder sowas. Ich glaube auch bei Amazon von Power Queen gibt es das auch noch drei oder vier Mal. Und dann ist es weg. Die werden jetzt abverkauft, die Teile. Für 180 kriegt ihr es gar nicht. Das Gerät kostet jetzt bei Amazon, ich kann es euch ja mal unten in der Videobeschreibung verlinken, 226 Euro. Aber das Nachfolgemodell kostet sogar noch mehr. Ne? Und ist schlechter von Effizienz. Ne? Also was mir da geschrieben worden ist. Effizienz war mir da ganz, ganz wichtig. Und eben auch Ladespeed, ne? Dass ich da nicht zu lange lade, weil mit 31,1 Ampere, bei 200 Ampere Stunden, das kann schon ganz schön dauern. Ne? Also da ist ja schon hier ordentlich am Rödeln. Okay, wenn die Sonne scheint, ist eigentlich scheißegal. Aber ich wollte eben ein Gerät haben, am besten, was volle Pulle mit absolutem Maximum arbeitet und
bei dem anderen war es ja, bei dem HTRC hat man ja gemerkt, da waren ja zwei Lüfter drin, dass die Luft, die da rauskam, richtig warm war. Also der hat da richtig Energie auch verbrannt. Und das ist deswegen so eine schlechte, in Anführungszeichen, so eine schlechte Effizienz. Ich weiß nicht, wo lagen wir da? 83% oder sowas? Oder 84%? Ich weiß es nicht. Irgendwie so Anfang der 80er. Und das war eigentlich zu wenig. Ist mir ein zu hoher Verlust sozusagen. Ne? Ja klar, Wechselstrom wandeln in Gleichstrom ist immer scheiße. Ne? Aber man kann natürlich mit effizienten Geräten das Ganze in einem erträglichen Maß halten. Also wenn ich 10% bei dieser Wechselung verliere, dann ist das alles in Ordnung. Das Gleiche gilt natürlich auch für das, was ich euch hier heute vorstelle. Das ist ja wie gesagt Teil 2. Ich habe euch ja die illegale Lösung vorgestellt. Wollen wir uns das mal angucken, was ich da gemacht habe? Ich habe auch die Abschaltschwelle, die habe ich auch verändert. Ich habe im Teil 1 habe ich die Abschaltschwelle, glaube ich, auf 11,2 Volt gestellt. Ich habe die jetzt auf 12,2 gestellt, damit noch ein bisschen was im Akku bleibt, dass der Akku nicht komplett leer gelutscht wird. Ich möchte nicht, dass wenn die Abschaltschwelle, wenn meine Abschaltautomatik mit dieser Platine, wenn die eingreift und den Wechselrichter die Phase trennt, also der Wechselrichter dann ausgeht, möchte ich noch, dass ein bisschen was im Akku drin ist, weil ich nicht weiß, wenn zum Beispiel 3-4 Tage schlecht Wetter ist, möchte ich den Akku da nicht bei 3 oder 4% Restladung liegen haben. Das ist nicht gut für den Akku. Also dann lieber noch ein bisschen mehr drin lassen. Dann lass da 5 bis 10% Restenergie in dem Akku. Das ist dann für mich kein Problem. Und für den Akku ist es gut, weil dann wird der Akku nicht so belastet. Dann schafft er auch doch einiges mehr an Zyklen. Ne? Also man muss das nicht komplett auf die Spitze treiben. Insbesondere, weil ich es nicht brauche, weil der Akku größer dimensioniert ist als das, was ich hier eigentlich in die Hütte reinhaue. Ihr wisst es ja so, 165 Watt haue ich immer in die Hütte rein, jetzt aktuell auch. Und hier läuft ja alles, das letzte Mal waren wir bei über 300 Watt. Wo liegen wir jetzt? Ich könnte es euch zeigen. Kann ich es euch zeigen? Kann ich euch zeigen. Ja, dann zeige ich euch das so, ist vielleicht besser. Jo, so kann man es besser sehen. Genau. Also hier seht ihr das, hier laufen auch einiges. Unten läuft schon wieder der große OLED. Und ihr seht jetzt auch mit den ganzen Beleuchtungen hier, also ich würde jetzt hier normalerweise bei über 300 Watt liegen. Ich kann es ja mal machen, ich kann das ja mal ausschalten. Ich schalte mal die Einspeisung jetzt aus. Einspeisung aus. Konsoleneinspeisung raus. So, und dann gucken wir uns mal an, was mit dem Stromverbrauch passiert. Zack, sind wir wieder bei 340. Seht ihr? 328, ich muss das hier, oder 358 sogar. So, jetzt schalte ich die Konstanteinspeisung wieder ein. Paff, nehmen wir wieder zurück. Und dann seht ihr, wie der Stromverbrauch auch gleich runterfällt. Dadurch, dass ich jetzt hier 165 Watt einspeise. Dauert ein Momentchen, bis er das erfasst hier, mein SMA. Und dauert natürlich auch, bis der, genau, jetzt fängt er an hier einzuspeisen. Und jetzt liegen wir jetzt bei 190 Watt. Doppelt noch ein bisschen rum, Heizung vielleicht angesprungen, Kühlschrank angesprungen und. Also es ist doch schon eine ganze Ecke weniger, 152 Watt. Das ist schon ein Unterschied, ne? Also es funktioniert ausgezeichnet. Ich sage ja, das Ding lasse ich hier laufen. So, und was sich jetzt geändert hat, wie gesagt, ich habe die Abschaltschwelle ein bisschen nach oben geschraubt. Auf 12,2 habe ich sie, sollte die Spannung 12,2 Volt unterschreiten, trennt er die Phase, also auch den Wechselrichter, dann ist das System tot, dann wird nicht mehr eingespeist. Und morgens, wenn es dann hell wird, schaltet er ja sowieso die Steckdose aus. Ne? Aber sie ist sowieso getrennt von dieser Abschaltplatine, die ich da, diese Tiefentladungsplatine. Und bei 13 Volt oder sowas den dreht, oder 13,1, da schaltet er das ganze System wieder frei. Also schaltet er die Phase wieder, schließt er die Phase wieder, also dass er wieder einspeisen könnte. Nicht, dass ich mit dem leeren Akku, wenn er gerade nur 10% vom Himmel reingelaufen ist, in den Akku, nicht, dass er dann abends läuft, obwohl er leer ist. Macht ja keinen Sinn, wenn das Signal schnell läuft und dann wieder zwangsgetrennt wird. So, jetzt würde ich sagen, ich mache hier mal Schluss, schleppe hier mal die Lampe rüber und dann zeige ich euch, was ich da verändert habe. Und ich zeige euch auch vor allen Dingen dieses Ladegerät. Also das Ding ist echt geil. Bin ich echt zufrieden, aber echt teuer, ne? Also ich musste da nochmal einen knappen 100er drauflegen. Das erhöht natürlich, ich sagte ja im letzten Video, ich bin bei 621 Euro. Durch das etwas teure Ladegerät liege ich sogar jetzt bei 700 Euro. Den drehe ein bisschen über 700. Lass mal rechnen. Sind das wirklich 100 Euro, die ich da mehr bezahlt habe? Nee, nicht ganz. 710, irgendwie so. Da liege ich jetzt bei Investitionskosten von 710 Euro für das System. Ja, wenn ihr das nachbaut, 710 Euro. Das bedeutet natürlich auch, die 100 Euro jetzt mehr. Die Anlage muss
eher 4 Jahre oder 4,5 Jahre laufen, ehe sie ins Geld reinwandert. Ich sagte ja beim letzten Mal, je günstiger wir das Ganze machen, desto schneller ist die Anlage im Geld. Aber es bringt ja nichts, wenn die Anlage schneller, in Anführungszeichen schneller im Geld ist, aber nicht effektiv, also wo die Effizienz noch ein bisschen drunter leidet. Ne? Also ich möchte nicht zu viel in Wärme verbrennen, weil Wandlung von Wechselstrom in Gleichstrom, von Gleichstrom in Wechselstrom sind ja immer verlustbehaftet. Und dieser Gap, dieser Verlustgap, der muss möglichst gering sein. Also wenn er 10% ist, dann liege ich schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und hier ist das 11%, den Dreh. Und 11% ist top. Das ist echt ein Top-Wert. Ne? Und man merkt es auch, wenn er lädt, was hinten rauskommt, da ist ein riesen Lüfter verbaut, der den Charger betreibt und also kühlt. Und man merkt, wenn man die Hand drauf hält bei dem anderen Charger, bei dem RT-HC oder wie das Ding heißt, HC-RT oder nee, RC-HT, glaube ich, so hieß das Teil, da hat man richtig gemerkt, da kommt heiße Luft raus. Also nicht heiß, also richtig warme Luft. Und hier ist es wirklich so, also echt ein laues Lüftchen, ganz, ganz lauwarm. Ein bisschen angewärmt das Ganze und und. Das ist natürlich ein Indikator dafür, dass die ganze Geschichte eine geringere Verlustleistung hat. Dass da nicht ganz so viel in Wärme umgewandelt wird und man merkt es auch am Gehäuse. Das Gehäuse ist eiskalt. Selbst nach 4 Stunden Dauerladen ist das Gehäuse eiskalt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und was auch interessant ist, das sind Anderson-Stecker dabei. Also es ist ein Anderson-Stecker, ich weiß nicht, wie weit kann man die belasten? Bis 80 Ampere, glaube ich. Ne? Oder gehen die sogar noch höher? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ey, diese Anderson-Stecker, echt brutal. Das ganze Ding ist echt super verarbeitet. Ne? Also ein absoluter, ein Traum, das Teil. Wir gehen mal rüber und gucken uns das mal an, wie das Ganze jetzt aussieht. Ne? Bis gleich. So, ihr Lieben, hier ist mein neues System. Ich schiebe das mal ein bisschen nach vorne. So ist es vielleicht ein bisschen besser zu sehen. Und da ist das neue Ladegerät. Ja. Ich reiße das jetzt hier nicht alles auseinander. Kann ich das hier so ein bisschen könnte ich das hier. Warte mal, das habe ich extra so eingestopft. Hier ist dieser fette Anderson-Stecker, seht ihr das? Hier ist so ein Connector. Also alles massiv an dem Teil, ne? Also das Ladegerät ist echt cool, ne? Das ist dieser Anderson-Stecker. Und habe ich dann natürlich hier verschraubt, logisch. Und hier seht ihr auch schon meine Gummimupfen. Da sagte ich das letzte Mal ja auch, die sind noch im Zulauf. Die habe ich jetzt hier installiert. Hier unten seht ihr das. Hier in Schwarz und in Rot. Ne? Dann ist das Ganze auch abgedeckt. Dann ist ja nichts mehr hier. Seht ihr? Nichts mehr offen. Ne? Und das finde ich ganz, ganz geckig hier, diese Gummiteile. Und da habe ich die ganzen Kabel durchgeführt. Hier hinten ist der Anderson-Stecker. Und hier hinten seht ihr das Ladegerät. Vorne. So. Und wenn ich dann noch ein bisschen dichter rangehe. Ich könnte ja mal, warte mal, ich ziehe den hier mal raus. So, jetzt kann ich euch das mal so ein bisschen so zeigen. Seht ihr? Also hier ist ein Kaltgeräteanschluss, ein Riesenlüfter und ein Ausschalter. Ne? Der ist natürlich immer eingeschaltet. Der einzige Nachteil an dem Kasten, das möchte ich euch nicht verschweigen. Ich habe den ja hier raufgestellt. Und ihr merkt schon, der verrutscht nicht. Ne? Aber im TV-Zustand verrutscht er. Ich habe hier nämlich Gummifüße untergeklebt. Seht ihr hier diese Gummifüße? So, mit den Gummifüßen sitzt er natürlich super hier drauf und kann auch nicht runterfallen. Ne? Und auch hier das Transportding. Ne? Also der war hier ordentlich am Rumrutschen und das fand ich nicht so gut. Und jetzt sitzt er wie angegossen. Ne? So, dann haben wir hier noch, ihr seht schon hier vorne auch, ja, die Anspeisung läuft. Ne? Und die Spannung beträgt, wie ihr hier seht, 13 Volt. Akku ist voll. 13 Volt. Und das bei 13 Volt bleibt er eine ganze Weile. Ich glaube so 6 Stunden oder 5 Stunden. Dann geht er auf 12,9. Da bleibt er dann auch nochmal 5 Stunden. Und dann geht er so langsam runter. 12,8 und. Also zwischen 13 und 12,8 spielt sich das hier ab. Ich habe auch festgestellt, das Ding hier ist ein bisschen ungenau. Also in Wirklichkeit, wenn ich jetzt hier nachmesse, er hat 13,1 Volt, ne, nicht 13 Volt. Das ist die richtige Spannung, die da drauf ist, also da hat eine leichte Messungenauigkeit. Und wie gesagt, die Abschaltschwelle habe ich bei 12,2 Volt spezifiziert, wäre dann real 12,3 Volt. Ne? Dann ist noch ein bisschen was im Akku drin und dann passt das schon. Ne? Und bei 13 soll er dann wieder losstarten. So, und das ist ja, wie gesagt, das neue Ladegerät. Also das sind die drei Sachen, die ich verändert habe.
Ich habe die Abschaltstelle ein bisschen nach oben geschraubt, dass ein bisschen was im Akku übrig bleibt. Ich habe diese Gummihutzen hier installiert, dass das alles ein bisschen anständig und vernünftig aussieht. Das reißen wir nachher, reiße ich das hier alles komplett auseinander und baue das alles komplett um. Wir sind ja jetzt hier im Teil 2. Wir werden hier den Wechselrichter, der ja nicht ganz legal ist, werde ich austauschen. Da werden wir den Heumalz installieren. Und wie gesagt, und das Ladegerät ist natürlich auch neu, ne? Und hier in dem Ladegerät könnte man hier sehen. Ich schalte das jetzt mal aus, die Einspeisung. So. Ich schalte das mal aus, Einspeisen aus, buff, ausgegangen und schalte mal Laden ein. Und dann seht ihr schon, was passiert. Er lädt hier mit 14 14,1 Volt, gleich mit 39,7 Ampere. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich mach mal aus und wieder an, ein bisschen. Ne? Und dann switcht er immer zwischen drei Zuständen hin und her. Jetzt ist der mittlere, das ist die Ladegeschwindigkeit. Mit 39,8 Ampere lädt er. Und wie viel er gerade in den Akku reingeladen hat. 0,39 Ampere Stunden hat er in den Akku reingeladen. Und so switcht er immer hin und her. So, aber ich mach das mal wieder aus. Weil, muss ja nicht sein. Akku ist auch relativ voll. So, ihr merkt schon, also der Lüfter ist schon ganz gut los und vor allen Dingen das gesamte Gehäuse hier ist alles Metall. Komplett Vollmaterial. Das einzige aus Kunststoff ist das hier vorne, hier außen, also die Stirnseiten, das sind kleine Kunststoffblenden. Ansonsten das ganze Gehäuse komplett aus Metall, wohl auch mit zur Kühlung gedacht. Und das ist eiskalt, selbst noch 4 Stunden. Das ist also wirklich wirklich ganz fantastisch. Ganz, ganz fantastisch hier. Gehäuse aus Metall und wird nicht warm. Ne? Das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass hier eine gute Effizienz vorliegt. Ne? Achso, machen wir wieder Einspeisen an. Puff. So, dann lassen wir ihn wieder ein bisschen einspeisen. Ihr seht, es dauert ein Momentchen. Und gleich, jetzt fängt er an, hier rumzubimmeln. Und jetzt seht ihr die blaue. Ich kann ja nochmal aus- und anmachen, damit ihr seht, wie schnell das geht. Einspeisen aus. Einspeisen ein. So, jetzt checkt er hier gerade, jetzt synchronisiert er sich mit dem Netz und zack, jetzt speist er ein mit 165 Watt. Ja, aber der Feind des Guten ist das Bessere, weil dieses System, so wie wir es jetzt hier haben, ist nicht ganz legal. Das Teil hier vorne, der Mikroinverter, der besitzt keine Konformitätserklärung, also der ist alles andere legal. Den darf man normalerweise in Deutschland nicht betreiben. Funktioniert aber ausgezeichnet. Echt ganz toll. Und ich, wie gesagt, ich habe ihn auf 165 Watt hier über dieses Podi eingestellt. Und ganz, ganz wunderbar. Und ich kann da ja bis 230, 240 Watt max gehen. Was ich festgestellt habe, ist, wenn er die ganze Nacht läuft, jetzt auch, er wird lauwarm. Das Gehäuse wird lauwarm. Also ein paar... warm wird er, also richtig warm wird er nicht, so lauwarm halt. Und hin und wieder fängt er an, auch mal zu lüften. Dann blinkt unten die rote Heat-LED und also sprich, das bedeutet, er ist ein bisschen zu warm. Und dann springt der Lüfter an für 5-6 Sekunden, bläst die heiße Luft raus, das Gehäuse kühlt sich ab und dann ist er wieder ruhig für eine halbe Stunde und dann springt er wieder ein paar Sekunden an. Also das geht immer so hin und her. Auch wenn er ihn mit 165 Watt einspeist. Funktioniert ausgezeichnet, das Teil. Also der ist echt klasse. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Couch. Nun werden wir hier diese ganze Geschichte hier komplett auseinander, nicht komplett auseinandernehmen. Ich finde die Abschaltung so genial, die werde ich auch mit dem Heumalz genauso betreiben. Obwohl ich es nicht muss. Das Teil bräuchte man im Grunde genommen nicht. Kommen wir nachher in den Details nochmal drauf zu sprechen. Wir werden hier gleich ein Heumalz oder wir werden nachher ein Heumalz installieren. Den werde ich euch nachher noch vorführen. Und auch der ist komplett im Internet konfigurierbar, einstellbar mit LCD-Display. Ihr werdet staunen, was ich mir in diesem zweiten Teil für euch ausgedacht habe. Und dann werden wir das hier alles installieren und sozusagen den Soyuz-Source austauschen gegen ein Heumalz. Aber damit ist es nicht getan, weil der Heumalz hat eine Startspannung von 22 Volt. Wir müssen also versuchen, die Akkuspannung, die hier bei jetzt 13 Volt liegt, irgendwie auf 25 Volt zu bekommen oder 24 Volt, damit der Heumalz arbeiten kann, ne? Und auch effektiv arbeiten kann. Und da sind doch ein paar Sachen ein bisschen anders. Und was da genau anders ist, das zeige ich euch gleich. Also wieder zurück auf die Couch. Oh, ihr Lieben, wir sind wieder zurück.
Dann lutschen wir immer weiter, ist immer noch voll. Also, ich kriege es nicht hin, ohne Klecker, ne? Echt unglaublich. Ich bin eine Kleckerliese, ne? Ich habe hier irgendwo Tempo-Star. Schon wieder gekleckert, ne? Der Perle, der ist unfähig, ein Bier ohne Kleckern zu trinken, ne? Mann, ich bin so dämlich, echt. So, apropos dämlich sein. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Teil 2, wir werden hier gleich ein... Ich stelle euch den Heumalz vor und wir werden das Ganze, was wir da drüben gesehen haben, das ist ja der Mikroinverter, das ist ja genau auf den Akku zugeschnitten, Mikroinverter, der quasi mit der Akkuspannung ganz normal seine 230 Watt produzieren kann. Der Heumalz, das ist wieder eine andere Hausnummer, da gibt es ein paar Sachen zu beachten und wir werden hier, das kann ich euch mal hier versuchen grob zu zeigen, wir werden hier gleich wilde Geschichten basteln und werde ich euch hier vorstellen, hier so ein DC Boost-Konverter, auch mit einer guten Effizienz, erstaunlich, und Lüfter und den ganzen Quatsch. Also wir werden hier gleich hart rumbasteln und oder ihr müsst ein bisschen rumbasteln. Und bei dem Rumgebastel ist es auch so, dass ihr hier Steckdosenadapter selbst baut. Also ich habe hier so ein paar Steckdosenadapter selbst gebaut, hier so Kaltgerätestecker-Adapter, damit ich mein ganzes System noch nicht komplett auseinanderreißen muss. Und da habe ich mir einfach so einen Adapter gebaut. Braucht ihr alles gar nicht, aber wir werden hier gleich wild rumbasteln und hier solche Geschichten hier. 230 Volt, das ist jetzt hier nur zum Vorführen hier auf dem Tisch. Habe ich mir hier so eine Adapterlösung gebastelt. Damit wir das mit dem Netz verbinden können und. Also wir werden hier gleich auch mit 230 Volt rumtüdeln, wie im ersten Teil quasi auch. Also da müsst ihr schon, also da solltet ihr schon wissen, was eine Phase ist, was der Nullleiter ist und was die Erdung ist, ne? Also der Erdleiter oder wie sich das Ding schimpft, ne? Und ich möchte nicht, dass ihr euch da in die Luft sprengt oder umbringt oder grillt, ne? Oder im Zweifel sogar die Hütte abfackelt. Wir müssen auf Kabelquerschnitte so ein bisschen achten, auf dass wir den Heumalz nicht zerstören und, ne? Also da sage ich gleich noch was zu. Ein kleiner Warnhinweis aus rechtlichen, das muss ich machen aus rechtlichen Gründen. Also wie beim ersten Teil auch, schaut es euch nochmal kurz an. Denn was ihr dann macht, ob ihr es nachmacht oder nicht, ist mir letztendlich egal. Ich zeige euch jetzt wieder hier nur so, wie ich es mache. Also Warnhinweis ab. Von dem Warnhinweis habt ihr gesehen. Ne? Also es ist nur rechtlich. Ich möchte nicht, dass ihr nachher sagt, Perle, du hast gesagt, ich soll das nachmachen und nun bin ich tot. Du bist böse. Ne? Also geht mich alles nichts an, was ihr macht. Ich zeige euch jetzt, wie ich es mache. So, wir wissen ja, da drüben läuft der Sojusauce Mikroinverter und der ist nicht ganz legal. So, also habe ich mir, ihr wisst es ja, das habe ich im letzten Video schon gezeigt, habe ich mir ein weiteren Mikroinverter geholt und zwar ist das einer für Balkon, für wie heißt das, Balkonkraftwerke, also für Balkonanlagen. Das ist der Heumalz HM300. Es gibt ja auch von Dai und solche, von der Firma Dai solche Geräte, so ähnliche Geräte, aber die sind alle scheiße irgendwie, weil die da geschummelt haben, die bösen Burschen. Ich glaube, die stehen auch schon ganz kurz davor, drauf zu gehen, weil das sind irgendwie Hunderttausende von Invertern, die eigentlich nicht der Norm entsprechen. Die können eigentlich alle in die Tonne getreten werden, ne? Von der Firma Dai. Aber die Heumalz haben das eben nicht. Die Heumalz funktionieren einwandfrei. Da sind Relais drin, die auch schalten. Das hört man auch, wenn sie schalten. Wenn man die Netzspannung wegzieht, dann hört man, wie sie wieder, also sie schalten halt, ne? Also die haben zwei wichtige, diese Heumalz-Sachen, die haben zwei wichtige Sachen. Die haben einmal ein Einheitenzertifikat, das ist eben wichtig. Die kann man ganz legal betreiben. Die erfüllen alle DIN-Normen und VDE-Normen. Die entsprechen allen Normen.
Ist natürlich auch ein Trümmer, das Teil. Der wiegt fast 2 Kilo, ne? Das ist also komplett Metall vergossen da drin. Kann man draußen in Regen, in Schnee, na nun, unter Wasser nicht betreiben, aber in Regen und Schnee, diese Dinger sind wetterfest und . Also für zu Hause schon fast ein bisschen überdimensioniert. Das Interessante an diesem Heumals HM300, das ist ein 300 Watt, Mikroinverter, der also aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht und einspeist in das Hausnetz, also sich synchronisiert mit dem Hausnetz. Und 300 Watt will keine Sau mehr haben, ne? Weil die Balkonkraftwerke haben ja heute alle 600 Watt und irgendwie zukünftig sogar 800 Watt. Aber für unser Vorhaben ist so ein 300 Watt Gerät optimal. Also die liegen noch auf Lager und die werden für kleines Geld verbümmelt. Den habe ich hier für 65 Euro gekauft, den HM300. Ein ganz wunderbares Gerät, also astrein. So. Der kostet, wie gesagt, 65 Euro. Ich habe heute mal nachgeguckt, für 65 Euro kriegt man ihn mal wieder nicht. Also den habe ich wieder echt günstig geschossen. Und genau, der ist dafür da. Also diese Seite kommt in die Steckdose. Klar, natürlich mit einem Adapter. Na okay, jetzt habe ich mir diesen Adapter hier gebastelt, hier mit Kaltgerätestecker, damit ich da drüben nicht so viel neu umfummeln muss. Ne? Also das Ding kommt in die Steckdose. Ja, da ist auch nur die Phase, der Nullleiter und die Erde ist da drin. So, hier habe ich auch die Phase, Nullleiter und Erde und das steckt man hier so zusammen. Warte mal. So. Hä? Moment. Ah. Genau. Und dann, wenn ich das jetzt zusammendrücke, dann macht es klack und dann ist er verbunden. Da könnte man jetzt auch einen Stecker ranbauen. Braucht ihr alles gar nicht. Also, super hier. So ein Stecker. Das Ding muss einfach nur in die Steckdose. So, nun könnte man sich das alles sparen. Den kann man nämlich komplett auseinanderschrauben. Da hat man hier auch die Phase, den Nullleiter und die Erde. 3 Kabel. Und die verbindet man einfach mit dem Stecker, den man sich im Baumarkt für 1 Euro holt. Fertig seid ihr damit. Und das Ding kommt dann in die Steckdose rein. Erledigt. Und wenn ihr so machen wollt wie der Perle, dass ihr dann auch noch die Phase trennt, umso besser. Teil 1. Schaut euch Teil 1 an, dann wird euch einiges klar, was ich hier gerade erzähle. Also den Heumals, den braucht man. 65 Euro, ich habe geguckt, 75 habe ich gesehen, den Dreh für 75 Euro auch noch ein Schnäpper. Ne? Das Ding ist echt gut und ja, der ist wirklich brachial. Ne? Ein geiles Teil. Kann man ein Modul anschließen, hier seht ihr das. Der ist für ein Modul eigentlich nur geeignet. Das war damals war das okay, aber heute natürlich nicht mehr ganz so standesgemäß. Deswegen ist er so günstig, wird er so günstig abverkauft. Hier kann man ein Modul anschließen, 240 Watt bis 405 Watt Module kann man hier andocken. Und dann nagelt er hier aus der Steckdose, nagelt er dann hier bis zu 300 Watt raus. Hier vorne habe ich einen Blindstopfen drauf, wie ihr seht. Das ist, wenn man mehrere von den Geräten hat, man kann dann mehrere in Reihe schalten, also den mit dem nächsten verbinden und so weiter. So geht dann die 300 Watt, die gehen dann quasi durch diese Leitung, die werden durch diese Leitung durchgeschleift und am Ende, wenn man 4 von diesen Geräten hat, kommen dann 1200 Watt raus. Es gibt ja auch Modelle, den HM400, den HM600, den HM800, sind quasi alle baugleich. Der HM800, der hat das gleich zweimal für 2 Module, Balkonkraftwerk halt. Brauchen wir alles nicht, wir brauchen nur ein Gerät, was maximal 300 Watt ins Haus einspeise, um die Grundlast wegzubügeln. Also für mich jetzt 165 Watt. Das ist für mich das Entscheidende. Also reicht so ein kleiner Mikrowechselrichter von Heumals. Und ihr seht hier schon eine kleine Stummelantenne. Diese Stummelantenne sagt also, das Ding ist auch noch WLAN-fähig, aber nicht wirklich WLAN-fähig. Besitzt ein eigenes Format, aber wir werden uns da gleich einen Adapter basteln. Den habe ich hier auch irgendwo liegen. Den habe ich schon fertig gebastelt. Hier ist mein Adapter. Mit OLED-Display. Dieses, also alles, was in dieser Box drin ist, verbindet sich mit dem Heumals. Ein zweites Teil hier vorne verbindet sich mit meinem Router. Und das Ganze ist dann, das Ganze kann aus dem Internet, aus dem Heimnetzwerk, kann ich auf den Heumals dann zugreifen mit dieser Selbstbaulösung. Und zusätzlich habe ich hier auch noch ein Display, was mir so die Erträge so anzeigt. Ne? Ein bisschen Spielkram, ist nicht unbedingt wichtig mit dem Display, aber ich fand das ganz witzig. Kostet nicht viel, was kostet das Display? Was habe ich dafür bezahlt? 4 Euro. Lächerlich, ne? Dachte ich, für 4 Euro nimmst du mit, ne? Nettes Gimmick, ne? Und dann habe ich halt geguckt, was habe ich zu Hause noch so rumliegen an Dosen. Ein bisschen große Dose, aber da habe ich das dann alles reingepackt. Und Plug and Play, das ist einfach quasi nur zusammenstecken. Ein bisschen löten muss man da auch. Wie das geht, zeige ich euch nachher. Also wir werden das ganze Gerät
auch noch internetfähig machen. Von Holmals gibt es für diesen Wechselrichter, das nennt sich DTU, Datentransfer Unit. Das hier ist eine vollwertige DTU. Mit eigener Spezialsoftware und noch billige Flashware, das zeige ich euch nachher noch alles. Also das ist hier schon ein bisschen spannendes Thema, ne? Für jeden Bastler. Ne? Also für ein paar Euro und dann basteln wir uns so eine DTU, so eine Datentransfer-Unit zusammen, die es auch von Holmals gibt, die Datentransfer-Unit. Da liegt man zwischen 170 und 230 Euro für so einen Kasten. Sieht aus wie so ein kleiner Router. Das ist die Datentransfer-Unit. Die basteln wir uns selbst für in Summe 10,98 Euro mit Display für 10,98 Euro umgerechnet. Also ihr braucht als erstes erstmal ein Holmals HM300. Okay, dann haben wir das schon mal abgefrühstückt. Was braucht ihr dann? Achso, der Holmals HM300, genau. Da war ich noch nicht ganz fertig. 300 Watt, brauche ich euch gar nicht einblenden, sucht selbst danach. Holmals HM300. Das ist das, was ich bei eBay den habe ich bei eBay gekauft von der Firma Yuma. Die bieten den bloß jetzt nicht mehr an. Die haben die Reste rausverkauft für kleines Geld. Hat Perle gleich zugeschlagen, ne? Mehrfach. Hat, wie gesagt, Peak Output. Maximal schafft er 300 Watt. Kann ich mit dem Ding rausrotzen hier in die Wohnung reinballern. Maximal kann er verarbeiten 11,5 Ampere. Hat eine Effizienz von 97,7%, also eine extrem gute Effizienz hat das Teil, also kaum Verlustleistung. Kostet Quanta 65 bis 75 Euro, jetzt heute Stand heute 75, aber vielleicht gibt es dann auch mal wieder im Angebot. Man kann Stromquellen anschließen bis 60 Volt und da muss man jetzt auch drauf achten, hier steht auch auf der Rückseite, ich könnte euch auch nochmal das Datenblatt zu dem Holmals einblenden, das mache ich jetzt mal. Und da seht ihr schon die kritischen Geschichten sind die 11,5 Ampere. Also viel mehr als 11, ich meine 12 oder 13 machen dem auch nichts aus. Aber wenn ihr da viel mehr reinnagelt, dann geht er kaputt. Ne? Also da müsst ihr aufpassen. Ne? Und das Problem ist auch mit dem Lithium-Eisenphosphat-Akku müsst ihr auch aufpassen. Wenn ihr den direkt an einem Lithium-Eisenphosphat-Akku anschließt, sagen wir mal ein 25-Volt-System, dann zieht er da unendlich raus, bis er abraucht. Das ist eben ein Nachteil, weil er ist ja auch Module. Also er denkt ja, das sind PV-Module angeschlossen oder ein Modul. Das ist ein PV-Modul angeschlossen. Da versucht er natürlich das Maximum aus dem PV-Modul rauszukitzeln, was die Leistung angeht. Ja, wenn da jetzt kein PV-Modul angeschlossen ist, sondern ein Akkusystem angeschlossen ist, was bis zu 180 Ampere Dauerleistung liefern kann, ey, dann raucht euch das Ding ab. Das ist das Ding innerhalb von ein paar Sekunden oder einer halben Minute ist das Ding kaputt. Ne? Weil der einfach zieht wie ein Geisteskranker. Er denkt, okay, da ist ein starkes Modul, gib mir, was du kannst. Ne? Also bis 60 Volt und er hat eine Startspannung von 22 Volt. Das heißt also, wenn ich den jetzt direkt an meinen Akku anschließe, an den 12,8 Volt Lithium-Eisenphosphat-Akku, dann würde der gar nicht losstarten, weil mein Akku gar nicht diese Startspannung hat. Also wir müssen diese Startspannung, diese 22 Volt irgendwie erreichen. Wie das geht, zeige ich euch nachher. Er hat alle Zertifikate, die man braucht. Also das ist die legale Variante. Er hat ein Einheitenzertifikat, schaut selbst, mit allen Prüfnormen, die für Deutschland entscheidend und wichtig sind. Besitzt 12 Jahre Garantie. Das Teil hat 12 Jahre Herstellergarantie. Und hat noch ein NA-Schutz, Zertifikat für einen NA-Schutz mit drin. NA-Schutz ist dieser Schutz, wenn zum Beispiel die Netzspannung wegbrechen sollte, dass der Wechselrichter sofort aufhört, weiter einzuspeisen. Das macht der Soyuz-Source übrigens auch. Also wenn ich die Netzspannung kapp, hört der Soyuz-Source auf einzuspeisen. Also der ist ja netzgekoppelt sozusagen. Der synchronisiert sich aufs Netz, sollte das Netz wegbrechen, dann schaltet er auch ab. Wie schnell er abschaltet, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das habe ich nicht ausprobiert. Und er schaltet in einer affenartigen Geschwindigkeit, aber ich glaube 10, 20 Millisekunden, also super schnell. Netzspannung weg, bumm, ist der Holmals auch tot. So wie es sein soll. Und das war der Holmals. Okay, gut. Zum Holmals braucht man natürlich, um auf die Startspannung zu kommen, wir wissen ja, das ist ein 12,8 Volt System, was jetzt aktuell 13 Volt hat. Wir müssen diese 12,8 Volt oder 12,5 Volt, je nach Entlade- und Ladezustand des Akkus, oder 13,3 Volt, die müssen wir jetzt auf diese Startspannung. Also wir müssen die Spannung meines Akkus auf die Startspannung des Holmals bringen. Und der Holmals startet bei, steht hier, 22 Volt. Fängt er an zu arbeiten. Der hat eine LED, wie ihr vorne seht. Wie gesagt, das hier ist ein Blindstoff, und wenn man mehrere von diesen Geräten so in Reihe schaltet, dann schleift er also die Energie, die produzierte Energie
Das ist einfach nichts anderes als ein Stromkabel. Das schleift da von Gerät zu Gerät durch und jedes weitere Gerät packt was dazu. Also wenn ihr 4 von diesen Geräten habt mit 300 Watt, dann liegt ihr bei 1200 Watt. Ne? Und ja, dafür ist das. Brauche ich nicht, habe ich einen Blindstopfen drauf gemacht, dass da keine Sachen offen sind, dass da keiner mit einer Bohrklammer drin rumpopelt und unter Umständen noch einen gewischt kriegt. Also Blindstopfen drauf, dieser Blindstopfen lag dem Gerät auch bei. Dann haben wir hier, das kommt in die Steckdose, da sollte ein Stecker dran sein, kann man sich auch ranbasteln, wie das geht, zeige ich euch gleich. Und hier kommen die PV, das eine PV-Modul ran, in meinem Fall natürlich der Akku. So, wir wissen ja, 22 Volt, hat mein Akku nicht. Wie bekomme ich jetzt die 12, oder 13 Volt, die jetzt mein Akku gerade hat, auf die Startspannung, beziehungsweise 24, 25 Volt. Mit einem DC-DC Booster. Das ist ein DC-DC Booster. 1800 Watt schafft er. Na klar, diese 1800 Watt schafft er aber auch nur. Ich glaube, von 6 bis 60 Volt kann man reingehen und bis 90 Volt kann man rausgehen. Das kann man also alles einstellen an dem Teil hier. Ich gehe natürlich nur mit meine Akkuspannung rein und das reicht vollkommen aus. Also ab 6 Volt fängt er an, glaube ich, zu arbeiten. 6 Volt war das, glaube ich. Fängt er an zu arbeiten und dann kann man hier mit dem Poti einstellen, wie viel er hin rausfeuern soll. Kann man einstellen, 30 Watt, 60 Watt, je nachdem. Ne? Man muss natürlich aufpassen, dass wir hier vorne nicht zu viel Ampere ziehen. Der ist jetzt hier vorne auch noch abgesichert. Also bis 20 Ampere geht das hier vorne über den Eingang. Also mehr als 20 Ampere muss man aufpassen. Ich glaube, der hat hier 3 Zehner sind das, ne? 15, nee, sogar 45 Ampere. Der ist mit 45 Ampere hier abgesichert. Also der passt dann schon auf. So, aber das ist alles unkritisch bei dem Teil. Wir betreiben den ja gar nicht in diesen extremen Situationen. Wir wollen aus den 12 Volt oder 13 Volt wollen wir 25 Volt machen. Das sollen 25 Volt raus. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Und wichtig an dem Teil ist natürlich auch die Effizienz. Was nützt es mir, wenn ich hier vorne 12, 13 Volt reinfeuer und hinten meine 25 Volt rauskomme, um den Heulmal zu betreiben, wenn das Ding hier 20% Energie verbringt, also wenn das Ding richtig heiß wird und jede Menge Energie in Hitze umwandelt und Verlustleistung produziert. Ich habe das ausgemessen, ich liege hier bei 92 bis 93% Effizienz. Das ist unglaublich, weil ja nur ein kleiner Hub da ist. Wenn der Hub größer wäre, dann geht er natürlich, was die Effizienz angeht, in den Keller. Also wenn ich hier 12 Volt habe und ich sage, ich möchte hier einen 48 raus haben, also dann hat er richtig zu tun und dann wird das Ding auch richtig heiß. Na, dann haben diese Leistungstransistoren, die hier vorne drin sind, die das Ganze hoch transferieren sozusagen, die haben richtig zu tun und die produzieren richtig Abwärme. Und Abwärme bedeutet immer Verlust. Aber 13 Volt auf 24 Volt überhaupt gar kein Thema. Da liegen wir über 90%, ich glaube 92 oder 93% habe ich gemessen. Ich habe das ganze System schon provisorisch installiert gehabt und laufen lassen. Läuft astrein. Dieses Teil ist ein, lass mal gucken, ein 1800 Watt 40 Ampere DC-DC Booster mit Lüfter und Montagematerial. Das Montagematerial seht ihr hier, das sind diese kleinen Füßchen hier. Und die werde ich an mein Nervenzentrum, an das Brett anbringen. Nachteil an dieser ganzen Geschichte ist, brauche ich irgendwas, was gerade ist. Nehmen wir mal hier meine Powerbank. Die ist relativ gerade. So, wenn ich den jetzt hier raufstelle, seht ihr, diese Füße dichten unten den Lüfter ab. Der Lüfter muss natürlich, damit er lüften kann, braucht er Luft zum Atmen. Und der Lüfter springt auch an. Ich habe das auch getestet. Ich hatte das ganze System ja schon ein bisschen länger laufen, zum Ausprobieren. Also Lüfter springt an, sprich, ich muss ihn ein bisschen nach oben bringen. 5 mm, dass er sich von unten kalte Luft ziehen kann, damit er diesen riesen Alu-Block, diesen riesen Alukörper auch entsprechend lüften kann. Und ihr seht jetzt hier schon, wenn ich hier vorne raufgehe, seht ihr hier schon diese Transistoren, ne? die Temperatur auf diesen Alublock abgeben und hier unten den Lüfter. Das wird komplett geliefert, das Ding kostet 1800 Watt, das ist ein 1800 Watt Modul, wirklich unglaublich. DIP Modul ist das, achtet da drauf, kostet, nee, Quatsch, nicht DIP Modul, völliger Unsinn. Achso, vergiss es. Dieses Modul, ich verlinke euch das unter dem Video, kostet $18,69. Versandkosten sind da schon mit drin. Das sind umgerechnet 17,14 €. Also für 17,14 € bekommt ihr den hier. Wenn ihr den bei Amazon kauft, seid ihr bei 27 €. Wenn ihr den bei eBay kauft, seid ihr auch bei 25 bis 26. Also deutlich teurer. Bei AliExpress natürlich. Alles, was ich euch hier zeige,
könnt ihr bei AliExpress kaufen. Wunderbar. Und er wird eben so geliefert. Das liegt hier einzeln dabei, oben mit den Montagemuttern, die ihr oben seht. Wir werden uns das nochmal im Detail angucken. Und der macht mir eben aus meiner Akkuspannung eine Spannung, die geeignet ist, um mein Heumalz HM300 betreiben zu können, so dass er einspeisen kann. Also der bringt die Spannung nach oben und man kann auch hier noch verschiedene Sachen einstellen. Und zwar hat er auch einen Tiefenladeschutz für den Akku. Das heißt, er schaltet nachher ab, wenn er diese Tiefenladeschwelle, die man einstellen kann, erreicht hat. Ihr erinnert euch an meine Platine, da habe ich das Gleiche. Das funktioniert irgendwie ein bisschen, auch digital hier ja auch. Aber da funktioniert es noch ein bisschen schöner mit Anzeige und hin und her. Und er trennt da mit dem Relais natürlich die Phase. Das System da drüben braucht ihr im Grunde genommen überhaupt nicht, sondern ihr habt alles in einem Gerät. Das ist natürlich auch eine gute Geschichte. Das heißt also, solltet ihr die Spannung, die ihr einstellen könnt, auf, sagen wir mal, 12,2 Volt, so wie ich es da drüben auch eingestellt habe, sollte sie unter 12,2 Volt sacken, dann geht hier eine LED an und auf der Ausgangsseite, das ist hier der Ausgang, auf dieser Ausgangsseite habt ihr dann keine Spannung mehr. Also habt ihr eine Spannung, klar, aber die liegt dann auf Höhe der Spannung von meinem Akku, sprich der Heumalz kann damit nicht arbeiten, das schaltet ab. Das geht auch mit diesem Teil. Jo, und dann kann man eben einstellen mit einem Poti hier vorne. Die Ausgangsspannung kann man dann frei einstellen. Man kann die Leistung frei einstellen, also mit wie viel Ampere er durchschießen soll. Also die kann man begrenzen. Was wichtig ist, ich sagte euch ja, der Heumalz denkt, wenn ihr den Akku angeschlossen habt, denkt, sagen wir mal, ihr habt einen 25 Volt Lithium-Eisenphosphat-Akku, der denkt, da ist ein Solarmodul dran, kein Lithium-Eisenphosphat-Akku, sondern ein Modul, was in der Range drin ist, die hier spezifiziert ist. Und er versucht dann natürlich rauszuholen aus dem Modul, was geht mit diesem MPPT-Tracker, der da ist. Da versucht er natürlich, den besten Punkt zu erreichen, wo er am meisten Energie ziehen kann, stabil. Und das versucht er dann bei eurem Akku auch. Und dann fängt er dann an, 30, 40, 50, 60 Ampere zu ziehen. Und dann fliegt euch das Ding um die Ohren, weil der nur bis 11,5 darf. Aber er denkt natürlich, da ist ein Modul dran. Also da müsst ihr aufpassen. Eigentlich müsst ihr nicht aufpassen. Mit diesem System braucht ihr nicht aufpassen. Wenn ihr einen Lithium-Eisenphosphat-Akku anschließt, dann braucht ihr sowas, damit euch euer Heumalz nicht abraucht. Der zieht, was er kann. Und wenn ihr ein 25 Volt-System habt, Lithium-Eisenphosphat, dann nagelt er damit 200 Ampere unter Umständen oder noch mehr, versucht er da aus dem Akku rauszuziehen, um eben das Maximum zu finden. Ja, logisch, dass das Ding dann abbrennt. Ne? Also da braucht ihr das Gleiche auch. Ne? Dann schiebt ihr hier 25 Volt rein und am Ende 25 Volt wieder raus. Also ihr bleibt bei der gleichen Spannung, aber ihr könnt den maximalen Strom begrenzen. Und das ist eben das Wichtige, damit euch der Heumalz nicht abraucht. Jo, meine Lieben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für meinen Akku. Der würde hier ziehen wie geisteskrank, wenn ich hier keine Begrenzung drin hätte in der Startphase. Ne? Und das kann man alles mit dem Ding einstellen. So, jetzt zeige ich euch den mal aus der Nähe. Jetzt gehen wir mal runter und dann gucken wir uns das Ding mal genauer an. Also das Ding ist Pflicht. Und in der Konfiguration, so wie ich ihn jetzt hier habe, hat er eine Effizienz von, wenn ich 165 Watt ziehe, so habe ich das Ding jetzt auch eingestellt, wenn ich 165 Watt ziehe, also sagen wir mal, den Heumalz stelle ich auf 200 Watt ein oder lass ihn auf 300 Watt laufen, ist ja völlig egal. Er kriegt hier nicht, über dieses Modul kriegt er nicht mehr als 165 Watt. Ja, und dann kann man das natürlich noch umrechnen in Ampere. Wie viel Ampere sind das? Wie viel würde er hier ziehen bei 165? Das sind 12, 13 Ampere gehen hier über die Leitung. Für das Modul überhaupt gar kein Problem. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, 25 Ampere ist hier nachher irgendwo die Grenze. Aber mit solchen hohen Leistungen arbeiten wir ja gar nicht. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen dichter ran und dann gucken wir uns das nochmal im Detail an. Also unten haben wir den Lüfter. Der Lüfter ist schon angeschlossen. Hier sind diese Montageschrauben. Ein Nachteil bei diesen Montageschrauben, die sind auf einer Höhe mit dem Lüfter, was natürlich nicht ganz so günstig ist. Sprich, wir brauchen hier noch ein Distanzstück. Das mache ich nachher mit Unterlegscheiben. So, hier seht ihr diese ganzen Leistungstransistoren, die hier unten drin sind, die Hitze abgeben auf dieses Aluminiumteil. So, dann haben wir hier das hier vorne, wo die Sicherungen sind, das ist der Eingang. Das ist hier nochmal so abgedeckt. Da schließe ich meinen Akku an. Ne? Ja, mit den beiden Dingern. Plus am Plus, Minus am Minus, dann hat das Ding Strom. Dann läuft der Strom hier durch und auf der anderen Seite kann ich hier über dieses Poly, hier ist der Ausgang und
da muss man auch aufpassen, dass man es nicht verpolt, dass man nicht Minus an Plus und Plus an Minus schraubt. Hier seht ihr, hier ist Plus, hier ist Minus. Hier muss dann auch, seht ihr schwarz, hier muss dann auch Minus sein und hier muss dann auch Plus sein. Also verdreht die nicht. Dann geht das Ding sofort kaputt. So, und dann haben wir hier, das muss ich erstmal einen Augenblick überlegen, genau, mit diesem Pot hier vorne stellt man die Abschaltschwelle ein. Sprich, wenn wir einen gewissen Spannungswert unterschreiten, schaltet er den Ausgang sozusagen ab. Also schleift nur noch die Spannung 1:1 durch. Ne? Also es ist auch so eine Art Tiefentladeschutz sozusagen. Ne? Und dafür ist dieses Podi. Dieses Podi hier vorne ist für den maximalen Strom. Damit stellt man die maximale Stromstärke ein, was maximal durchgelassen werden kann. 150 Watt umgerechnet oder 180 Watt oder 200 Watt kann man hier einstellen. Man kann ihn natürlich auf 300 Watt begrenzen, ne? Wegen dem Heulmalz, dass er nicht mehr als 300 Watt zieht, dass er nicht kaputt geht. Lass mal rechnen. 11 Ampere mal 25 Volt, das sind 225. Also bei 225 Watt ist hier Schluss. Also dann stellt man den hier auf 200 Watt ein, ne? Auf 10 Ampere als Beispiel. Ist dem denn so? Ja, ist so. 11 Ampere mal 25 Volt? Ja, genau. Da muss man aufpassen, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt. Aber das ist ja genau der Bereich, den wir haben wollen, um den Grundstrombedarf des Hauses abzubügeln, zu decken über Nacht. Ja, wie gesagt, hier ist eben Abschaltung von dem Akku. Für mich nicht ganz so wichtig, weil ich ja ein eigenes Abschaltmodul schon habe. Aber ihr braucht es euch nicht kaufen, ihr könnt es auch hier rüber machen. Wie das nachher geht, zeige ich euch nachher mit der Einstellerei. Hier stellt ihr die maximale Stromstärke ein in Ampere. Und hier stellt ihr die Spannung ein über dieses Pot hier vorne, was hier rauskommen soll. Wenn ihr vorne 13 Volt raufpackt, könnt ihr sagen, hier hinten sollen 30 Volt rauskommen. Aber versucht den Hub so gering wie möglich zu halten. Also 13 rein und bei 22 startet er, stellt er auf 23 oder 24 Volt. Ich glaube, ich habe ihn auf 24 Volt eingestellt. Und dann passt das schon. Und dann funktioniert das ganz gut und vor allen Dingen auch effizient. Das ist eben das Entscheidende. So, das war der. Den braucht ihr auf jeden Fall, damit ihr euren Heulmalz betreiben könnt. Sonst könnt ihr den Heulmalz nicht betreiben. So, zack. Dann seht ihr natürlich auch noch, also das ist erstmal das Zweite. Also das braucht ihr. Wichtig. Den Heulmalz braucht ihr. So, und dann gehen wir nochmal ein paar andere Sachen durch. Das hatten wir schon. Genau, und dann braucht ihr natürlich noch die DTU. Die DTU ist die Data Transfer Unit für den Heulmalz. Die kann man sich zusätzlich noch kaufen. Kosten Schweinegeld, hatte ich schon gesagt. Das ist diese Antenne. Die verbindet sich mit der DTU hier. Und die DTU hat quasi zwei WLAN-Antennen sozusagen drin. Eine interne, die nur Heulmalz intern funktioniert. Hier ist die Antenne, das ist kein WLAN, das ist irgendwie ein eigenes Format. Mit der Datentransfer-Unit, die aussieht wie so ein Router mit so zwei Antennen. Eine Antenne verbindet sich damit und die andere Antenne verbindet sich mit eurem Router. Und so kommt ihr über euer Hausnetzwerk sozusagen über die DTU an den Heulmalz rein und könnt halt diverseste Sachen einstellen und sichten und tun und machen. Und die bauen wir uns selbst. Und die DTU, wenn ihr euch einen Heulmalz kauft, braucht ihr auch eine DTU. Ihr könnt den Heulmalz natürlich auch so betreiben. Dann würde der maximal 300 Watt liefern und ihr begrenzt das Ganze hier über den Strombegrenzer hier. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber für 10 Euro macht es. Macht es auf jeden Fall. Was braucht man denn? Was braucht ihr für 10 Euro, um euch das hier zu bauen? Diesen Kasten hier zu bauen. Der besteht aus drei Teilen. Wenn ihr hier reinguckt, dann seht ihr das schon. Eine WLAN-Antenne, die mit meinem Router sich verbindet. Dann habt ihr noch eine, wie heißt das Ding? Ein WMOS, genau. Dann habt ihr hier den WMOS, da steckt jetzt hier das Kabel dran. Dann habt ihr hier den WMOS, der verbindet sich wiederum mit dem Heulmalz. Hier vorne ist das Modul, das WLAN-Modul, was ich mit meinem Router verbindet. Und dann habe ich hier noch ein Display drin, was mir alle Daten anzeigt. Spielkram braucht man nicht unbedingt, aber für 4 Euro, wenn man schon zusammenbaut, dann richtig. Ne? Da braucht ihr natürlich ein paar Sachen, wie zum Beispiel solche DuPont-Steckverbinder. Hier, das sind diese Dinger hier, Female auf Female. Seht ihr das? In verschiedenen Farben, 10 cm lang. Kann man hier so einzeln abziehen, ich mach's mal.
Dann habt ihr hier so ein lilanes Kabel, Female, Female. Könnt ihr Geräte verbinden. So, das kostet, verlinke ich euch unter dem Video, das kostet, das ist jetzt die DTU, die wir uns jetzt bauen für den Heumalz. Kostet 10 cm 74 Cent, US-Cent, Shipping 1,13, ist ein bisschen teuer, da landen wir bei 1 Euro, also das ist ein ganzer Batzen davon, 1,87 Euro, US-Dollar, Entschuldigung, US-Dollar, 1,71 Euro kostet das. Das braucht ihr auf jeden Fall, da führt kein Weg dran vorbei. Verlinke ich euch mal hier, oder zeige ich euch und verlinke euch das unter dem Video. Für die DTU, da mache ich dann unter dem Video DTU-Komponenten. Ich habe schon darauf geachtet, dass es möglichst günstig wird. So, achso, übrigens, der Heumalz wird in so einem Karton hier geliefert. Heumalz Mikroinverter, ne? Was ist da noch so drin? Eigentlich nicht viel. Lass mal gucken. Eine Rechnung war da noch drin? Nö, das war schon. Noch nicht mal eine Bedienungsanleitung. Könnt ihr euch aus dem Internet runterladen, aber ihr braucht da keine Bedienungsanleitung. Ihr habt ja mich. So. Okay. Dann haben wir schon mal die Kabellage gleich zum Zusammenstecken. Also ihr wollt, da ist nicht viel mit Löten. Dann braucht ihr noch ein NRF24L01+. Das Plus ist ganz wichtig. Deswegen schaut unter dem Video. Bestellt euch nicht den ohne Plus. Das wird nämlich da nicht funktionieren. Und zwar ein NRF24L1+, Wireless 2,4 Gigahertz Communication Modul. Und dann die DIP-Variante, die IP-Variante, kostet 68 Cent das Teil. Und zwar ist es, ich blende euch das mal ein, das Teil, und das ist hier drin. Das braucht ihr für 68 Cent, Shipping 1,24, dann liegt ihr bei 1,92 Dollar für 1,76 Euro. Jo, dieses Teil verbindet sich mit eurem Router. Nachher, wenn die Firmware drauf ist. Dann braucht ihr ein WMOS, das ist sozusagen das Nervenzentrum, das ist dieses große Teil, wo hier das USB-Kabel dran steckt. Ne? Das ist hier, dieses größere Teil. Das ist der WMOS, und zwar ein WMOS D1 Mini Pro. Den gibt es einmal mit einer Micro-USB- und USB-C-Anbindung. Da ich ganz viele von diesen alten Kabeln noch habe, diese Micro-USB-Kabel, von euren alten Handys, kennt ihr sie, diese Micro-USB, diese kleinen, wo man da auch aufpassen muss, dass man sie richtig rum reinsteckt. Deswegen habe ich mir den bestellt, weil dann kann ich eins von meinen Kabeln recyceln. Und ich habe jetzt so ein schön kurzes Kabel. Werdet ihr nachher sehen, wenn das nachher alles fertig ist, warum ich das so kurz gewählt habe. Könnt ihr natürlich auch als USB-C, wenn ihr ganz viele USB-C-Kabel zu Hause rumliegen habt. Aber ihr werdet sicherlich genauso wie ich jede Menge Micro-USB-Kabel, recycelt die doch einfach. Ne? Das braucht ihr auch, diesen WMOS D1 Mini Pro. Das ist also das Nervenzentrum. Da werden wir nachher auch einen. Das ist sozusagen die Intelligenz an der ganzen Geschichte. Der kostet 1,83 Dollar plus 2 Euro Versand. Da liegen wir bei 3,83 Dollar in Euro umgerechnet, 3,51 Euro. Das ist das Teil. Wie gesagt, unter dem Video findet ihr das. Dann braucht ihr. Lass mal überlegen. Genau, dann braucht ihr natürlich noch, wenn ihr das wollt, ich würde euch das empfehlen, ihr werdet es dann auch sehen, warum, das ist echt geil, braucht ihr noch ein OLED-Display. Ich habe hier ein 1,3 Zoll OLED-Display mir noch bestellt, es kostet auch nicht die Welt, 2,54 Dollar kostet das, plus 1,83 Dollar Versand, liegen wir bei 4,37 Dollar in Euro, 4 Euro. Dieses OLED-Display kostet 4 Euro. So, dann liegen wir mit diesen Teilen, die ich euch gerade genannt habe, für die DTU, die Datentransfer-Unit, also um den Heumalz schlau zu machen und ins Internet zu bringen und zu konfigurieren zu können, um zu gucken, um auch gucken zu können, was hat er schon so produziert, was macht er so, wie ist seine Effizienz, wie viel Watt schiebt er gerade ins Haus. Man kann ihn auch drosseln. Das ist auch das Interessante. Mit der DTU kann man das ganze Ding auch noch drosseln. Da kann man sagen, du läufst jetzt nicht mit 300 Watt, sondern nur noch mit 50% deiner Leistung, also mit 150 Watt. Oder jemand sagt gleich, du läufst nur mit 150 Watt. Ne? Auch wenn du neu gestartet wirst. 150 Watt ist hier dein Maximal, das Maximale, was du hier in die Hütte reinpackst. Das ist natürlich elementar für das, was wir hier vorhaben. Ne? Macht ja keinen Sinn, wenn ihr einen Grundverbrauch von 100 Watt habt, als eine Grundlast nachts von 100 Watt, und das Ding nagelt mit 300 Watt aus dem Akku in eure Bude rein und 200 Watt gehen ins Netz, ne? Und die kriegt ihr unter Umständen noch nicht mal bezahlt. Ne? Und das ist völlig sinnlos. Ne? Also deswegen ist es wichtig, dass man eine DTU hat, wo man die Kiste auch einstellen kann. Oder man kann sie auch wiederum hierüber einstellen. Hatte ich vorhin schon erzählt. Da kann man ja auch einstellen, die Leistung sozusagen. Da gibt man ihnen einfach weniger Strom und dann macht er auch weniger ins Netz rein. Ne?
ich finde den Weg über den Heumalz natürlich wesentlich schöner. Wie gesagt, wir liegen da in Summe bei diesen Teilen, die ich euch gezeigt habe, bei 10,98 €. So, jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, ist das schwer, das alles zusammenzubauen? Also diesen Kasten hier. Ist das schwer, das hier alles zusammenzubauen und zu konfigurieren? Ich zeige euch jetzt erstmal ein Schaltbild. Ohne LCD-Display. Hier oben seht ihr noch einen Kondensator, den braucht ihr übrigens nicht. Das hier ist der WMOS, das ist das Nervenzentrum. Ihr seht hier, es ist eine WLAN-Verbindung. Dieses Teil verbindet sich mit eurem Heumalz und dieses Teil verbindet sich mit eurem Router. So habt ihr dann quasi in der Mitte eine Intelligenz, mit der ihr den Heumalz programmieren, auf den Heumalz zugreifen könnt und ihn konfigurieren könnt. Über euer Heimnetzwerk. Auch aus der ganzen Welt. Zum Beispiel mit VPN kommt, mit einem VPN-Tunnel kommt ihr zu Hause hier an. Das mache ich ja sowieso grundsätzlich mit VPN-Verbindung hier über meinen NAS-Server. Stelle ich hier ins Heimnetzwerk her und dann kann ich auf das, auf den Heumalz zugreifen aus der ganzen Welt. Überhaupt gar kein Problem. Ich brauche ja nur die IP eintippen. Und das ist die ganze Kunst. Hier, diese Dinger hier, die haben natürlich Pins. Das zeige ich euch nachher. Die haben natürlich hier rechts Pins, eine Pinleiste, links eine Pin. Nee, warte mal, die haben nur eine Pinleiste. Nee, die haben zwei Pinleisten. Genau, die haben hier zwei Pinleisten. Hier und hier, die muss man natürlich einlöten. Und hier ist, glaube ich, auch eine Steckerleiste drin. Die muss man, glaube ich, auch einlöten. Muss ich die auch anlöten? Ich glaube, ja. Also wir müssen hier eine Leiste anlöten, da eine Leiste anlöten, damit wir mit den Kabeln die ganze Sache verdrahten können hier mit den Strippen hier. Also ihr bekommt das Ding nackt geliefert. Ihr könnt den auch schon bestellen mit angelöteten Pinleisten, dann wird es aber ein bisschen teurer. Macht es selbst, wenn ihr Lötkolben habt und nicht ganz so bräsig seid dabei. Ne? Also das ist einfach, ihr seht es nachher. Ne? Ich zeige euch das Anlöten auch. Pinleiste anlöten und hier noch eine Pinleiste anlöten. Und dann nachher nur noch mit den entsprechenden Farben die ganze Geschichte verdrahten. Und dann seid ihr einsatzbereit. Dann könnt ihr damit schon voll arbeiten. Dann habt ihr eure DTU fertig für 6 €. So. Und wie das geht, das zeige ich euch nachher. Zeige ich euch jetzt. Also, wir werden jetzt diese Pins rauflöten und das Ganze verdrahten. Und dann zeige ich euch die erste Einrichtung, wie das Ganze funktioniert. Weil ihr müsst auch noch eine Firmware aufspielen, eine Ahoi, das nennt sich Ahoi. Das ist quasi, das sind so ein paar Typen in Deutschland oder ich weiß nicht wo auf der Welt, die haben sich zusammengetan und haben eine eigene Firmware entwickelt, die, mit der man das Ding komplett durchkonfigurieren kann und steuern kann. Und man kann damit auch noch viele, viele andere tolle Sachen mitmachen. Man kann zum Beispiel auch MQTT, verschiedene, also Smart-Home-Geschichten damit steuern und. Also man kann ihn sogar dynamisch an die Last des Hauses anpassen und all so ein Zeug. Aber das ist denn, wir wollen nicht zu kompliziert werden. Also wir machen es erstmal einfach. Aber jedenfalls, das mit dieser DTU, was man damit alles machen kann, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, deswegen müsst ihr die bauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Macht es für 6 €. Es kann auch nicht schief gehen. So, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch nachher. Oder zeige ich euch jetzt. Also, wir löten jetzt erstmal die Steckerleisten an und verdrahten das Ganze. Und dann greifen wir nachher auf den Heumalz zu. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe natürlich hier wieder mein Heumalz. Hier kennt ihr ja mein Labornetzteil. Hat ja nicht so super viel Power. Jedenfalls habe ich den Heumalz an das Labornetzteil angeschlossen. Also der Heumalz muss erstmal ans Netz angedockt werden, damit er überhaupt irgendwie funktioniert. Also wenn ihr den Stecker nicht drin habt, lass mal gucken. Das muss ich noch ein bisschen aufpassen. Augenblick. So. Apropos Stecker. Genau, kann ich auch noch was zu sagen. Ich versuche das hier mal ein bisschen rauszuziehen. Das habe ich ja alles neu verstrapst. So. Das Ding kommt ja in die Steckdose. Das ist ja Netz gekoppelt, ne? Da gibt es Adapter, die kosten Schweinegeld. Ihr könnt aber auch das Ganze hier aufschrauben. Ja, warte mal. Den Stecker, den könnt ihr hier auch noch auseinandernehmen. Blick. Hier seht ihr so eine kleine Näschen. Ich versuche das mal für euch auseinanderzunehmen hier. So eine Restnasen. Wollt ihr das mal sehen, wie das geht? Ja, vielleicht gar nicht so doof, ne? Also ihr müsst auf jeden Fall einen Stecker erstmal anbringen. Das ist immer wichtig. Also wenn ihr den bekommen habt, müsst ihr da einen Stecker ranbringen. Kauft euch nicht für ein Schweinegeld. Kauft euch nicht für ein Schweinegeld. Warte mal.
kauft euch nicht für ein Schweinegeld. Ein Adapter. Und zwar, so, ich glaube, das war hier. Genau. Das ist hier nämlich so verklipst. Das kann man hier so rausziehen nachher. So, okay. Da ist er wieder reingegangen. Das ist von rechts und links verklipst. Das kriegt man aber auseinander. Einmal. So. Das mache ich noch von der anderen Seite. Zweimal. Scheiße, ist der wieder reingeflutscht, ne? So. Genau. Seht ihr? So, und dann seht ihr hier schon die drei Kabel. Seht ihr das? Ja. Und die braucht ihr nur abschrauben und dann könnt ihr da euren Stecker ranschrauben, ne? Klack, das wieder rüber. Also ihr braucht euch da nicht irgendwelche teuren Spezialkabel kaufen. So. Also ihr könnt den Stecker hier komplett abschrauben. Und dann nehmt ihr einfach einen Stecker, hier sowas, und da schraubt ihr dann die Kabel ran. Also, die gibt es einzeln zu kaufen für 1 Euro im Bauhaus. Das ginge auch. Ich habe das ein bisschen anders gelöst. Und zwar habe ich mir einen Adapter gebastelt. Und zwar so einen hier. Den könnt ihr auch kaufen, wenn ihr euch auch so einen Adapter irgendwie bauen wollt. Kostet natürlich wieder ein bisschen extra. Lass mal gucken, habe ich den Adapter hier irgendwo drauf? Lass mal gucken. Das ist ein BC01-Konnektor hier, der hier. Und der funktioniert genauso. Ist genau das gleiche Spiel. Ja. Zack. Und das wäre hier genau das gleiche. Den habe ich mir natürlich selbst gebaut. Der war recht teuer, dieser BC01-Konnektor, den ihr hier seht. Den gibt es einzeln zu kaufen. Für ein Heumals. $8.06 sind $7.39 habe ich dafür bezahlt. Der war echt teuer, ne? Die sind teuer, die Dinger. So, hier wieder genau das gleiche Spiel. Einmal ein bisschen lösen. Und von der anderen Seite auch noch. Und bitte nicht reinschnapsen. Ja. Und hier auch noch. Genau, dann kann man sie auseinandernehmen. So. Und hier seht ihr, ist sogar beschriftet. Hier vorne steht N für Neutralleiter. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So steht es auf den Steckern drauf. So wisst ihr dann auch, welches Kabel was ist. N ist der Neutralleiter, seht ihr. Dann haben wir hier L für die Phase. Das hier ist hier L. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Vorne seht ihr das N. Da seht ihr das L. Und dann haben wir hier noch unsere Erde. Jo, mehr ist es nicht. Und da habe ich mir dann meinen eigenen Adapter zusammengebastelt. Und zwar sowas hier. Und zwar für meine Anlage, damit ich da nicht zu viel umbauen muss. So, also nehme ich den Heumals. Ihr schraubt bitte eine Steckdose hier ran. Hier bitte eine Steckdose ranschrauben. Und ich arbeite mit meinem Adaptern. Und dann brauche ich noch weiteren. Genau. Weil das ist für mich nachher einfacher. Weil den habe ich ja schon in meiner Anlage stecken, dass der vor die Phase getrennt wird. So. Und dann stecke ich den hier noch rein. Und die andere Seite, wie ihr hier seht. Und die andere Seite kommt in die Steckdose. Seht ihr? Zack, 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 zack. Und dann ist das Ding quasi am Netz. Das ist schon mal nicht unwichtig. Gut, das zweite wäre, warte mal, wir hatten ja gesagt, dann ist das Ganze am Netz. So, mit der Steckdose hier. Kommt in die Steckdose rein. Und dann haben wir hier natürlich noch diese beiden Dinger. Das sind ja die Solarmodule, wo ich hier mein, das ist der Ausgang, das ist der Eingang und wo ich mir hier so zwei Solarstecker gekauft habe. Die habe ich verlötet. Ich kann es euch mal zeigen. Weil ich nicht die richtige Krimpzange habe. Warte mal. Ach, dann muss ich das da rausfummeln. Nee, das ist dann wieder doch ein bisschen zu aufwendig. Nee, das mache ich nicht. Aber glaubt es mir. Ja, weil das Problem ist, die kriegt man hier raus, diese Stecker. Dazu muss ich jetzt mit dem Schraubendreher hier reingehen. Ich möchte nicht zu oft rein und raus. Da vorne ist so eine Öffnung und da drückt man einfach nur rein und dann kriegt man den Stecker rausgezogen. Das möchte ich jetzt, ich habe es schon zweimal gemacht, ich möchte es nicht noch ein drittes Mal machen. Das ist nicht gut für die Verbindung. So. Jedenfalls
Hier habe ich ein rotes Kabel plus und hier habe ich ein schwarzes Kabel minus. Das ist natürlich auf der anderen Seite rot, weil das wird halt so geliefert, ne? So, und dann stecke ich das dann hier noch rein. Zack, einmal, zweimal. Und dann seht ihr, hier ist noch eine Sicherung, eine 20 Ampere Sicherung. Und das kommt an den Akku ran oder an mein Netzgerät. Und dann ist das Ganze einsatzbereit. Also das kommt an die Stromversorgung ran, hier an mein Labornetzteil oder an meinen Akku. Und das kommt in die Steckdose. Und wenn das dann läuft, dann werden aus den, zeige ich euch nachher, werden hier aus den, das kommt ja hier an den Akku, werden hier aus den 13 Volt 25 Volt gemacht. Und die dann ja hier reingehen in den Heulmalz und der Heulmalz fängt an zu arbeiten. So, gut, dann haben wir schon mal alles fertig. Also zwei Sachen braucht ihr. Eine Steckdose, wo ihr den Eumel einen Stecker ran macht. Ich habe das jetzt halt ein bisschen anders gelöst, ne? Ist ja egal. Und ihr braucht noch hier zwei solche hier drücken. Und dann braucht ihr hier noch diese Solarstecker. Die kosten nichts, kosten Euro. Verlinke ich euch auch unter dem Video. Und zwar heißen die ein paar MC4 Solarkonnektoren, ein Pärchen. Und zwar kosten die 1 US-Dollar, 91 Cent kosten die. Zwei Stück. Ja, nicht weiter kompliziert. Zack, zack. So, also das ist die ganze Kunst, ne? Das kommt an den Akku oder an die Stromversorgung. Das ist der Eingang, da wo diese drei Sicherungen sind. Und das ist der Ausgang, wo man hierüber die Spannung einstellt, zeige ich euch nachher noch alles. Hier habe ich nochmal sicherheitshalber eine Sicherung drin, eine 20 Ampere Sicherung. Und hier kommt dann 25 Volt raus, mit einer 20 Ampere Sicherung abgesichert. Safety first. Lieber eine Sicherung zu viel als eine zu wenig und in die Solareingänge hier rein. Plus minus. Na? Wie erkennt man hier plus minus? Seid ein bisschen vorsichtig. Und zwar, das hier ist plus. Und steht auf dem Stecker auch drauf. Hier steht auf dem Stecker drauf. Irgendwas steht da drauf. Minus steht hier. So, und hier steht Plus. Und Plus und Minus kommt natürlich zusammen. Plus, Minus. Na? Nicht, dass ihr euch dafür tut. Und dann steht auf dem anderen Stecker, wo Minus ist, da steht natürlich Plus. Da kommen wir nämlich leicht mal ein bisschen durcheinander. Warte mal, steht das hier drauf? Ja, hier seht ihr das, oder seht ihr vielleicht nicht. Wenn ich dich da angehe, könntet ihr das vielleicht sehen. Hier vorne. Da steht Plus drauf. Und wird mit Minus verbunden. Zack. So. Na? Für alle Leute, die von Solarpanel keine Ahnung haben. Gut. Dann haben wir die Verdrahtung schon erledigt. Dann kommt das noch hier in die Steckdose. Und hier schließe ich jetzt nachher mein Labornetzteil an. So, und dann zeige ich euch auch nochmal, wie man das Ganze so ein bisschen einstellt. Aber erstmal bauen wir uns unsere DTU zusammen, meine Lieben, ja? Oder wollen wir das jetzt schon? Soll ich euch das jetzt schon zeigen, wie man das einstellt? Lass mal überlegen. Ja, ich will euch jetzt erstmal zeigen, dass es überhaupt funktioniert. Das wäre vielleicht auch nicht so doof, ne? Okay, dann stecke ich das mal in die Steckdose. Oh, ohne dass ich jetzt hier ein Gewisch kriege. Hier muss ich erst ein bisschen aufpassen, weil hier die Lüsterklemme. So, der ist jetzt am Netz. Aber ich habe noch keinen Strom. So, und den Strom hole ich mir jetzt. Ich simuliere jetzt den Akku mit meinem Labornetzteil. Einmal. Zweimal. So, und nun möchte ich euch auch noch zeigen, das könnte für euch ganz interessant sein, wie das funktioniert. Hier seht ihr schon, wie ihr durch
durchstartet und durchbootet. Er sagt jetzt hier offline. Seht ihr das? So, pass mal auf. Jetzt mache ich mal Licht aus. Könnt ihr besser gucken. Kann man auch alles konfigurieren. Also das OLED kann man auch noch einstellen. Ne? So, ihr seht hier vorne steht jetzt offline. So, wie packe ich das jetzt am besten hier hin? So, hier seht ihr die LED. Hier schiebe ich mal so weiter rüber. So, jetzt könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen, wenn ich jetzt noch ein bisschen dichter rangehe. Und dann schalte ich gleich mal mein Netzteil ein. So, und wenn ich jetzt mein Labornetzteil einschalte, das muss ich natürlich auch in eine Steckdose stecken. Und ich schalte jetzt mein Labornetzteil ein, dann blinkt er erstmal fünfmal. Das heißt, er bootet erstmal hoch. Pass auf. Seht ihr? Er bootet jetzt fünfmal und jetzt blinkt er rot. Das heißt also, er versucht jetzt, er blinkt grün und rot und er versucht gleich einzuspeisen. Wenn er grün blinkt, dann speist er ein. Noch tut das nicht und dieses Display zeigt es dann nachher auch an. So, fängt er schon an? Nee, ist noch rot. Also er versucht jetzt zu gucken, wo ist jetzt der beste Punkt, wie er Strom ziehen kann. Er denkt, es ist jetzt ein Solarpanel angeschlossen. So, pass auf. Das dauert ein Weilchen. Jetzt hat's Klack gemacht. Und jetzt hört er wieder auf. Kann das damit zu tun haben, dass ich hier schon einspeise? Wartet mal ganz kurz. Ja, ich schalte mal meine Einspeisung aus. Das ist ja komisch. Ja gut, zweimal einspeisen hatte ich auch noch nicht. Warte mal. Das könnte damit zu tun haben. Ich schalte mal meine Konstanteinspeisung aus. So. Ja, daran. Damit hat das nämlich zu tun gehabt. Weil ich ja schon einspeise. Mit meinem Sojus-Sauce hat er sich geweigert, okay? Jetzt geht's. So. Und nun seht ihr, ich speise jetzt hier ein mit 53 Watt. Ja, ich meine, ist ja nun keine große Wissenschaft, ne? Und dann seht ihr hier, das ist voller Empfang zum Sojus-Sauce, zum Heumalz. Und das ist zu meinem Router unten. So, und wenn ich jetzt diese Adresse eingebe, kann ich voll auf den Heumalz zugreifen und ihn voll durchkonfigurieren. Deswegen empfehle ich euch, das Ding zu bauen, und mit dem Display ist natürlich auch ganz witzig. Also wenn der jetzt hier eine Weile einspeist mit seinen 53 Watt, dann seht ihr hier nachher, wie viel an dem Tag, wie viel Wattstunden er eingespeist hat und unten in Summe die Kilowattstunden. Okay, eine ganze Kilowattstunde hat er noch nicht, sondern erst 300 Wattstunden oder sowas. Sobald er seine Kilowattstunde voll hat, springt er hier von 0 auf 1. Ne? Das ist ja auch das, was mich letztendlich interessiert. Und ja, gute Geschichte. Und so seid ihr dann immer so ein bisschen auf dem Laufenden. Und ihr seht auch, das Display springt ein bisschen. Klar, ist ein OLED-Display, nicht, dass sich das da festbrennt. Man kann auch den Kontrasten alles einstellen, die Helligkeit. Seht ihr, er wandert immer hin und her, der hat so ein Pixel-Shifting. Jo. Also weiß man immer ungefähr, was läuft. Seht ihr, er hat schon eine Wattstunde hat er schon eingespeist. Finde ich ganz witzig, irgendwie, diese ganze Geschichte. Das mit dem Display, okay, das ist nur rein Info, muss nicht unbedingt sein, aber wenn ihr schon dabei seid, macht das auch mit dem Display, ist echt lustig. Ne? Also funktioniert mit meinen Speisen. Gut. Aber wir wollen uns jetzt diese Kiste bauen. So. Also gehe ich jetzt mal nach oben. Das finde ich ja interessant, dass der Sojus-Sauce und der Heumalz in parallel laufen kann. Ja, macht ja auch keinen Sinn, ne? Aber deswegen hat er es nicht. Er hatte eben gerade probiert einzuspeisen und er ist sofort wieder zurückgesprungen, ne? Auf Fehler. Weil er sich nicht sauber synchronisieren konnte, wahrscheinlich wegen dem Sojus-Sauce da drüben. Und sobald ich den eben ausgeschaltet habe, bumm, funktioniert das aber anhieb. So, ich mache mal aus hier den ganzen Kram, hier die Stecker raus. Nicht, dass ich hier noch gegen irgendwelche stromführende Teile komme und mich hier brate. So, und jetzt gehen wir mal rüber. Die Teile hier, die habe ich ja einzeln gekauft und die werden wir jetzt löten, korrekt verdrahten, dann das ganze Modul flashen, weil es ist nämlich doof, wenn ihr das bekommt. Dann gehen wir am PC, flashen das Ganze und im nächsten Schritt bauen wir dann auch noch das Display ein. Jo, meine lieben Freunde. Also, lasst die Spiele beginnen. Wir bauen uns jetzt eine DTU für den Heumalz.
Und dann, wenn das erledigt ist, kommen wir wieder zurück und dann zeige ich euch nochmal den Boost-Konverter und wie man die Boost-Konverter einstellen kann. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Und ihr habt ja gesehen, das funktioniert einwandfrei mit dem Teil hier. Ne? Völlig lächerlich. Und dann zeige ich euch nochmal, wie man da ein bisschen einstellen kann und was für Auswirkungen das hat. Also, erstmal DTU bauen. Oh, hier sind ja die Sachen von AliExpress für unsere DTU, für den Heumalz. Um den Heumalz sozusagen smart zu machen. Der Heumalz hat ja eine so eine Art WLAN-Modul eingebaut und wir brauchen für die Kommunikation dieses Modul und für die Kommunikation zum Router dieses Modul und die müssen wir beide miteinander verbinden, da müssen wir sie noch flashen und und. Also das vergessen wir erstmal. Die haben wir hier nun für ein paar Euro bei AliExpress bestellt. Ich hoffe, das ist scharf. Ja, sollte scharf sein. Die haben wir nun beide bei AliExpress bestellt. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen Licht drauf kriegen. Ich versuche das so gut wie möglich zu dokumentieren. Also hier müssen wir eigentlich gar nichts machen. Hier ist ja schon die Steckerleiste drauf auf diesem WLAN-Modul. Und dieses Wi-Fi-Modul hier, da müssen wir, zwei Steckerleisten einlöten. Diese beiden und diese, die hier beiliegen bei dem Set, die brauchen wir nicht. Die können wir in die Ecke packen. Die können wir im Grunde genommen wegschmeißen. So, und wie müssen wir das Ganze verbinden? Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Genau. Die müssen wir hier auflöten. Einmal so. Und einmal so. Können natürlich auch von der anderen Seite löten, aber ich würde es so vorschlagen. So, und damit wir sie verlöten können, lege ich sie jetzt einfach hier auf die Unterlage. Und dann sind die schon ziemlich parallel ausgerichtet. Ich gehe mal mit euch ein bisschen weiter hier rein. So. Jetzt stehen die Steckerleisten, steht das Modul auf diesen Steckerleisten. Ja, und dann beraten wir das nur noch zusammen. Wartet mal, lass mal gucken. Ja, nee, das war richtig. Und wir löten jetzt erstmal ein Pin an. Dazu nehmen wir dann Lötkolben mit einer möglichst feinen Lötspitze. Hier, ich habe ja hier meinen 15 Euro Lötkolben. Schon seit Ewigkeiten im Einsatz und der funktioniert ganz gut. Dann nehmen wir uns hier ein bisschen Lötzinn und braten erstmal ein Bein hier fest. So, wartet mal. Genau. Ein bisschen weniger Hitze. So. Zum Fixieren sozusagen. So, erste Bein ist fest. Und dann gucken wir mal. Da machen wir bei der anderen Seite auch. Die ist ein bisschen krumm. So, jetzt ist sie gerade. Und dann versuchen wir das hier auch mal. Haben wir jetzt. Und schauen mal, ist die Steckerleiste gerade? Ups. Ist die Steckerleiste gerade? Ich glaube, ich bin ein bisschen dicht dran, wa? Und ihr seht, sie ist gerade. Sollte ich vielleicht mal hier so ein bisschen in die Mitte fokussieren? Jo. Also ihr seht, sie ist gerade. Und da haben wir sie jetzt sozusagen schon mit einem Pin hier festgeheftet, hier vorne und hier. Und wenn ihr gucken wollt, die Lötung sieht doch gut aus. Also, und so machen wir das jetzt mit allen Pins. Das sind 2, 4, 6, 8, also 16 Pins in Summe, 16 Lötpunkte. Und den gehen wir jetzt hier mal bei. Und werden jetzt hier die 16 Lötverbindungen. Hier herstellen. Ein nach dem anderen. Zack. Zack. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen dichter ran. So. Hier noch. Hier. Und den letzten hier. Zack.
Zack. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Ist auch gerade. Also hier ein bisschen Hitze raufgeben. Vielleicht wäre das mit meinem Lötkolben. Na, das kriegen wir auch so hin. Vorne ein bisschen sauber machen. Genau. Frisches Lot hier raufgeben. Und zack. Der zickt hier ein bisschen. Wartet mal. Das kriegen wir schon hin. So. Jetzt haben wir es. Okay, da war ein bisschen widerspenstig. Der nächste Pin. Der nächste. Müssen natürlich auch mal ein bisschen Hitze aufgeben. Auf Pin und Lötland. Zack. Spitze sauber machen. Und so arbeiten wir uns hier durch die 16 Pins. Zack. Drei Stück sind noch übrig. Zack. Und die letzten zwei. Aufpassen, nicht zu viel geben. Zack. Und den letzten. Zack. So, meine Lieben. Wir sind fertig mit der Löterei. Und so sieht das Ganze aus. Jetzt kommt die Verdrahtung dran. Jetzt müssen wir dieses Modul mit diesem Modul und den bestellten Kabeln verbinden. Dazu haben wir natürlich unsere von Ahoy, unsere Verdrahtungszeichnung sozusagen hier. Und das ist natürlich ganz simpel. Dann legen wir das genauso hin wie auf der Zeichnung. Und dann kann man im Grunde genommen nicht viel falsch machen. So. Gut, womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem schwarzen. Und dann nehmen wir uns auch einen schwarzen. Kann man hier so einzeln abziehen. Zack. So, schwarz ist dieser Pin hier unten. Warte. Genau. Dieser Pin hier unten und der wird verbunden mit G. Und das ist der zweite Pin hier. Die sind ordentlich robust hier, die Teile. So, zack. Dann haben wir das schon mal verbunden. So, Lötkolben können wir ausmachen, den brauchen wir nicht mehr. Jetzt nehmen wir Rot. Rot seht ihr hier vorne oder auch nicht. Ich mache mit euch dichter ran. So. Jetzt nehmen wir den Roten hier. Den stecken wir hier rauf. Zack. Und der kommt an D8. Nee, Quatsch. Der kommt an 3V3. Das ist der hier. Wie ihr seht, oder auch nicht. Da stecken wir dann Rot drauf. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie rum. Manchmal ein bisschen zickig, die Teile. So, das war jetzt Schwarz und Rot, haben wir jetzt installiert. Nun nehmen wir lass mal gucken. Gelb nicht. Können wir Orange zu sagen, ne? Nehmen wir den hier als Orange. Diesen rosafarben. Dann haben wir ja rosa.
ist ja eigentlich egal. Nehmen wir den Orangen hier. Das ist der hier vorne. Ups. Zack. Und der Orange, der hier rötlich ist, kommt an D8. D8 ist neben dem Roten. So. D8 ist neben dem Roten und da stecken wir es dann rauf. Zack. Dann haben wir das auch erledigt, der dritte. Daneben haben wir so eine Art Grauen. Grau haben wir hier auch. Grau haben wir hier auch. Wartet. Hier ist Grau. Passt das auch farblich. Grau daneben. Wie ihr hier seht. Grau ist, wäre dann den Orangen. Habe ich falsch gesteckt. Da kommt der Graue hin. Alles kein Problem. Kann man hier umstecken. Zack, so. Und hier kommt dann der Graue hin. So, lass mal gucken. Wie mache ich das so? So, das ist der Graue. Und der Graue geht zu D3. D3, das ist der... Moment. Das ist hier. Das ist der Pin hier. D3 steht ja auch drauf. D3. Zack. Gut, dann haben wir schon mal die ersten vier. Jetzt kommt der grüne. Gehe ich noch mit euch noch ein bisschen dichter ran, dass ihr es besser sehen könnt. Jetzt suchen wir uns hier einen grünen raus. Nehmen wir den grünen. Der grüne kommt jetzt wieder hier unten ran und zwar hier vorne. Das ist wirklich nur zusammenstecken, mehr ist es ja gar nicht. Zack, das ist der grüne. Und der Grüne kommt an D7. D7 ist hier vorne. D7. So. D7. Gut. Dann haben wir jetzt als nächstes den blauen. Dann nehmen wir uns jetzt mal einen blauen. Der blaue, das ist der hier vorne. Den stecken wir hier drauf, auf den Pin, hier in der Zeichnung, zack. Und der blaue muss an D5. D3, warte mal, hatten wir hier vorhin. D5 ist auf der Seite hier. D5. D6 ist frei. D5. Mal drehen. Wenn ihr es nicht raufgeschoben kriegt, dann dreht es um 90 Grad. Versucht das dann nochmal. Die sind manchmal, wenn sie neu sind, ein bisschen hartnäckig, aber das ist ja auch gut so. Ja, zack, ist er drauf. Dass sie auch fest sind, ne? So, dann haben wir den auch installiert. Dann haben wir noch zwei Pins frei. Und zwar, womit fangen wir an? Mit dem gelben. Nehmen wir uns den gelben. Und der gelbe kommt hier hinten hin. Hupsala, hier hinten hin. Meine Lieben. Ach, da hartnäckiger Scheiß. Riechen wieder um 90 Grad. Moment. So. Zack. Das ist der gelbe. Und der gelbe kommt an D4 auf die andere Seite. So. Halten wir wieder so hin, wie auf der Zeichnung hier. An D4. Das ist die Lücke hier zwischen dem grauen und dem schwarzen. So. Schieben wir den hier zwischen D4. Das OLED-Display, das verbauen wir später. So, dann versuche ich ihn hier mal so raufzudrücken. Zack, ein bisschen Druck geht das dann schon. So, dann haben wir nur noch einen einzigen übrig und das ist der braune, das ist der hier. Der braune, wie ihr seht, oder auch nicht, wie ihr seht, hier ist noch einer frei. Das ist der braune hier vorne. Stecken wir den braun auf.
zack. Und der braune kommt an D6, meine Lieben. D6, das ist die Lücke, die wir gelassen haben. Und da stecken wir den braun hin. So. Warte mal. Es ist ein bisschen hartnäckig hier, der ganze Kram. Zack, so. Sitzt drauf. So, und das ist die gesamte Verdrahtung. Jetzt ist das ganze Gerät einsatzbereit. Wir kontrollieren nochmal die Verdrahtung. Sicher, sicher. Ihr habt ja schon vorhin gesehen, ich habe da Fehler gemacht. Also, wir haben erstmal braun, das stimmt. Braun, upsala. Wir haben braun und braun geht an D6. Und dann gucken wir nochmal, steckt der braune an D6? Steckt an D6. Der gelbe geht auf D4. Das ist der hier. Der geht auf D4, das checken wir auch nochmal. Er steckt auf D4. Dann haben wir den blauen. Der blaue geht an D5. Er steckt auf D5. Das ist gut. Dann haben wir den grünen. Der grüne geht auf D7. Er steckt auf D7, der grüne. Dann haben wir hier den roten, den wir hier, wo ich hier ein oranges Kabel genommen habe, also den hier. Lass mal gucken, steckt der korrekt? Das ist der, ja genau, der geht an D8. Also der orange an D8 steckt auch auf D8. Dann haben wir den grauen, das ist ja der hier vorne. Den grauen, der geht an D3 und der graue steckt an D3. Dann haben wir noch den roten, also das Plus, das geht an die Stromversorgung, an 3V3, also 3,3 Volt. Ne? Das passt auch. Und diesen Kondensator, den ihr hier seht, den brauchen wir nicht. Und schwarz geht an Ground, also an G. Schwarz ist hier vorne, geht an Ground, an G. Ja, steckt auch hier drin. So, und das ist die ganze Kunst. Mir war's nicht. So, und jetzt gehen wir hoch an PC und nun werden wir das Modul flashen mit der Ahoy-Firmware. Weil noch ist es ein bisschen doof. Wir brauchen es nur anstecken. Ich habe mir das Modul bestellt mit dem normalen Micro-USB. Den gibt es natürlich auch mit USB-C. Aber ich habe ja jede Menge Kabel noch rumliegen für Micro-USB. Also nehme ich so ein Kabel für die Stromversorgung. So, und nun gehen wir damit an den PC, stecken das Micro-USB-Kabel ein, verbinden das mit dem COM-Port, also mit dem USB-Port des PCs und alles Weitere zeige ich euch dann. Bis gleich. Zack, haben wir jetzt zusammengelötet. So, jetzt gehen wir, also zusammengelötet und zusammengesteckt. Das ist ja alles so ein bisschen, das war ja das hier. Also das kann jeder, ne? Und diesen Kondensator hier, der ist einfach nur zur Spannungsstabilisierung da, braucht ihr nicht. Wenn ihr da nicht ein 18 Meter langes Kabel habt. Ne? Also die Spannungsstabilisierung, den Kondensator könnt ihr weglassen. Käse. Auch kein Mensch. Läuft absolut stabil, habe ich getestet. So, also das Zusammengesteckte haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir dann natürlich auf diesen Wemo, müssen wir natürlich die Intelligenz aufbringen. Das ist diese Ahoy-Firmware. Das funktioniert ganz, ganz einfach. Ihr braucht ein USB-Kabel. Und zwar nicht so eins, das ist ja wirklich nur eine Stromversorgung, sondern am besten eins von eurem Handy, was voll beschaltet ist. Also was, womit ihr auch Daten transportieren könnt. Womit ihr von eurem Handy, also womit ihr das Handy nicht nur aufladen könnt, sondern womit ihr dann auch Daten auf dem PC und wieder aufs Handy kopieren könnt. Das sieht man hier auch schon an der Leitung, wie dünn die ist. Da ist nur Plus und Minus. Sonst müsstet ihr hier noch eine 2-Datenleitung drin haben. Ihr braucht also ein vollständiges USB-Kabel. Und mit diesem vollständigen USB-Kabel gehen wir jetzt am PC und flashen die Firmware. Das geht ganz, ganz leicht. So, meine Lieben, den WMOS und das andere ESP-Modul, das andere Funkmodul, habe ich jetzt mit einem USB-Kabel an meinem PC angeschlossen. Ich kann es ja mal wieder abziehen. Blub. Und steck sie da an. Dann macht sie wieder dünn, dünn, dünn. Und das hier ist ein Windows 11-System. Und hier brauche ich weiter nichts machen. Hier stand eben gerade, installiere die entsprechenden Serialtreiber. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir in die Systemsteuerung rein können. Und dann müssten wir unter COM-Anschlüsse irgendwas finden. Ihr seht es schon, den USB-Serial CH340, der wird automatisch installiert, da braucht ihr euch nicht drum kümmern. Das wird unter Windows 10 nicht viel anders sein. Und wenn ich ihn jetzt wieder rausziehe, schaut selbst, dann
ist er weg. Stecke ich das Modul wieder rein, ist er wieder da. Wichtig bei dem Kabel, was ihr da angeschlossen habt, an die WMOS-Platine, es muss eine vollbelegte, ein vollbelegtes Kabel sein. Nimmt irgendein Handykabel, dass dann nicht nur an dem Kabel, nicht irgendein Kabel nehmen, nicht, dass da nur Plus und Minus belegt ist, denn damit kommt ihr nicht weiter. Ihr müsst auch die RX- und TX-Leitung haben, also ein vollbelegtes Kabel. Ne? Eben, wichtig, sonst können wir da nichts flashen. Das hat er schon mal erkannt, das ist schon mal gut. Hat auch die den COM-Port erkannt. Und nun können wir loslegen. Und das geht ganz einfach. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ich würde vorschlagen, macht das über die Webseite. Über die Ahoy-Webseite. Verlinke ich euch unter dem Video in der Videobeschreibung. Da steht auch, welche Komponenten ihr braucht. Ihr braucht jetzt nicht die Billigvariante und wie man das Display nachher anschließt. Das zeige ich euch übrigens auch noch. Und da gibt es verschiedene Varianten. Nehmt immer die billigste Variante, die ich genommen habe, unter 10 Euro. Und hier sind noch einige Links, die finde ich persönlich ein bisschen teuer. Den Kondensator, den braucht ihr gar nicht. Jumperkabel, die habe ich auch günstiger geschossen. Also meine Komponenten sind günstiger als das, was ihr hier seht. Das ist also dieser Bereich hier. So, und wenn ihr dann weiter... Dann steht hier... wartet. Für den Zusammenbau wird in der Regel kein Lötkolben benötigt. Ja, wir mussten ja noch die Pins da einlöten. Deswegen ist es auch ein bisschen billiger. Und hier steht jetzt Firmwareflashen. Ist die Hardware zusammengebaut, zusammengesteckt, kann über den Webinstaller die Firmware, das letzte Release, auf den ESP geladen werden. Hierzu die Ahoy Hardware per USB-Kabel an den PC stecken. Das haben wir gerade gemacht. Eventuell warten, bis die Treiber installiert sind. Ja, dauert manchmal ein paar Sekündchen. Anschließend auf den Connect-Button klicken. Das machen wir jetzt. So, und jetzt hat er schon den USB-Port erkannt. Den wählen wir aus und klicken auf Verbinden. Jetzt verbindet er sich. Und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Install die Ahoy DTU, diese Firmware. Weil dieses Modul, was wir jetzt gerade zusammengesteckt haben und von AliExpress bekommen haben, ist natürlich erstmal grundsätzlich doof. Das wird erst schlau über die entsprechende Firmware. Und die installieren wir jetzt. Also drücken wir auf Install. Und jetzt steht hier, do you want to erase the device before installing? Ahoy DTU, all data on the device will be lost. Das in übersetzt bedeutet das, möchtest du das Device löschen oder ja, möchtest du das Device löschen, bevor die Ahoy DTU Firmware installiert wird. Beim Löschen alle Daten werden, die jetzt auf dem Gerät sind, werden gelöscht. Können wir gerne machen, weil da sind keine Daten drauf. Also erase device. Und dann klicken wir auf Next. Do you want to install the Ahoy DTU Firmware? All data werden erased. Warte jetzt nochmal. Und dann sagst du install. So, das warten wir jetzt mal ab. Erasing. Jetzt löscht er die Firmware in dem WMOS. Es dauert ein Momentchen. Wir machen das alles live, damit ihr seht, wie es funktioniert. Und jetzt installiert er die Firmware. Also jetzt flasht er die Firmware in das Modul rein. Und mit dieser Firmware ist nachher unser Heulmalz, können wir auf unseren Heulmalz zugreifen. Wie das nachher letztendlich funktioniert, zeige ich euch noch. Das dauert eine Minute. So. Schaltet das nicht ab, lasst das so durchlaufen. Wrapping up. Und dann brauchen wir auch keinen PC mehr. Installation complete. Next. Installiert haben wir es. Und dann könnt ihr das schließen. Dann könnt ihr die Webseite schließen. Und dann seid ihr fertig. Und dann könnt ihr das Modul rausziehen. Das mache ich jetzt mal. Dumm, dumm, dumm. Und dann gehen wir mal runter. Lass mal überlegen. Ja, dann gehen wir mal runter und schließen den Heulmalz mal an eine Stromversorgung an, dass der funktioniert und arbeitet. Und wenn der funktioniert und arbeitet, dann hat er natürlich auch, dann spannt er natürlich auch so eine Art WLAN auf, aber das ist so ein Spezialformat, deswegen brauchen wir diese zwei WLAN-Module. Einmal die WMOS-Platine, die sich mit dem Heulmalz jetzt, und die WMOS-Platine mit der geflashten Firmware, die sich jetzt mit dem Heulmalz verbindet. Und dann müssen wir nur noch sagen, diese zweite kleine Platine, diese ESP, der da dran ist, dieses WLAN, Mini-WLAN-Modul, das verbindet sich mit unserem Router. Das heißt also, über den WMOS bauen wir eine Verbindung auf zum Heulmalz-Wechselrichter oder zum Tigrid-Inverter und mit dem kleinen Modul bauen wir eine Verbindung zu unserem Router auf und kriegen eine eigene IP-Adresse.
und können quasi aus dem Internet oder mit dem Webinterface durch diese Firmware jetzt, die hier drauf ist, ganz gemütlich auf den Holmer zugreifen, ohne dass, wenn ihr die Original-DTU kauft von Holmals, die über 200 Euro kostet, ohne dass da irgendeine Cloud in China gefüttert wird mit Daten. Das heißt also, diese Daten hier bleiben bei euch. Da geht nichts nach China. Das ist schon mal ein riesen Pluspunkt. Und eben, es kostet nichts. Ne? Ihr habt gesehen, wie einfach das ist. Gut, gehen wir mal runter und dann wollen wir mal die Holmals unter Dampf setzen und dann gucken wir uns mal an, wie die weitere Installation läuft. Bis gleich. Zack, Firmware geflasht. Nichts leichter als das, meine lieben Freunde. Ja, wie kommen wir jetzt auf die Oberfläche rauf? Also jetzt haben wir die Firmware geflasht, aber der ist ja natürlich auch noch ein bisschen dusselig. Also jetzt müssen wir den natürlich auch erstmal mit unserem Heimnetzwerk verheiraten und all so ein Hecko-Pack. Also er braucht verschiedene Informationen. Erstmal muss er wissen, so meine Lieben, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier mit der ganzen Kabellage. Erstmal müsst ihr hin, auf der Rückseite vom Wechselrichter ist hier oben so eine Art Barcode. In dem Barcode steht wie viele Stellen hat die? 2, 4, 6, 8, 10, eine zwölfstellige Nummer. Diese zwölfstellige Nummer, die müssen wir nachher hier in dieses Modul eintragen. Und wir müssen in dem Modul auch sagen, mit welchem Heimnetzwerk er sich verbinden soll. Diesen ganzen Krempel, den schauen wir uns jetzt mal an. So, ihr Lieben, nun habe ich das Modul einfach mal im Flur oder irgendwo hier in die Bude gehängt an einen USB-Netzteil, an so ein ganz billiges USB-Schnodder-Netzteil. Das Teil braucht ja auch nicht viel Strom. So, und nun wollen wir mal versuchen, das Ganze mit dem Heumals zu verbinden und den Heumals einzubinden und das ganze System hier ins Netz zu bringen. Also, dieses Modul spannt erstmal ein eigenes WLAN auf und wir müssen jetzt als allererstes, müssen wir uns mit diesem WLAN verbinden. Jetzt bin ich ja noch verbunden hier mit meinem Router und wir wollen das ganze System natürlich mit unserem Router verbinden. Und ihr seht hier schon Ahoi DTU. Also, er hat ein eigenes WLAN aufgespannt und damit verbinden wir uns und sagen Verbindern. Und nun fragt er nach einem Passwort und das Passwort nennt sich ESP-8266. Ich zeige euch das. Seht ihr hier. Klicken auf Weiter. Möchten Sie bla bla? Ja, meinetwegen. So, jetzt verbindet er sich mit dem Modul, was irgendwo im Flur rumbaumelt. Und ist verbunden. Denke ich mal. Lass mal schauen. Kein Internet. Ja, logisch, klar. Ist ja auch kein Internet-Router. Aber wie gesagt, wir sind jetzt mit dem Teil verbunden und können uns jetzt wieder trennen mit dem WLAN Ahoi DTU, also mit der Box, die hier 5 Meter entfernt steht, die wir gerade zusammengesteckt und geflasht haben. So, als nächstes müssen wir natürlich in die Verwaltungsoberfläche gehen. Und das geht ganz einfach. Wir starten unseren Browser und geben als IP-Adresse die 192 ein. 168.4.1. Zack. Und ihr seht, wir sind schon auf der Uptime 27 Minuten. Vor 27 Minuten habe ich sie in die Steckdose gesteckt. Wir sind jetzt auf dem Gerät sozusagen aufgeschaltet. Jetzt wollen wir, dass die Ahoi DTU natürlich mit unserem eigenen WLAN koppeln, also mit unserem Router. Dazu gehen wir in Settings, gehen unter Settings auf WLAN, klicken an Scan und er wird nach allen möglichen Netzwerken gescannt, auch mein TEF23. Genau, hat er jetzt gescannt und jetzt suche ich hier mein TEF23 aus. Mein Repeater hat auch erkannt. Also TEF23. So, und dann müssen wir das Passwort noch eingeben. Das mache ich mal. Und nachdem wir das jetzt hier eingetragen haben, also unser Router mit unserem WLAN-Passwort, klicken wir auf Save.
Und hier steht nochmal Reboot Device after successful save. Zack. Rebooting. Also jetzt versucht die Ahoy DTU, sich mit dem Router zu verbinden. Nun kann man natürlich in den Router reingehen und sich die ermittelte IP-Adresse, die er hat, anzeigen lassen. Das mache ich mal. Danach geht ihr in eure Fritzbox. Also verbindet euch natürlich erstmal, das müsste aber eigentlich automatisch passieren. Nachdem ihr auf Save gedrückt habt, fliegt ihr aus dem Ahoy DTU, aus dem WLAN raus. Die DTU baut dann eine WLAN-Verbindung zu eurem Router auf, zusätzlich noch. Und natürlich ist sie besetzt ja zwei WLAN-Module. Einmal baut sie mit dem einen Modul eine WLAN-Verbindung zu eurem Router auf und mit dem anderen WLAN-Modul zu dem Hallmiles. Und dann findet ihr in eure Geräteliste unter WLAN-Geräte Ahoy DTU und die IP dazu. So, dazu gehe ich jetzt hier nochmal rein und sage, er soll immer die gleiche IP haben. Die 51 ist das in meinem Fall. Nicht, dass er mal eine andere IP zugewiesen bekommt. So, dieses Gerät ist momentan aktiv. Lass mal schauen. Freigaben. Nein. Genau. Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche Adresse zu weisen. Das heißt, sobald das Teil Strom bekommt, unsere DTU, bekommt es immer die IP-Adresse 51. Und das übernehme ich jetzt. Und dann wissen wir soweit Bescheid. Gut, unter der 51 kann ich die also aufrufen. 192, 168, 1 Punkt, das habe ich gesagt, 51. Ne? Und da sind wir. Über unser lokales Netzwerk, über den Router läuft das jetzt. So, und nun kann man hier natürlich verschiedene Sachen machen. Noch sind wir nicht mit dem Hallmiles verbunden. Das ändert sich aber auch gleich. Da hat man hier noch eine Live-Ansicht. Alle 15 Sekunden werden die Werte abgedatet. Können wir ja mal gucken, was da passiert. Da wird wahrscheinlich gar nichts passieren, weil noch haben wir keine Verbindung. Wir müssen da noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar den Wechselrichter hinzufügen. Ja, passiert nichts. Also unter Settings. Ihr müsst unter Settings auf Inverter klicken und dann ruft er alle 15 Sekunden, ruft er denn Daten vom Inverter ab. Ich stelle das mal auf 5 Sekunden und wir müssen noch einen Inverter hinzufügen unter Add Inverter. So, und dann seht ihr hier Enablen, Disablen, falls ihr mehrere hier einbaut. Unser Hallmiles HM300 wollen wir hinzufügen. Dazu müssen wir jetzt die 12-stellige Seriennummer, die auf der Rückseite des Gerätes steht, die müssen wir jetzt da eintippen. Da müsst ihr ein bisschen sorgfältig sein. Steht auf der Rückseite eures Hallmiles. Jupp. Und dann könnt ihr den ganzen Kind natürlich noch einen Namen geben. Ich nenne ihn natürlich auch so Hallmiles HM300. Ist eben vielleicht noch groß. 300. Und sag speichern. Jetzt haben wir noch eine Inputs. Achso, da kann man noch eingeben, was die maximale Modulpower ist. Die lasse ich jetzt auf 400, ist ja völlig egal. Power Level. Das heißt also quasi, wie stark er senden soll. Solltet ihr ihn ganz, ganz weit weg in der Ecke stehen haben, könnt ihr hier auch noch raufgehen mit der Sendeleistung. Aber muss ja nicht sein. Also machen wir erstmal minimale Sendeleistung. So, und dann klickt ihr auf Save. Und dann seht ihr schon, es ist enabled. Und wir möchten jetzt alle 5 Sekunden soll er die Daten abrufen. Man könnte auch alle 10 Sekunden sagen, wäre auch in Ordnung. Alle 10 Sekunden soll er die Daten abrufen. Und den Rest lassen wir erstmal so und sagen Save. So, jetzt rebootet er. Redirect in 20 Seconds. Da ist er doch. So, und nun können wir mal gucken, ob wir schon irgendwelche Live-Daten haben. Und ihr seht, wir haben schon Live-Daten. Und die müsst ihr ja jetzt alle 10 Sekunden aktualisieren. Channel 1, das ist unser Labornetz-Style.
und da müssen gleich irgendwelche Daten erscheinen. Hier seht ihr auch noch Active Power Control, 100%, 300 Watt kann er maximal. Aber er empfängt keine Daten. Da muss ich mal gucken, woran das liegen kann. Ich melde mich mal ganz kurz ab. Doch, er empfängt Daten. Es dauert ein Momentchen. Seht ihr hier. Das kommt auch ungefähr hin. Mein Tasmota-Netzteil sagt, er speist gerade 62 Watt ein. Also hier seht ihr, AC Power, er speist gerade mit 63 Watt ein und hat an diesem Tag 48 Wattstunden schon eingespeist und total 0,05 Kilowattstunden. Ne? Also AC Power, das Maximum war 61,3, die Frequenz, die Netzfrequenz zeigt er an, DC Power 63,9 Watt, die Effizienz zeigt er einem auch an, also mit 95,46% Effizienz speist er gerade ein über mein Labornetzteil. Dann zeigt er einem noch die Spannung an, 231 Volt, AC Current zeigt er noch an und und. Also er ist jetzt aktiv Power Control, er ist jetzt mit 100%, alles was er kriegt, nagelt er jetzt ins Netz rein. Nun kann man das natürlich auch anpassen, dass man sagt, pass mal auf, ich möchte nicht, dass du 300 Watt einspeist, sondern nur 150. Unter Live kann man das einstellen. Ihr seht es hier, 100% Power Control. So kann man den Hall Miles auch drosseln. Und zwar seht ihr jetzt einen Wert, den man hier eingeben kann. So, aktuell speist er hier ein. Ihr wisst es, oder ihr seht es, um die 60 Watt. Und wir drosseln ihn mal auf 40 Watt. 40 Watt. Nicht in Prozent, sondern in Watt. Und wenn er restarten soll, soll er das auch behalten. Ne? Apple. So, hat er bekommen. Ich mach's mal aus hier mit dem X. Ihr seht hier aktiv Power Control. 13,3%, 40 Watt. Tatsächlich, er regelt runter. Versucht runter zu regeln. 32 Watt zeigt auch mein Tasmota Netzsteckdose an. Okay. Und so kann man den Inverter dann auch noch einstellen. Dass man sagt, ich möchte eine Nachteinspeisung haben. Eine Nachteinspeisung von 200 Watt. Nicht in Prozent, in Watt. Soll er behalten. Überträgt man. So, hat er jetzt bekommen. Behält er auch und müsst ihr gleich wieder hochschalten. Er wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt müsste hier gleich 200 Watt stehen, aber da kommt er nicht hin, weil mein Labornetzteil die Power ja nicht eingestellt hat. Wie ihr seht. Und das Ganze kann man natürlich auch noch von außen steuern. Über MQTT. So. Ihr wisst ja, das dauert alles ein Momentchen. Jetzt wird er gleich wieder aufs Doppelte hochgehen, seine 60 Watt, den Dreh. Seine 64 Watt, seht ihr, Max Power. Schauen wir mal. Und dann werden wir gleich mal einen Reset durchführen, also Neustart, ob er das dann auch wirklich behält. Ja, seht ihr, 200 Watt, das sind 66,6% seiner Leistung. So, nun wird er gleich wieder hochschalten. Jetzt geht er wieder auf seine 60 Watt. Ja, wie gesagt, mein Labornetzteil kann nicht mehr. Würde mein Labornetzteil hier 400 Watt rausfeuern, dann würde er bei 200 Watt begrenzen. Gut, funktioniert soweit. Jetzt wird mich natürlich interessieren, diese Einstellung hier, diese Reduzierung, die kann man hier auch über meinen Boost-Converter einstellen. Aber ich will es euch nur zeigen, solltet ihr ihn direkt irgendwo anschließen, kann man ihn auch drosseln. So, wenn man es denn möchte. Wie war das hier mit System? War es nicht. Und das war es auch nicht. Settings. Und dann war hier unten, glaube ich, Neustart, ne? Ja, speichern wir einfach mal. Ist ja wurscht. Dann startet er ja neu.
So, wir sind wieder in dem Modul drin, gucken uns die Live-Daten an. Nach einem Neustart, wir wissen es, dauert es ein Momentchen, bis er sich die aktuellen Daten zieht aus dem Heumalz. Und die Begrenzung müsste dann auch funktionieren. Was hatten wir da eingestellt? 200 Watt, ne? Maximal. Also maximale Einspeiseleistung 200 Watt. So kann man ihn dann auch ein bisschen begrenzen, ne? Das heißt also, wenn man zum Beispiel einen Akku drin hat, würde er natürlich alles das rausfeuern, was er kann, also 300 Watt. Und das möchte man manchmal ja nicht bei einer konstanten Einspeisung, sondern man sagt, pass mal auf, hier mein Grundrauschen im Haus liegt bei 150 Watt. Und dann begrenzt man ihn auf 150 Watt und fertig. Und mehr zieht er sich dann nicht aus dem Akku, ne? Sonst wird er, wie gesagt, wenn er offen läuft, mit 100% Leistung arbeiten, also mit den 300 Watt. Das ist natürlich, seht ihr, 200 Watt. Und mehr als 200 Watt würde er nie einspeisen. Auch wenn er 300 Watt kann und einen entsprechenden Akku dranhängt, wo er die 300 Watt rausziehen kann. Hätten wir ihn jetzt auf 200 Watt begrenzt. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich nehme mal die Begrenzung wieder raus, oder soll ich sie drin lassen? Lass mal überlegen. Nee, ich nehme sie mal raus. Weil ich das anders regel. Das war unter Live. Ja, da muss ich mich jetzt mal dran gewöhnen. Das ist hier die neueste Firmware. Vom, weiß ich nicht wann. 300, ne? 300. Oder 100%, machen wir so. Kann man ja auch in Prozent. 100%, Keep Limit. Soll er übernehmen, auch bei einem Neustart. Airplay. Jetzt regelt er runter, seht ihr, auf 5,7 Watt. Aber jetzt haben wir es ja auf 100% gestellt. Jetzt müsste er gleich wieder seine 300 Watt haben. 300 Watt, seht ihr, 100%. Guti, also wir merken uns, das allererste ist, ihr müsst über, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe, ihr müsst direkt erstmal auf das Modul zugreifen, dann seid ihr ja auch schon. Dann geht ihr auf Network, dann sucht ihr euch per Scan euer Router aus, gebt hier unten euer Router-Passwort ein und klickt hier auf Save. So, wenn das dann erledigt ist, startet das System ja neu, dann sucht ihr euch in eurem Router die IP aus. In meinem Fall ist es ja die 192.168.1.51 und macht folgende Einstellung. Unter Inverter müsst ihr natürlich reingehen und den Inverter hinzufügen, unter Add Inverter. Und können wir ja nochmal machen. Da könnt ihr jetzt irgendwas eingeben, irgendeinen Wert. So ein gedachtes 400 Watt Modul. Völlig egal. Braucht man eigentlich nicht, ne? Dann kann man hier, wie gesagt, noch das Funkmodul einstellen. Wenn das Funkmodul ein bisschen schwach ist irgendwie, dass es zu weit weg ist, aus irgendwelchen Gründen kann man da noch mehr Power drauf geben. Würde ich gar nicht machen. Das lassen wir alles so. Aber wie gesagt, hier ist eben wichtig, ihr müsst hier die Serialnummer, die 12-stellige Serialnummer von eurem Heumalz eingeben und eben den Namen Heumalz HM300, HM600, HM800, HM1200, je nachdem, was für ein Modell das ist, klickt auf Save und dann ist die Sache erledigt. Und dann müsst ihr halt nur noch ein bisschen warten. Dann wird wieder, klickt ihr auf Save, dann wird gespeichert und wenn ihr dann einen Augenblick wartet, geht ihr in die Live-Ansicht und dann dauert es ein Momentchen und dann kommen die Daten. Lasst euch da nicht nervös machen. Gebt dem System nach einem Neustart eine Minute ungefähr. Aber ihr seht ja jetzt auch schon, wenn ich jetzt hier rausgehe und gehe wieder rein, gebe die IP ein, dass die Daten sofort da sind. Das ist wirklich nur nach dem Neustart der TTO. So, und das war's im Grunde genommen auch schon. Und die Leistungsbegrenzung, wie gesagt, stellt ihr hier oben ein. Da kommt mal drauf, dass man hier in diese Zeile reinklicken kann. Ich meine, macht eigentlich Sinn, ne? Zack, und dann stellt ihr hier eben ein 150, nicht Prozent, Watt, macht hier einen Haken rein, dass er beim Neustart das nicht vergisst, sonst würde er das vergessen. Sonst würde er, wenn ich jetzt auf Apply klicke, dann würde er diese 150 Watt nur so lange übernehmen, bis das Gerät ausgeschaltet wird oder sich ausschaltet. Und das macht natürlich keinen Sinn. Die 150 Watt will ich natürlich dauerhaft haben. Also klicke ich auf Apply und dann bleiben die 150 Watt dauerhaft. Ich mache es einfach nochmal. Ihr seht, wurde übernommen. Und dann werden hier gleich 150 Watt, 50% angezeigt. Und dann würde er nicht mehr als, seht ihr, aktiv Power Control
Noch nicht da, kommt gleich. Ein Alarm haben wir hier. Was für ein Alarm denn? Achso, Inverterstart. Okay, alles klar. Kann man hier auch auf die Temperatur klicken? Nee. Kann man hier raufklicken? Ach, da kriegt man auch die Seriennummer, Firmware-Version, Hardware-Version, Bootloader-Version, Grid-Profil, schau. Alter! Okay. Hinterfragen wir erstmal nicht. So, und jetzt haben wir ihn auf 50% gedrosselt, 150 Watt. Aber wie gesagt, ich habe an meinem Labornetzteil nicht mehr als 60 eingestellt. Würde ich da jetzt volle Pulle dran drehen, als Beispiel jetzt, ich mach's mal, ich gebe mal voll Feuer am Leck. Jetzt habe ich die Ampere so geschraubt und ihr werdet gleich sehen, da wird über 100 Watt gehen, was die Einspeiseleistung angeht. Ja, 138 Watt. Mir packt mein Labornetzteil nicht. So, und jetzt sage ich hier, also liegt knapp unter 150. Jetzt kann ich das natürlich auch verändern und sagen, ich möchte, dass du nicht mehr als 100 Watt einspeist. Hier den Haken rein. Apple wurde wieder übertragen. Wunderbar. Und jetzt warten wir mal ein Momentchen. Dann schaltet er hier gleich um auf 100 Watt. Das wären dann 33,3%, ne? Bei 300, das ist deswegen ja auch HM 300, mehr als 300 kann er nicht. Und dann wird er gleich reduzieren und runtergehen auf 100 Watt. Falls ihr zum Beispiel bei euch zu Hause euer Grundrauschen im Haus die ganze Nacht so um die 100 Watt rumdümpelt, kompensiert ihr das damit. Mit der Einstellung. Bringt ja nichts, 300 Watt einzuspeisen, 100 Watt von euch zu deckeln und 200 Watt ins Netz reinzuspeisen. Was ein Irrsinn. So, jetzt seht ihr, 100 Watt, Active Power Control, 33,3% und ihr seht auch jetzt, wie die Einspeiseleistung runtergeht, auf 102,5. Wie genau hält er das? Lass mal gucken. Er liegt ein bisschen drüber. 2,5 Watt drüber. Okay. Das nehme ich ihm nicht übel. Das ist auch egal. Ne? Aber ihr seht, das funktioniert. Ne? Und so kann ich dann wieder sagen, pass mal auf. Gib mir wieder nicht, oder gib mir nicht mehr als 200 Watt. Bitte übertragen. Dauert wieder einen Moment. Jetzt stellt er gleich auf 200 Watt hoch und dann springt er auf wieder 140 Watt, weil mein Netzteil nicht mehr kann. Und Channel 1 ist quasi mein Netzteil, was ihr hier seht. Das ballert hier mit 30,6 Volt rein und 3,52 Ampere. Kommt das hin? Nee, das ist ja der gedrosselte Wert. Moment, es verändert sich gleich. Genau, das ist nämlich auch mein Netzteil, schafft nicht mehr als 30 Volt. Und 5 Ampere. Und ihr seht, hat knapp 30 Volt in dem blauen, im Channel 1. Das ist mein Netzteil. Also, das ist eigentlich ein Solarmodul, aber eben, wie gesagt, mein Netzteil simuliert jetzt das Solarmodul. Beziehungsweise der Akku, der da dran hängen würde, würde das dann simulieren. Na, 30 Volt, 5 Ampere, das ist dann nachher 151 Watt. Und von diesen 151,1 Watt DC Power landen letztendlich als AC Power 144,3 im Netz. Was für eine Effizienz ist das? Das können wir uns ausrechnen. Mit welcher Effizienz arbeitet das System? 144,3 durch 150,4. Da liegen wir bei einer Effizienz von 96%. Also mit 96% Effizienz arbeitet der Heumalz. Das ist schon cool. 96%, das ist echt heftig. Jetzt müssen wir mal gucken, was er bei 300, ob er bei 300 Watt auch noch diese hohe Effizienz hat, ne? Und welche Effizienz hat er, wenn ich jetzt auf 50 Watt gehe? 50 Watt. Ich mach's mal testweise. Sowas finde ich immer recht spannend. So, da warten wir jetzt mal ab.
Und dann sage ich euch gleich die Effizienz. Also eben waren wir bei 0, ja, fast Punktlandung, 0,96%, also 0,95,9. Also 96%, das behalten wir mal im Auge. Und wir warten mal jetzt, dass er runterregelt auf die 50 Watt, wo er dann liegt. Wie gesagt, Channel 1 ist mein Labornetzteil, das wird jetzt gleich gedrosselt, die Leistung. Also er nimmt keine 151 Watt mehr. Genau, jetzt nur noch 50 Watt, also arbeitet jetzt nur noch mit 16,6% seiner Leistung und das wird sich gleich auf mein Labornetzteil niederschlagen. Tut's auch schon. Da liegen wir jetzt bei 52 Watt und 54,5, ne? Was für eine Effizienz ist das? Etwas schlechter. Da liegen wir jetzt bei 95,4% Effizienz. Das heißt also, vorher lagen wir besser. Also mit so geringen Strömen kommt er wohl nicht ganz so gut klar. Naja, ey, das ist ein 0,5%, ne? Das ist völlig lächerlich. Ach, da steht ja auch die Effizienz. 95,4. Hätten wir gar nicht ausrechnen brauchen. Er zeigt ja sogar die Effizienz an. Ja klar, weil er die auch aus den Werten berechnet, ne? War ich denn richtig, 95,4? Ja. Ja, da habe ich zumindest keinen Fehler gemacht, ne? So, jetzt gehe ich aber wieder zurück hier auf. Stell das jetzt auf 200 Watt. 200 Watt. Warte mal. 160 Watt nehme ich. Weil mein Grundrauschen hier in der Hütte beträgt nämlich 160 Watt. So. Das kann ich aber auch noch einstellen hier an meinem Boost-Converter. Wobei ich das besser finde, das im Heumalz einzustellen. Also will ich den Boost-Converter ein bisschen stärker einstellen. Auf 300 Watt. Als Beispiel jetzt. Oder das, was geht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das, was möglich ist. Also, ne? Bis 300 Watt zumindest. Und werde ihn aber drosseln über den Heumalz. Dass er gar nicht so viel anfordert. So, wir haben das ja jetzt gesagt auf 160. Dauert einen Moment. Liegen wir denn da jetzt gleich wieder? Wahrscheinlich wieder bei 96%, ne? So. Warten wir noch mal einen Blick ab. 95,52 ist ein bisschen besser geworden, die Effizienz. Ja, aber es ändert sich nicht. Also zwischen 95 und 96% liegt die Effizienz. Das ist schon brutal, ne? So, das wollte ich euch jetzt hier mal zeigen. Funktioniert alles, alles schicki. Und so kann man den Heumalz quasi auch über die DU komplett auf Fern konfigurieren, ne? Über diese Geschichte hier. Zum Beispiel. Ja, mit Passwort, Username, bla bla. Und dann kann man dann über MQTT den Heumalz fernsteuern. Gut, das geht auch. So, und dann kommt dort natürlich noch die Display-Konfiguration. Sobald mein OLED-Display hier ist, ich warte da händeringend drauf, werden wir das Ganze wieder verdrahten, werden das Display auch noch anschließen und dann sind wir fertig mit unserer Data-Transfer-Unit, ne, für Minigeld, ne? So, meine Lieben, haut rein, das war's von dieser Seite aus. So, jetzt haben wir alles. Das Teil verbindet sich jetzt, weil er jetzt die Seriennummer weiß, mit dem Heumalz. Parallel dazu baut er eine Verbindung in unser Netzwerk auf. Wir kommen also quasi über die IP-Adresse, die unsere Fritzbox oder was für eine Route ihr auch haben solltet, da steht dann Heumalz steht da, glaube ich, habt ihr die IP-Adresse, auf die, wo ihr dann drauf zugreifen könnt. Ihr habt schon gesehen, mit dem Display zeigt er einem die IP-Adresse auch an. Und konntet sozusagen das gesamte Gerät dann durchkonfigurieren. Das haben wir auch im Groben gemacht. So, und jetzt kommt natürlich noch der letzte Schritt. Jetzt wollen wir natürlich, nachdem wir es durchkonfiguriert haben, also nachdem der Heumalz jetzt im Netzwerk drin ist, nachdem wir ihn auch drosseln können, was die Leistung angeht, was wir aber auch mit diesem Modul machen könnten, jetzt wollen wir ihn natürlich noch das Display spendieren. Das konnte ich euch leider nicht zeigen in diesen Videos, weil das Display habe ich relativ spät zugeschickt gekriegt. Es hat ein bisschen gedauert aus Chinanetien. Das war doch eine Weile unterwegs. Und dafür war es günstig mit 4 Euro, mit Versand.
Und dann bauen wir jetzt noch das Display ein. Das Display ist im Grunde genommen das gleiche Spiel mit dieser Zeichnung. So, das ist jetzt das, was ihr kennt, was wir eben gerade gemacht haben. Und nun kommt natürlich noch das Display dazu. Das hat vier Leitungen. Einmal eine Ground, also Minus, dann eine rote Leitung, das ist Plus, VCC. Dann haben wir noch eine SDL, oder wie heißt das? Eine SCL-Leitung und eine SDA-Leitung. Das sind die Datenleitungen. So, und die werden dann auch mit dem WMOS verbunden. Ich habe Plus und Minus, habe ich mir jetzt geholt, hier von dem normalen WLAN-Modul. Habe ich ihn einfach angelötet. Und die Datenleitung habe ich einfach verbunden mit den freien Pins D1 und D2. So, das zeige ich euch jetzt mal, wie das geht, inklusive Stiftleiste einlöten, auch Pillepalle. Aber achtet drauf, wenn ihr das alles eingelötet und verdrahtet habt, dann wird das Display nicht funktionieren. Also, wenn ihr da Strom drauf gebt, auf das System, ihr macht das hier, Powerbank rein. Genau, jetzt startet er natürlich. Einmal durch, weil er kennt das Display jetzt. Aber es wird bei euch, nachdem ihr es zusammengesteckt habt, wird es dunkel bleiben, sobald ihr da Strom drauf gebt. Warum bleibt es dunkel? Weil dieser WMOS hier drin das Display noch nicht kennt. Das müsst ihr im WMOS spezifizieren. So, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie man das Display verdrahtet. Oh, das Display ist da. Es hat ein wenig gedauert. So, und da bauen wir jetzt noch ein Display ein. Das ist optional, das müsst ihr nicht unbedingt hier in die DTU, aber wir werden es einbauen. Das Ganze ist ein bisschen hübscher dann. Dazu werden wir jetzt erstmal die Stiftleiste einlöten. Natürlich so, von der Rückseite her. Werden wir hier auf der Rückseite einsetzen, dass die Pins zur Rückseite vom Display sind. Und das ist einfach nur 3,3 Volt plus. Dann haben wir Ground und dann haben wir noch zwei Datenleitungen. Und dann nehmen wir mal unser Bildchen hier, was wir hier sehen. Upsala. Was wir hier sehen, und dann seht ihr schon, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier vorne ist Plus. Müssen wir irgendwo am Plus ranlöten. Würde ich auch hier ranlöten direkt. Dann haben wir Masse. Werde ich auch hier ranlöten an diesem Pin. Könnte ich auch hier an den WMOS ranlöten. Und da haben wir noch unsere beiden Datenleitungen, die werden nur gesteckt. Also wir müssen jetzt hier ein bisschen rumlöten. Und zwar erstmal diese vier Pins hier anlöten. So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und den ersten, der nicht so gut geworden ist, den machen wir nochmal. Zack, fertig. So, jetzt haben wir die Pins hier angelötet, wie ihr seht. Und können sie jetzt verbinden. Hier ist ja unser DTU und wir sagten Plus Minus. Das ist hier der rote und der schwarze. Da werden wir hier unten einfach die Pins anlöten. Direkt. Man könnte natürlich auch mit dem Y-Kabel arbeiten, aber das ist für mich der einfachste Weg. So, schnappe ich mir hier mal einen kleinen Schraubstock. Und ihr seht hier schon, Plus und Minus sind diese beiden Leitungen hier. Jetzt gehe ich mal ein bisschen raus. Genau, hier seht ihr das. Schwarz und Rot. Das sind die hier. Seht ihr? Schwarz und Rot. So. Also nehmen wir uns auch unsere Tüte mit schwarzen und roten, damit wir da nicht durcheinander kommen. Lass mal gucken, wo haben wir hier schwarz-rot? Hier haben wir schon mal einen roten. Und dann nehmen wir uns noch einen schwarzen. Zack. So. Und hier werden wir dann die eine Seite abschneiden, wie ihr seht, oder auch nicht. So, zack. Schon sehr weggeflogen. Ab in die Tonne. Und beim Schwarzen machen wir es genauso, ohne dass er wegfliegt.
Zack. So. Dann isolieren wir die hier ab. Hier auch nicht ganz so viel abisolieren. So. Und dann verzinnen wir die mal vor. Und die löten wir jetzt direkt nachher an die WLAN-Platine. Und da greifen wir uns unser 3,3 Volt ab, die WLAN-Platine ja bekommt vom WMOS. So, verzinnen wir erstmal. Einmal. Da verzinnen wir noch den roten. Zack. So, dann nehmen wir uns wieder unsere Platine und dann hier an Rot, hier unten an dem Pin. Seht ihr gar nicht richtig, ne? Rot an Rot und Schwarz an Schwarz. Also, Stromversorgung kommt ja von dem Burschen hier, geht hier rüber, damit die WLAN-Platine hier, die sich mit unserem Router verbindet, auch Strom hat. Und da greifen wir uns jetzt einfach den Strom ab. So, löten wir erstmal den Schwarz an. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie wir den nachher in das Gehäuse einbauen. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das ist egal, okay. So, jetzt muss ich mal gucken, wie machen wir es am besten. Am besten so von der Platine weg, ne? Denn hier außen, hier. Versuchen wir das mal. Gut, das klappt hier. Also richtig schön verzinnt ist das nicht. Ich verzinne das nochmal nach. So, gut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen dichter ran, damit ihr auch seht, was ich hier mache. Ihr könnt das natürlich auch anders lösen, ne? Aber so löse ich das. So. Moment, ich muss hier mal ein bisschen mehr Zinn geben, ja. So. Soll ja auch alles anständig werden. Das ist gut. Der sitzt. Also Masse haben wir schon mal. Und nun werden wir hier vorne das Ganze auch nochmal mit Plus machen. Und ein bisschen vorsichtig sein hier. So. Zack. Und dann machen wir das hier auch nochmal mit Plus. Wir Plus hier auch noch anlöten. Sitzt. Jo. Wunderbar. Habt ihr gesehen, ne? Also, da haben wir uns hier schon mal Plus gegriffen. Wie ihr seht, und Minus. So, jetzt heißt es nur noch zusammenstecken. Und zwar wie folgt. Ihr seht hier, auf der Platine, dazu gehe ich mit euch mal ein bisschen dichter ran und versuche noch ein bisschen mehr Licht hier rauf zu kriegen. So, und ihr seht hier auf der Platine Ground und VCC. Ground ist der schwarze und der kommt dann an Ground, also an den ersten Pin. Zack. Und VCC, upsala. Ja, genau. Und VCC ist der zweite, also daneben, also schwarz und rot, die wir hier unten ja abgegriffen haben. So, jetzt kommen die beiden Datenleitungen. Dazu müssen wir jetzt auf die Zeichnung gucken. Und zwar die beiden Datenleitungen sind hier spezifiziert mit blau und lila. Da nehmen wir jetzt einfach irgendwas. Jetzt mal gucken. Ja, lila haben wir sogar. Wunderbar. Haben wir auch blau? Ja, haben wir auch. Blau und lila. Dann machen wir das genauso, dann passt das auch. Von der Optik her, ne? Hier haben wir blau und lila. So, der blaue ist der SCL,
dann seht ihr hier, der SCL, der geht an D1 vom WMOS. SCL. So, lass mal gucken. SCL, genau. Stecken wir hier den blauen rauf auf SCL. Und da sagten wir, der geht an D1 vom WMOS. So, wo ist D1 beim WMOS? Lass mal gucken. Hier auf dieser Seite. D1 hier vorne. Ist der dritte. D1. So. Zack. Und der lila farbene, der geht an SDA. Stecke ich den hier auf SDA. Zack. Und führe den genauso wie den blauen, weil der nämlich direkt daneben kommt. Und der geht nämlich hier an D2. Das ist der hier noch in der Mitte frei ist, wie ihr seht. Das ist der 1, 2, 3, der vierte Pin. Kommt hier in die Mitte. Neben dem blauen. Zack. Und dann sind wir fertig. Zack, zurück. Also wir drahten einfach. Ne? So, jetzt, nachdem wir es verdrahtet haben, müsste es normalerweise, denkt man ja, angehen. Nee, geht nicht an, weil der WMOS da drin, muss man sagen, in der Firmware, da muss man sagen, was für ein Display habe ich und wo ist das Display angeschlossen, an welche Pins, ne, an welche Datenpins. Die kann man nämlich ummappen. Das ist nämlich auch möglich. Da müsst ihr drei Einstellungen vornehmen. Und dann könnt ihr noch die Luminanz einstellen, das ist die Helligkeitseinstellung, die geht von 1 bis 99, erkläre ich euch gleich. Also das schauen wir uns jetzt auch nochmal an, wie das Ganze funktioniert. Sobald ihr das Display aktiviert habt in eurer Hauptplatine, in eurem WMOS, startet das dann auch, geht das sofort an und zeigt euch alle Daten an, die ihr braucht. Die ausliest aus dem Holmholz. Ne? So, das gucken wir uns auch nochmal an. So, meine Lieben, es ist Strom auf dem Modul über meine Powerbank, aber das LCD-Display lebt noch nicht. Das müssen wir ihm jetzt erstmal sagen, dass es lebt. Und zwar gehen wir jetzt auf unsere WMO rauf über unsere IP. Die kennen wir ja, 192.168.1.51. Und dann zeige ich euch, was ihr da einstellen müsst. Und zwar geht ihr auf Settings. Dann geht ihr unten auf Display-Konfiguration. Dann wählt ihr euch hier das Display aus. Und zwar ist es das SH1106 1,3 Zoll. Das ist dieses Display, was wir hier gerade verdrahtet haben. Das wählt ihr bitte aus. Dann könnt ihr noch eine Rotation einstellen. 0 Grad, 180 Grad, also sozusagen verdreht anzeigen lassen. Wir lassen es erstmal auf 0. Dann haben wir den Pixel-Shift. Pixel-Shift bedeutet, wenn das nachher läuft, das kann ich euch gleich zeigen, dann wandeln hier die Pixel so ein bisschen nach rechts und nach links, dass sich das nicht einbrennt. Das ist ja ein OLED-Display. Und dann habt ihr noch Luminanzeinstellungen, die könnt ihr dann von zwischen 1 und 100 setzen. Das bedeutet geringen Kontrast oder geringe Helligkeit und 100 volle Pulle-Helligkeit. Ich kann ja mal auf 100 stellen, dann seht ihr das gleich. Dann ist das volle Pulle am Leuchten. Ne? Und dann müsst ihr jetzt noch die beiden Pins, die wir hier verdrahtet haben, einstellen. Die stellt ihr bitte wie folgt ein. Unter Clock sucht ihr euch bitte D1 aus, GPIO5 SCL und Data wählt ihr bitte D2 aus, GPIO4 SDA. So, und wenn wir jetzt gleich auf Speichern klicken, dann wird das Display gleich anspringen. So, wir klicken jetzt auf Speichern. Das dauert jetzt ein Momentchen und ihr seht, es läuft. So, dann startet er jetzt hier hoch und ihr seht offline, das dauert jetzt ein Momentchen, weil er muss sich natürlich jetzt erstmal mit dem Holmholz verbinden. Er sagt noch offline, jetzt zeigt er sogar die IP an, ganz praktisch. Dann werdet ihr auch immer nochmal an die IP erinnert, dann braucht ihr euch nicht das aus dem Internet raussuchen, falls ihr die vergessen haben solltet. Offline und er wird gleich online gehen. Weil der Holmholz läuft nämlich gerade mit um den Dreh 60 Watt an meinem Labornetzteil. Das dauert einen Moment. Und dann wird er hier gleich ein paar Daten anzeigen. Seht selbst. Und jetzt gehe ich hier mal auf Live-Daten. Und ihr seht, es werden gerade 52,8 Watt eingespeist.
Das zeigt er auch an. 53 Watt, er rundet hier ein bisschen. Dann seht ihr hier, 21 Wattstunden sind heute eingespeist worden. Yield Day ist das. Und unten sind die gesamten Kilowattstunden. 0,21 Kilowattstunden habe ich mit dem Heulwald schon eingespeist. Dadurch, dass das ganze Kilowattstunden sind, zeigt er einem hier eine Null ein. Sobald die erste Kilowattstunde erreicht ist, springt er hier oben auf 1. Was zeigt er hier sonst noch an? Hier ist die Empfangsqualität von dem WMOS, das ist der hier unten, zum Heulmalz. Hier die große Platine, wo der Stromanschluss dran ist, das ist ja der WMOS. Der ist mit dem Heulmalz verbunden und das ist hier die ESP, der ist mit meinem Router verbunden. Das zeigt dann auch das Display an, die Signalqualität. Und zwar seht ihr hier, da ist die Signalqualität zum Heulmalz hier auf dieser Seite. Auf der anderen Seite seht ihr die Signalqualität mit einem WLAN-Logo zu dem Router, der unten 2 Etagen tiefer steht. Oben seht ihr noch das Datum, also heute ist Samstag, der 3. Februar, 18.54 Uhr, 53 Watt werden gerade eingespeist. Heute wurden eingespeist in Summe 22 Wattstunden, klar, das habe ich jetzt nur zum Testen laufen. Und unten seht ihr insgesamt Kilowattstunden, die er schon eingespeist hat. So und so läuft das denn hier immer. Und wenn wir jetzt ganz genau gucken, sehen wir irgendwann diesen Pixel-Shift. Den seht ihr hier schon. Ich halte mal ganz ruhig. Den seht ihr hier, wie dies Display, habt ihr gesehen, immer um einen Pixel wandert. Es wandert immer hin und her. Das ist dieser Pixel-Shift, damit sich die Pixel da nicht einbrennen. Na? Und Klassenziel erreicht, funktioniert das Ganze. Und das war es im Grunde genommen schon von der Konfiguration. Also verdrahten, so wie wir es hier gerade gemacht haben. Und Einstellung durchführen über die Settings. Ich gehe da nochmal hin. Display-Konfiguration. Sucht euch aus den SH1106. Wählt die Luminanz, ich stelle sie mal wieder auf 60 runter, dass die ganze hell leuchtet. Und dann wählt ihr bitte unter Clock, das was ihr hier seht, D1 aus und unter Data D2. Da haben wir es ja auch angedockt und klickt auf Speichern. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, jetzt wird das Display auch ein bisschen dunkler. Er startet neu. Und es ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. Das könnt ihr hier im Video gar nicht richtig sehen. Und nun baut er natürlich wieder eine Verbindung zum Heulmalz auf und tauscht dann die Daten aus, überträgt die Daten in den WMOS und letztendlich auch zeigt er das im Display an. Dauert immer ein paar Sekündchen. Weil die gesamte Kommunikation muss jetzt neu aufgebaut werden. Seht ihr? Und schon hat er wieder alle Daten, die euch angezeigt werden. Das ist eigentlich alles. Cooles System. So, nun ist natürlich die Frage, wie verbauen wir das Ganze? Dazu habe ich mir hier so eine kleine Dose organisiert. Also ich schmeiße solche Sachen nie weg. Und das ist ganz gut, dass ich sie nicht wegschmeiße. Das kennt ihr sicherlich von meiner Inselsolaranlage. Da habe ich auch mein WLAN-Modul drin. Und da baue ich diesen ganzen Schnodder hier ein. Und zwar wollte ich das Display nach Möglichkeit, ich will das mal versuchen zu simulieren, das will ich denn hier vorne mit einbauen. Sozusagen so. Und man kann es immer noch lesen, ne? Das ist okay. Also so will ich das hier irgendwie einbauen. Ich könnte natürlich als hier auch noch ein Fenster hier was rausschneiden und das da reinsetzen, aber ich mache es einfach so. Das ist auch okay. Hier kann ich dann ja noch die Display-Schutzfolie abziehen hier. Hier ist noch eine Display-Schutzfolie drauf. So, ihr seht es jetzt hier. Und zack, so stelle ich mir das vor. Und den ganzen Rest der Elektronik packe ich auch in die Dose rein. Bohr hier in das eine Stromzuführung. Wo hier noch ein Loch irgendwo rein, wo ich denn, kann ich das ja mal zeigen, wo ich die Platine irgendwie so hier befestige. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube eher so. So hier befestige.
dass ich hier mit dem Stecker reinkomme. Für die Stromversorgung, dann hau ich hier die Platine hier irgendwie rein. Und eben das Display noch zusätzlich. Ja, so. Muss ich mal gucken. So ähnlich hatte ich mir das gedacht. So, lass mal gucken hier. Der blockiert hier gerade. Kriege ich das dann auch alles zu? Ich tue einfach mal so, als ob das jetzt alles eingebaut ist. Ja, kriege ich dann auch noch alles zu. So, und so sitzt das nachher hier alles drin. Das mache ich natürlich hübsch, ne? Und fertig bin ich denn damit. Wie gesagt, ein Loch einbohren für die Stromversorgung, für das USB-Kabel. Und dann habe ich hier in dieser kleinen Box sozusagen dieses System drin. Jo. Klack. Und wenn ich daran will, kann ich sie ja jederzeit aufmachen und dran rumbasteln. Peace, meine lieben Freunde, zurück auf die Couch. Ja, meine Lieben, könnt ihr noch. Also jetzt haben wir den Zustand, es funktioniert. Sollte der Heumanns laufen, könnt ihr jetzt mit dem Teil gucken, ist er offline oder ist er online? Und wenn er online ist, zeigt er alle Daten an, die da so rumflitzen. Also was er da gerade produziert hat, wie die Signalverbindung ist zum Heumanns, wie die Signalverbindung ist zu eurem Router und also insgesamt die Kilowattstunden, die er schon eingespeist hat. Die er produziert hat. Für uns ist es ja, sind es die Kilowattstunden, die er ins Haus eingespeist hat. Das ist ja für uns das Interessante. Und ihr könnt auch parallel jederzeit mit dem Handy oder mit dem Laptop über die IP-Adresse auf den Heumanns, auf die Web-Oberfläche zugreifen, um dann nochmal in die Details einzusteigen oder eben noch spezielle Konfigurationsgeschichten zu fahren. Also wirklich brutal viel, was man damit alles machen kann. Also das ist also da, the sky is the limit. Also da kann man die unmöglichsten und verrücktesten Sachen mitmachen. Zum Beispiel mein SMA-Wechselrichter, der protokolliert ja hier meine ganzen Hausverbräuche. Der weiß ja jetzt ganz genau, was hier im Haus gerade verbraucht wird. Ich brauche ja nur mein Handy anschmeißen und gucken, was ich euch vorhin gezeigt habe, wie viel hier gerade zugekauft wird. So, und dann könnte ich den Heumalz dynamisch auf diesen Verbrauch einstellen. Per Fernsteuerung, per Automatik. Also es ist wirklich unglaublich, was man alles machen kann und was da für Möglichkeiten drin stecken. Aber das wird dann nachher auch alles zu kompliziert. Ich will das hier nicht zu kompliziert werden lassen. Wir wollen ja nur den illegalen Sojusauce gegen einen legalen Heumalz austauschen. Und dann kommt nachher eins zum anderen. Ne? Also wenn ihr den Heumalz habt, ist es damit nicht getan. Ihr braucht auch eine DTU. Also wäre optimal. Weil alles mit diesem Modul würde ich nicht machen. Ich würde hier die Grundeinstellung machen und die wirklichen Einstellungen würde ich nachher über die DTU machen. Also über die Elektronik, die wiederum mit dem Heumann spricht. So. Und das macht Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Also wenn ihr den Heumann habt, baut das auf jeden Fall nach. Kostet kaum Geld, macht Spaß und ist eine lustige Geschichte. Bloß eben seien sie beschissen. Ne? Ihr seht ja schon an meinem Kasten. Da war damals mal von meinen Koptern ein Motor drin. Gut, dass ich solche Sachen nicht wegschmeiße. Aber es ist ein bisschen groß. Wie ihr seht, also der Kasten ist fast leer. Ne? Also die Hälfte hätte es auch getan. Ne? Aber ich habe keinen kleineren. Deswegen habe ich den jetzt einfach genommen. So. Gut. Also wir haben jetzt den Heumalz, habe ich euch jetzt gezeigt und ein bisschen erklärt. So, da habt ihr schon mal einen groben Eindruck. Dann haben wir jetzt den DTU, dass wir auf den Heumalz zugreifen können und ihn einstellen können und konfigurieren können. Und was brauchen wir noch, meine Lieben? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein paar Kleinigkeiten. Lass mal gucken. Ihr braucht auf jeden Fall Silikonkabel, genau. Hier so ein Silikonkabel hier. Bestellt euch Silikonkabel. 2 Meter reichen vollkommen aus. Bestellt euch hier so ein schluffi Silikonkabel. Das ist so, gibt's. Das habe ich hier, den Rest habe ich hier noch liegen. Genau. Hier ist noch ein Rest. Ich glaube, bis 200 Grad hält das aus, dieses Silikonkabel. Das ist also schmelzsicher sozusagen. Selbst wenn es echt kochenheiß wird. Ne? Also kennt man aus dem Kopterbau. Ne? Und ganz flexibel und ganz weich, die ganze Geschichte. Das ist nicht ganz 4 Quadratmillimeter. Das reicht also für unsere Leistung bis 200, schieß mich tot, Watt, 220, 230 Watt, ist das absolut unkritisch, kann das gut ab. Aber wenn wir natürlich hier auf der Eingangsseite 220 Watt reinfeuern, das können wir uns ja ausrechnen, wie viel Ampere wir da ziehen. Das machen wir einfach mal. Sagen wir mal, wir wollen 240 Watt einspeisen, als Beispiel jetzt. 240 Watt geteilt durch 13 Volt. Dann liegen wir bei 18 Ampere.
meine lieben Freunde. 18 Ampere, das ist nachher hier schon hart an der Grenze. Ich glaube, bis 25 Ampere können wir hier gehen. Und dann kommt es natürlich auch noch drauf an, was kann das Kabel hier wegknusen. Ne? Okay, das ist jetzt hier, okay, die dicke Seite hier, diese fetten Kabel hier, da will ich das, lass mal überlegen. Das rote lasse ich. Das schwarze tausche ich nachher aus, genau. Also da nehme ich dann auch so 4 Quadrat. Das ist nicht ganz 4 Quadrat, das ist AWG. Das sind ja auch richtig teuer. Also dieses 2 Meter Kabel, dieses davon 2 Meter. Also bestellt euch sowas hier, 2 Meter. 2 Meter von diesem Sille-Kabel. Nimmt keine Solarleitung. Die sind so starr, da könnt ihr nicht vernünftig mit arbeiten. Nehmt irgendwas Flexibles. Weil wenn ihr diese starren Leitung versucht hier zu verschrauben, da dreht ihr durch. Und das funktioniert mit diesen Sille-Leitungen wunderbar. Und auch der Kabelquerschnitt passt da perfekt zu. Und zwar sind das 2 Meter rot-schwarz. Seht ihr hier? Rot-schwarz. 2 Meter rot-schwarz Silikon AWG 12 Kabel. Die 2 Meter kosten $9,40, also 8,62 €. Nehmt ihr AWG 10er Kabel. Das ist im Durchmesser noch ein bisschen dicker. Braucht ihr aber eigentlich gar nicht. Dann liegt er schon bei 16 Euro. Schon fast das Doppelte. Ne? Also das ist okay für die Leistungsklasse, die wir haben. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir hier überall Sicherung drin haben. Ne? Dass ich hier überall Sicherung reingepackt habe. Weil wenn es mal Kurzschluss gibt, dass sie nicht anfangen, irgendwie zu überhitzen, die Teile. Aus irgendwelchen Gründen. Kann ja immer mal was passieren. Dann soll die Sicherung abrauchen. Und dann ist sowieso erledigt. Dann passiert auch nichts. Ne? Gut. Ja. Meine Lieben, das war das. Also 2 Meter Sille-Kabel braucht ihr noch. Verlinke ich euch alles unter dem Video. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ne, ich glaube, das war eigentlich alles. So, gucken. Nö, das war im Grunde genommen alles. Hier habe ich noch mein Minuskabel. Genau. Das ist mein schwarzes Minuskabel. Das habe ich mir noch konfektioniert. Das habe ich mir selbst gebastelt. Genau, nämlich aus diesem Kabel hier. Das kommt nämlich nachher an Akku ran. Hatte ich nicht in schwarz, habe ich dann blau genommen. So, und das ist schwarz, aber es ist blöde, dass natürlich, dass es rot ist, weil wenn man die so auseinanderzieht, dann bleibt hier immer noch ein bisschen rot hängen. Aber das ist halt so. Jedenfalls, das ist mein Minuskabel. Dieses Minuskabel kommt nachher an den Eingang hier. Vom Akku. Und das rote, lass mal überlegen. Der rote geht auch noch über Sicherung. Und zwar die Sicherung, die ich da schon installiert habe, die 30 Ampere Sicherung. Und das schwarze werde ich dann direkt, genau, das schwarze werde ich dann direkt vom Akku hier rein befördern. Ja, so machen wir das. Ich mache da auch ein eigenes Schaltbild für euch, damit ihr da ganz sicher seid. Ne? Ja, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Ne? Wo baue ich jetzt welche Sicherung ein? Und das Problem ist, ich habe jetzt ein fertiges System und das reiße ich auseinander, aber nicht komplett. Ich will das möglichst so, wie es da jetzt ist, optisch belassen. Deswegen auch meine ganzen Adapter, die ich hier gebastelt habe. Ne? Dass ich da so ein bisschen flexibel bin, ohne da alles komplett auseinanderzureißen. Ne? Gut. Jetzt möchte ich euch noch den DC-DC-Konverter zeigen. So, das brauche ich jetzt erstmal einen Schraubendreher. Damit es klein ist. Eine Feinspitze. So, zack. Passt, ne? Ja, passt. Wunderbar. Gut, dann gehen wir mal runter. Und ich schraube ihn jetzt mal. Ich stelle das jetzt mal auf 13 Volt ein. 13 Volt. So. Gut. So, das ist jetzt mein DC-DC-Konverter. Hier auf dieser Seite habe ich mein Labornetzteil dran mit 13 Volt. 13 Volt gehen jetzt hier rein und ihr seht hier schon etwas leuchten. Hier vorne, okay. So, wenn ich jetzt, achtet mal, hier ist eine LED. Wenn ich jetzt runtergehe mit der Spannung, geht die LED hier an. Könnt ihr gar nicht richtig sehen, ne? Das ist damit, mit diesem Pol hier vorne,
stelle ich die Abschaltschwelle ein. Das heißt also, solange das Ding aus ist oder nur glimmt, ist alles schick. Komm, ich habe ihn jetzt auf 11 Volt. Jetzt messen wir mal die Spannung. Meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn ich noch Licht anmache, geht es vielleicht ein bisschen besser. Ja, vielleicht. So, und jetzt messen wir hier mal die Spannung, die Ausgangsspannung. 11 Volt gehen rein und 12 Volt kommen raus. Und ihr seht, die rote LED leuchtet. Also die Spannung ist zu gering. Jetzt geht die LED aus. Jetzt sind wir nämlich bei 12 Volt. 12 Volt gehen rein und 24 Volt kommen raus. Seht ihr das? So, jetzt drehe ich die Spannung mal nach unten, bis diese LED wieder angeht. Das ist nämlich... So, pass auf, ich gehe jetzt auf 10 Volt. LED ist an und ihr seht die Spannung. Sie sackt ab. Das heißt, der Wechselrichter geht jetzt aus. Weil der einfach nicht mehr die nötige Spannung hat, die Startspannung, ne? Also weil die massiv unterschritten ist. Also der sackt jetzt ab auf die gleiche Spannung, auf 10 Volt. Glaubt es mir. So, wenn ich wieder raufgehe, geht die LED wieder aus, also hat wieder genug Spannung und feuert wieder raus. Also sprich, das ist eine Tiefabschaltung. Das heißt also, sollte der Akku eine gewisse Schaltschwelle erreichen, in meinem Fall jetzt 12 sowieso Volt, dann schaltet er ab. Ich will aber, dass er auch bei 10 Volt noch weiter macht. So, das stelle ich hier ein. Das ist bloß die Frage, in welche Richtung ich drehen muss. Das ist die falsche Richtung. Ja, hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Weil ich benutze ja meine Platine weiter. Hier seht ihr das. Ich bin jetzt bei 10,8 und ich möchte, dass er auch bei 10,8 noch weitermacht. Falsche Richtung, das um gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Gehen wir noch weiter runter. Ab 6 Volt startet er ja. Jetzt sind wir bei 9 Volt. Können wir nochmal weiter gegen den Uhrzeigersinn. Seht ihr? So, also wir haben jetzt, wann würde er jetzt angehen? Bei 8 Volt. Ja, so weit runter wird es ja nie gehen. Seht ihr hier, ne? So weit wird es ja nie gehen. Wir haben jetzt eine Spannung hier von, gehen wir jetzt rauf auf 10 Volt. Jetzt müssten wir wieder unsere 25 Volt haben, ne? Seht ihr, 24 Volt? Seht ihr nicht. So seht ihr es auch nicht, ne? Wenn ich ihn ausmache, die Beleuchtung, dann seht ihr es. So, seht ihr? 24 Volt. Es funktioniert. Gehe ich jetzt runter auf 7 Volt. Haben wir hier keine... Seht ihr? Dann fällt die Spannung hier zusammen und der Wechselrichter schaltet aus. Also wir haben im Grunde genommen die gleiche Funktionalität wie mit meiner anderen Platine. Bloß die schaltet mittels Relais, schaltet die natürlich die Phase. Und das finde ich eigentlich relativ gut. So, jetzt haben wir den hier so weit runtergeschraubt, dass er erst bei 9 Volt, 8 Volt abschaltet. Also eigentlich gar nicht. So, das war das. Also da kann man also so eine Abschaltschwelle definieren mit dem Podi hier. Hier kann man die Leistung einstellen. Ich habe jetzt auf 165 Watt eingestellt. Und hier... Mit dem Podi hier vorne kann man die Spannung einstellen. Das möchte ich euch auch zeigen. Ich schraube ihn jetzt mal rauf auf 13 Volt so, oder 12,9 Volt. So. Und seht ihr hier, hoffentlich. Genau. So, wenn ich jetzt hier an dem Podi drehe hier vorne, kann man hier, seht ihr das? In Uhrzeigerrichtung wird es mehr, ne? Also ich weiß nicht, wie weit man da gehen kann, bis 50 Volt oder wie auch immer. Aber es interessiert mich alles nicht. Ich will ihn so um den 24 Volt haben. Je weniger, desto besser. 23. Ja, lassen wir ihn mal so bei 24 Volt. Also sollen immer 24 Volt den Dreh rauskommen. Damit
stellt man, wie gesagt, die Spannung ein. Weil wir brauchen 22 Volt, sonst startet der Holmhals nicht. So, und mit dem Pote hier vorne stellt man ein, mit wie viel Ampere der loslegt. Also es bringt einfach nichts, jetzt hier bei der geringen Leistung rumzufummeln. Das muss man wirklich, man muss jetzt den Akku anschließen und das dann entsprechend einstellen. Jo, meine Lieben. Und das werden wir auch tun. So, jetzt gehe ich wieder nach oben, mach den ganzen Kram hier aus. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, hier ist die offene Leitung. Alter Schwede, echt. Also das ist alles nur so zum Testen, ne? Ob das wirklich funktioniert. Das funktioniert, ihr habt es gesehen. Na? Also die Leistung kann man auch beschränken. Das ist ja das Entscheidende. So, jetzt um den Heumalz an mein Brett ranzukriegen, habe ich mir natürlich noch ein paar Sachen gekauft. 50 Cent habe ich da nochmal ausgegeben, da war ich im Bauhaus. Also alles, was ich euch hier eben gezeigt habe, findet ihr alle unter dem Video. Diese MC4-Stecker. Holt keine Solarkabel mit fertigen Stecker. Die sind einfach, holt so eine Wappeldinger. Das ist optimal und von dem Durchmesser ist das hier auch optimal. Das sind fast 4 Quadrat und das ist perfekt, um die Sachen hier auch prima hier adaptieren zu können, ne? In den Schrauben. Weil wenn ihr da mit 6 Quadratmillimetern, die kriegt ihr hier nicht rein in die Schrauben, ne? Und da, vor allen Dingen, das brauchen wir auch gar nicht, 6 Quadratmillimeter. 4 reichen vollkommen aus, annähernd 4. Display, lass mal gucken, habe ich irgendwas vergessen? BC1, Connector Heumalz, das braucht ihr nicht unbedingt. Das ist ja nur für mich wieder so eine Spezialgeschichte gewesen. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. So, und jetzt werde ich rübergehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch schaffe, das ist jetzt gleich Mitternacht. Wird ein bisschen bohren und hier sind meine ganzen Tüten. Was ist in den Tüten drin, meine Lieben? Hier habe ich eine M8er Mutter. Hier habe ich, genau. Den Heumatz, den will ich ja auch irgendwie, warte mal. So, jetzt nehme ich hier auch die ganze Verdrahtung weg. Das. Zack. Dann muss ich natürlich noch rüber toben. Das mal hier weg. Das brauche ich das hier. Das brauche ich alles gar nicht. Das, genau. So, den Heumalz werde ich hinten an dem Brett, ich kann ihn nicht so so hochkant befestigen. Das haut nicht hin, weil nach unten ich nicht genug Luft habe, das Brett ist nicht hoch genug. Aber andersrum wird es gehen. Also werde ich den hier so befestigen und da habe ich meine Schraube geholt. Hier sowas. Habe ich mir solche Schraube hier geholt, die ich dann. Seht ihr das? Die ich hier vorne einbringe. Die hat auch noch einen Vierkant. Das Ding kann sich noch nicht mehr verdrehen. Umso besser. Dann kann ich von hinten die Mutter viel besser befestigen. Also einfach nur das Teil hier nehmen und ein Loch durchbohren. Das ist eine M8er Schraube. Ein Loch durch mein Brett bohren. Und dann will ich das hinten mit dem Sprengring. Mal gucken, wird das passen? Ja. Und eine M8er Mutter würde ich das Ganze dann festziehen, dass der Heumalz so hängt. So, und dann kommen hier nachher, hier kommt ja mein, lass mal überlegen, hier kommt mein Akku ran und hier kommt mein Teil in die Steckdose mit meiner Tiefenabschaltung. Und das werde ich jetzt nachher, zusammenbauen. Da habe ich mich bohren müssen und. Alles auseinandernehmen an dem Kasten, hier mein Sojusauce abbauen. Und wenn das nachher alles hängt, dann kann ich euch auch das zeigen hier mit der Begrenzung der Stromstärke hier vorne, mit dem Poti hier. Das funktioniert auch ausgezeichnet. Dann sagt man im Heumalz, pass mal auf, nicht mehr als 200 Watt einspeisen und dann dreht man halt, ne, und dann geht er nachher irgendwann runter von 200 Watt, 190, 180, 160 irgendwie. Dann kann man dann sozusagen über den Boost-Converter sozusagen das Maximum einstellen. Oder man sagt beim Boost-Converter, bis 200 Watt ist in Ordnung und regelt das dann über die Software im Heumalz. So rum dann. Das geht natürlich auch. Ja, dann haben wir noch das hier mit der Schraube. Was haben wir hier noch? Da habe ich hier noch eine fette Unterlegscheibe für die Rückseite. Das 58 Cent hat das nur gekostet, kostet ja nichts. Wichtig, hier habe ich nochmal eine M8er, falls das mit dem anderen nicht funktionieren sollte, sicherheitshalber. Und dann habe ich hier 1 Milliarde. Und zwar, diese Tüte hier ist für mein Boost-Converter. Und zwar,
habe ich mir hier Schrauben in der richtigen Länge organisiert, M3, die hier unten reinkommen. Hier will ich natürlich auch verschrauben mit dem Brett. Deswegen habe ich die Schraube auch in der entsprechenden Länge gewählt. So, das Problem ist bloß, wenn das Ding nachher am Brett sitzt, kann der Lüfter nicht vernünftig lüften, weil der Lüfter plan mit dem Holzbrett abschließt. Also ich muss hier ein bisschen weiter abkriegen, 5 mm. Dafür habe ich mir hier jede Menge Unterlegscheiben geholt. Ich weiß nicht, wie viel, 100 Stück oder sowas, keine Ahnung. Und da will ich dann einfach, hier, ich mache das jetzt, ich simuliere das mal, ne? 3, 4, immer die gleiche Anzahl dann, damit es auch parallel ist, ne? 5 Unterlegscheiben will ich dann nehmen. So, und das von hinten verschrauben. Und diese Unterlegscheiben, wie ihr hier seht, das ist mein Abstandshalter nachher zum Brett. Das heißt also, diese Schraube werde ich durch das Brett von hinten durchschieben. Hier vorne ist ja die, hier kommen diese Unterlegscheiben rüber. Hier vorne ist das Brett. Und dann ziehe ich das nur noch an. Und dann habe ich eben diese 5 mm Luft nach hinten, dass er Luft ziehen kann, um den Kühlkörper zu kühlen. Ich könnte auch 6 oder 7 nehmen. Also genug habe ich ja. Muss ich mal gucken, wie weit ich das Spiel treiben kann. Jo, M3. Und habe ich bezahlt 59 Cent für diesen ganzen Schraubenhaufen. Das war nicht viel im Bauhaus. Jo. Passt. Was habe ich da bezahlt? 9 Cent für die Unterlegscheiben. Lächerlich. So. Also, für 59 Cent habe ich Schraubenmaterial. Und dann wollen wir das Ganze mal ordentlich verdrahten, meine Lieben. Und wenn das nachher verdrahtet ist, dann kann ich euch die Einstellerei nochmal zeigen und wie das Ganze nachher letztendlich fertig aussieht. Also, ich reiß das drüben jetzt auseinander und dann wollen wir mal den Holmholz installieren, meine Lieben. Und wenn ich fertig bin, ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, mit Bohren und hin und her, weil muss ich den Akku da noch rauswühlen. Ja. Dann soll es ja auch alles ein bisschen anständig werden, ne? Muss ich mal gucken, wie ich da noch Lust zu habe. Sieht ja wieder lecker aus. So, und das werde ich jetzt alles gleich verdrahten. So, meine Lieben, ich habe gerade hier umgebaut. Jetzt läuft hier der Heumalz-Inverter und auch der Lüfter läuft hier gerade an und geht wieder aus vom DC-DC Boost-Converter und wir speisen hier gerade ein. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich hole einen Stich daran mit 152 Watt und jetzt möchte ich euch auch zeigen, wie man ihn einstellt, die ganze Geschichte, die Leistung, und zwar, schaut selbst, ich gehe hier mal auf live, und dann seht ihr das ja hier mit 155 Watt, speisen wir hier gerade ein, 154,9 den Dreh, so, und ich stelle das Handy hier mal hin. So, und dann habe ich hier einen Schraubendreher und dann hoffe ich, das könnt ihr gleich sehen, was ich hier so fabriziere. Müsstet ihr eigentlich sehen können, 153 Watt. Und nun gehe ich mal in Uhrzeigerichtung, geht es nach oben. Auf 170 Watt habe ich ihn jetzt eingestellt, den Teiggrillanwärter, und 153 habe ich ihn gedrosselt über diese Schraube. Also jetzt gehe ich mal gegen den Uhrzeigersinn. Ah, die Schraube, die ist so lötzig. Gegen den Uhrzeigersinn mal eine Viertelumdrehung. Und dann schaut selbst. Dann seht ihr, wie das Ganze runtergeht. Jetzt auf 147. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Hier 147. Und wenn ich jetzt noch weiter drehe gegen den Uhrzeigersinn, dann geht das noch weiter runter. Warte mal. So, noch eine Viertelumdrehung.
Und dann müsste es gleich noch einen Tick weiter runtergehen. Dauert immer ein paar Sekündchen. 139, seht ihr? So, jetzt drehe ich in Uhrzeigerichtung und dann kriegt er mehr Leistung, aber er geht nicht höher als 170, weil ich den Heulmalz auf 170, hier wie ihr oben seht, auf 170 maximal gedrosselt habe. So, meine Lieben, jetzt versuche ich hier mal, jetzt, genau, jetzt gebe ich mal eine Umdrehung mehr und dann seht ihr, dass er nach oben geht. Na, dauert einen Augenblick. Ja, seht ihr, jetzt hat er 160 Watt. Ne? Das passt ja soweit. 160, machen wir noch. Ach, lassen wir 160. Also 160 Watt gegen den Uhrzeigersinn dreht man die Leistung runter und im Uhrzeigersinn dreht man die Leistung nach oben mit diesem Body hier. Das hatte ich euch ja noch versprochen zu zeigen. Und das zeigt natürlich auch hier oben an. Hier. Hier vorne. Da. Da zeigt er das auch an. 158. Und 158. Über dieses Body. Und hier läuft die Lüftung und wie ihr hier seht, ich habe das tatsächlich so gemacht, dass er ein bisschen Luft ziehen kann, weil das ist wichtig, der Lüfter läuft nämlich jetzt gerade und kühlt hier das Aluminium. So. Und wie ihr seht, ich habe das hier noch nicht hübsch gemacht, ne? Ich habe das nur hier umgebaut, das habe ich noch alles gar nicht verstrapst. Das habe ich hier erstmal so provisorisch alles hingepackt, hier noch die 20 Ampere Sicherung. Und hier seht ihr, dass ich da 5 Unterlegscheiben hintergepackt habe, dass er ein bisschen Abstand hat. Und wenn man von hier oben guckt, sieht man, er hat Luft zum Brett hin und kann sich dann auch Luft ziehen zum Kühlen. Also passt soweit. Nee, entschuldige, ich habe nicht 5, sondern 7. 7 Unterlegscheiben habe ich hier unter diese Beinchen gepackt, dass er ein bisschen Abstand hat. Passte perfekt alles, alles wunderbar. Und das ist jetzt mein neues System. Und ja, läuft und speist ein. So soll das sein. Gehen wir wieder zurück auf die Couch. Also ihr seht, es geht. Es muss jetzt nur noch hübsch gemacht werden. Also die ganze Kabellage hier, das werde ich hier alles nochmal ein bisschen anständig verstrapsen und hier alles ein bisschen vernünftig hier so in die Bahnen lenken, sozusagen. Also haut alles hin. So, und dann will ich euch natürlich auch noch eine taktische Zeichnung, einen Verschaltungsplan hier hinpacken. Und hier seht ihr auch meinen Teil, das habe ich hier oben mit doppelseitigem Klebeband, habe ich hier einfach raufgeklebt. Also den Burschen hier. Ne? Also wunderbar. Und das kann man hier alles locker bewegen. Wie sieht das Ganze von hinten aus? Von hinten sieht das Ganze so aus. Also hat sich auch nicht viel getan. Außer, dass hier natürlich jetzt hier diese 4 Schrauben sind für den DC-DC-Konverter und hier diese fette M8-Schraube, die ich euch gezeigt habe, mit der Mutter, Sprengring und dann hier so eine große Unterlegscheibe. Ja, ganz wunderbar. Eine Sache muss ich so ein bisschen modifizieren. Und zwar, vielleicht kann ich euch das auch zeigen. Die Frage, ob ihr das sehen könnt. Das könnt ihr gar nicht sehen. Und zwar beim Heulmalz ist es so, wenn ich den unten verschraube, ist er hier oben weggekippt. So ein bisschen, weil das untere Teil zum Verschrauben hat sich herangedrückt. Das ist also nicht bündig mit der Rückwand. Also habe ich da einfach ein Stück Holz untergepackt. Ungefähr 5 mm als Distanzstück. Und dann habe ich es verschraubt. Also in dem Bereich hier, wo ich die Schraube hingepackt habe, habe ich auch ein Stück Holz hingepackt, weil eben, wie ihr hier seht, oder auch nicht, also wenn ich jetzt ein bisschen dichter rangehe, könnte man das ahnen. Hier sitzt er bündig und im unteren Bereich, wo er verschraubt ist, hat er 5 mm Abstand.
Dazu gehe ich mal mit euch weiter runter. Denkt da bitte dran, dass ihr da auch einen Abstandshalter mit einbaut. Vielleicht könnt ihr den ja jetzt sogar sehen. Da habe ich einfach ein Stück Holz genommen. Genau. Hier kann man das sehen. Hier ist es bündig. Und hier unten dieses Teil, wo die Schraube ist, ist nicht bündig, sondern steht 5 mm ab. Und wenn ich die Schraube anziehe, dann drückt er das untere Stück gegen und dann kippt der ganze Inverter. Und jetzt sitzt er genau so, wie er sitzen soll, durch das Distanzstück, was ich unten noch mit eingebracht habe. Ein Stück Holz war das einfach nur. In der passenden Größe. Mehr war es nicht. So. Und das kann ich jetzt hier laufen lassen die ganze Nacht. Akku ist voll. Da hat jetzt 71 Wattstunden schon ins Haus reingepumpt. Und ja, man kann hier drüber übers Handy natürlich auch die IP aufrufen. Und dann ist das Ganze auch, so wie ihr es kennt vom PC, sozusagen, machen wir mal so. So wie ihr es kennt vom PC, habe ich hier die Live-Ansicht. Und kann mir die ganzen Daten angucken. 24,1 Volt oder 24 Volt bringt der DC-DC-Konverter und ja, 7 Ampere liegen da hinten an und vorne sind auf der Eingangsseite sind es, wartet, 14 Ampere, nee, er schwankt einmal ein bisschen. 13,8, 14, 6, also da kann man ganz gut sehen, dass der MTTT Laderegler sozusagen ordentlich am Arbeiten ist. Also er schwankt hier immer und versucht natürlich immer den besten Wert zu finden, ne? Jo. Effizienz habe ich auch ausgerechnet und nachgemessen. Wir liegen so ungefähr bei 90%. Wir haben hier eine 90%ige Effizienz bei dem ganzen System, so wie es jetzt hier ist. Also der Heumalz und der DC-DC-Konverter, die fressen sozusagen 10% der Energie, lassen sie verpuffen, aber 90% kommen im Netz an. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Dann habe ich hier jetzt quasi beim Laden fast 90%, eher 89, 88 schafft er hier. Und mit dem System habe ich 90%. Also viel besser geht ja gar nicht. Ne? Also so soll es sein. Ganz, ganz gut. Funktioniert. Und könnt ihr, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das so nachbauen. Das wäre dann die legale Variante. Ne? Und jetzt gehen wir erstmal zurück auf die Couch. Und wie gesagt, das habe ich eben gerade alles fertig gemacht. Das muss ich noch hübsch machen. Das mache ich morgen. Wichtig ist nur, dass die ganze Chose vernünftig funktioniert. Und das ist der Fall. Wie sieht das Ganze im Dunkeln aus? Ich kann mal Licht ausmachen. Im Dunkeln sieht das Ganze so aus. Sie können das sehen. Es ist ein wenig am Blinken und tun und machen. Ja, ihr seht es, ne? Gut, gehen wir wieder rüber und dann melden wir uns gleich auf der Couch, meine lieben Freunde. Ja, ich habe es tatsächlich heute noch hingekriegt. Man mag es nicht glauben. Ich habe es tatsächlich heute noch hingekriegt. So, Bier habe ich in der Zwischenzeit beim Bohren auch ausgetrunken und nicht gekleckert, meine lieben Freunde. So, Powerbank packe ich zur Seite. Und die ganze Chose läuft jetzt. Lass mal gucken. Ich kann das ja monitoren hier. Ja, 100, speise jetzt mal 160 Watt hier ein. Das ist natürlich eine gute Geschichte. DC Power 166 zu 159. 159. Das ist die Differenz sozusagen. Hier unten. Was kommt und was rausgeht. Und das wäre dann die Effizienz, ne? Das hat aber, das ist die Effizienz eher vom Wechselrichter. Lass mal rechnen hier. 160 zu 167.
160 zu 167, lass mal rechnen. 160, das ist eine Effizienz von, genau, 6, das ist die Effizienz vom Wechselrichter, 96%. Und die Wandlung mit dem Wechselrichter, also alles zusammen, Wechselrichter und in der DC-DC-Konverter liegen wir so bei 90%, also bei der Leistung zumindest. Also funktioniert das rein und ihr habt gesehen, ich kann das auch einstellen und ich habe ihn natürlich limitiert auf 170, kann man das hier auch sehen, müsste man eigentlich sehen können. Wenn ich hier auf Live gehe, wartet mal, ja, hier oben seht ihr es, ich habe ihn auf 170 limitiert, ne? Seht ihr es? So. Jo, funktioniert das rein und könnt ihr nachbauen, wenn ihr da Bock drauf habt. Also das ist die hundertprozentig legale Variante. Die müsst ihr auch nicht anmelden, weil wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt, so wie ich das habe, ist das ein Marktstammdatenregister, ist das Ganze natürlich gemeldet und ja, also voll legal, die Dachanlage. Und diese Geschichte, die müsst ihr nicht zusätzlich anmelden. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ihr keine PV-Anlage auf dem Dach habt, aber dann macht das ganze System ja auch gar keinen Sinn. Also das ist ja auf diese PV-Anlage von oben ausgerichtet. Ne? Tagsüber in Akku rein, nachts vom Akku ins Haus rein. Mit einer definierten Leistung. So, meine lieben Freunde, alle Links, alles, was ich euch gezeigt habe. Oh, Schaltplan, ganz wichtig. Hier müsst ihr auch noch den Schaltplan sehen. Er unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was wir vorhin gemacht haben. Ihr wisst ja, diese kleine Platine mit der Tiefabschaltung, die habe ich drin gelassen, dass er denn die Phase trennt. Dann geht der Holm halt sozusagen offline, bleibt aber an, blinkt aber rot. Und dann ist er quasi aus, aber die LED verbraucht was und er wartet natürlich, ob wieder irgendwie Energie reinkommt oder sowas, also ob die Phase wieder geschlossen wird. Na? Und ja, also er läuft in so einer Art Standby-Modus und verbraucht da ein paar Watt. Also das ist also nicht weiter der Rede wert. Und ja, und sobald die Phase wieder geschlossen wird, dann wieder feuerfrei, meine Lieben. Ja, die ganze Geschichte, 65 bis 75 Euro der Holmeister, das ist eigentlich das teuerste einer ganzen Geschichte. Dann nochmal für die DDU, für die Data Transfer Unit, die mir ja jetzt diese Geschichte hier ermöglicht. Live und die ganze Konfiguration. Hier kann ich alles einstellen, was ich euch auch am PC gezeigt habe. Unter Settings genau das gleiche kann man alles komplett durchkonfigurieren, wie man lustig ist. Ist die Webseite allerdings auch auf Handy optimiert. Das sieht richtig gut aus, wie ich finde. Hier seht ihr selbst, das ist die Übersichtsseite und dann habt ihr hier oben das Menü und dann sucht ihr euch was aus. Und dann geht ihr auf Live und dann seid ihr im Live-Screen oder ihr geht hier wieder rein ins Menü und sagt Settings oder Update oder System. So, und dann könnt ihr dann hier alles gucken und einstellen und tun und machen, wie ihr lustig seid. 65 Euro der Heumals hatte ich erzählt. Dann liegen wir dann nochmal mit 10,98 Euro für die DTU und ein bisschen Kleinkram, ne? 91 Euro Cent hier die MC4-Stecker. Teuer ist das 2 Meter rot schwarze AWG-12-Kabel. Und der Rest ist eigentlich Pillepalle. Ja, das meiste habt ihr dann ja schon, wenn ihr den Teil 1 gesehen habt, wisst ihr ja schon, was ihr da benötigt. So, jetzt blende ich euch hier mal oder im gesamten Bild, ich glaube, das kriege ich auch so hin, da den Schaltplan ein. Also der Schaltplan erinnert sehr an meinen ersten Schaltplan, wie ihr da seht. Das ist der erste von Teil 1 für den Soyuz Horse Mikrowechselrichter und das ist die Geschichte für den Heulmiles. Es ist ähnlich, also hat sich nicht unbedingt, was die Verdrahtung angeht, nicht unbedingt viel verändert. Also es ist fast das Gleiche. Bloß eben die Stecker sind natürlich andere. Ne? Beim Heulmiles sind es MC4-Stecker, da braucht ihr natürlich Kabel mit MC4-Steckern und eben, wie gesagt, nimmt ein Silikonkabel. Diese Silikonkabel sind natürlich von der Ummantelung hitzefest und dafür auch hochflexibel. Das ist eben das Gute dabei. Die sind echt klasse. Ne? Und AWG-12 reicht vollkommen aus. Ihr braucht kein AWG-10, nicht bei den Leistungen. Ne? Also ihr habt es ja gesehen, er speist jetzt ein auf der Heulmalz-Seite mit, ich gucke nochmal ganz kurz,
Genau, mit 7,05 Ampere ist er da angegangen, ne? Also das ist ja lächerlich auf der Kabelseite, ne? Und 12 Ampere, 13 Ampere, so den Dreh, eher 12 Ampere, zwischen 11 und 12 Ampere vor dem DC-DC-Konverter, ne? Mit 13 Volt. Ich werde ja die nächsten Wochen werde ich dann hier beobachten, wie viel ich da aus dem Akku rauskriege. Und dann weiß ich ja, wie gut die Effizienz ist, ne? Dann sehe ich ja immer, was kriege ich aus dem Akku raus und was kriege ich in den Akku reingeschaufelt, ne? Und dann die Differenz ist quasi mein Verlust, ne? Den ich da habe. Jo, guti, habe ich euch jetzt alles gezeigt, viel rumgeschnattert und ihr habt euch das angeguckt und vielleicht findet ihr das auch ganz witzig. Also wer die Variante 1 nachgebaut hat, könnte jetzt auf Variante 2 upgraden sozusagen oder gleich die Variante 2 in Angriff nehmen. Müsst ihr selber wissen. Ich fand auch den mit der Soyuz Source, das ist auch ein geiler Inverter, aber ich weiß nicht, ob der so haltbar ist wie der Heulmalz. Also der Heulmalz, der wirkt auch schon vom Gewicht her, vom Anfassen alles massiv an dem Teil. Also der wirkt quasi unzerstörbar. Kein Wunder, dass das Ding 12 Jahre Garantie hat. Ne? Das habe ich beim Soyuz Source nicht. Müssen wir mal gucken, wie lange der durchhält, der Soyuz Source. Vielleicht baue ich das ganze System mal wieder auf den Soyuz Source um. Aber jetzt habe ich erstmal keinen Bock. Jetzt mache ich das nochmal schick. Und jetzt lasse ich das ein paar Wochen laufen. Und umbauen kann man ja immer nochmal. Ne? Vielleicht lasse ich das System mit dem Heulmalz auch ein Jahr lang laufen. Und das zweite Jahr zum Beispiel mit dem Soyuz Source. Und dann kann ich dann die beiden Systeme nochmal vergleichen. Ne? Aber das System mit dem Soyuz Source einwandfrei und die Geschichte läuft. Ne? Also könnt ihr nachmachen. So, solltet euch das Video gefallen haben, lasst mir ein Abo da. Macht die Klingel an. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt hier für diesen Channel. Macht doch kein Abo und macht auch nicht die Klingel an. gebt mir einen Daumen rauf oder runter und wenn ihr irgendwelche Kommentargeschichten habt, irgendwas wissen wollt, knallt es einfach in den Kommentarbereich. Und ja, alle Links, wie gesagt, unter dem Video, da braucht ihr nicht lange suchen. Das sind die Sachen, die ich hier habe, gekauft habe. Also viel braucht man eigentlich nicht. Was vielleicht noch ganz praktisch wäre, wäre also ein Lötkolben solltet ihr schon haben. Das ist schon, wäre von Vorteil. Und diese Ringösen, die sozusagen auf den Plus- oder Minuspol kommen, könnt ihr euch vielleicht auch nochmal kaufen. Und ihr braucht auch keine Krimpzange. Ihr könnt das auch anständig verlöten. Also ich habe hier eine Krimpzange, aber die ist wirklich für die ganz großen Durchmesser gedacht. Und für so 4 Quadrat und sowas nicht wirklich. Das geht bei der Krimpzange, das ist ein Riesenapparat, bei 6 Quadratmillimetern los und bis zu 50 Quadratmillimeter. Also für Riesenmonsterkabel entsprechend sieht das Ding auch aus wie eine Heckenschere. Ne? Und die kleineren Ringösen, die verlöte ich dann einfach. Ne? Da hole ich dann ordentlich Lot rein, mache das anständig mit einem ordentlich kräftigen Lötkolben, mache das richtig heiß und dann gebe ich Gas. Und ihr wisst ja, durch die Silikonkabel, die sind ja hitzefest bis 200 Grad, die schmuggeln euch auch nicht weg. Ne? Macht müssen dann nachher, wenn ihr fertig seid, dann nochmal einen Schrumpfschlauch oben rüber und dann passt das schon. Ne? So, gut. Und keinen Kurzschluss bauen, eben ganz wichtig. Ne? Ja, das lasse ich jetzt erstmal laufen, mal gucken, was da so passiert und wie langzeitstabil das Ganze ist. Und da will ich vielleicht nochmal nachträglich berichten. Also, das Set vom ersten Teil hat mir ausgezeichnet gefallen und ich glaube, das hier wird in die gleiche Kerbe schlagen. Und das Schöne ist eben halt, jetzt mit dem neuen Ladegerät liege ich effizienzseitig Richtung Tendenz, Richtung 90% und mit dem System hier liege ich auch so bei, denke ich mal 90, also nagelt mich da nicht drauf fest. Zwischen 89 und 92% müsste ich da, was die Effizienz angeht, liegen. Ich habe da ein paar Messungen gemacht, ich habe ein bisschen nachgerechnet und da bin ich dann immer gelandet. Also dann wird das schon, denke ich mal, einigermaßen stimmen. Gut, also meine Lieben, haut rein, gehabt euch wohl. Achso, was ich auch noch rausgefunden habe, geht mit dem Spannungsunterschied. Also ihr geht ja mit 13 Volt rein in den DC-DC-Konverter, geht da nicht auf 30 Volt oder 35 Volt oder sowas hoch. Weil je höher die Spannung transferieren muss, desto ineffizienter läuft der DC-DC-Konverter. Also je kleiner die Differenz ist, desto besser ist es. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dreht die Current-Schraube nicht zu weit nach oben, dass der Heulmalz
abregeln muss sozusagen und sagen, pass mal auf, ich will gar nicht so viel Strom, ich will nur bis 170. Ihr könnt ja im Heulmalz, habe ich ja hier auch spezifiziert, am besten ist es, wenn ihr im Heulmalz das spezifiziert und dann quasi in die Nähe regelt. Und dann habe ich rausgefunden, oder meine Messungen haben ergeben, dass das am effizientesten dann funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Einbildung, keine Ahnung, könnt ihr mal nachmessen. So, haut rein, meine lieben Freunde. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Vielleicht in Vegas zu einem Livestream, aber ich weiß nicht, ob das noch kommen wird. Mal abwarten, wie sich der Channel weiterentwickelt. Aber momentan eher Stand jetzt. Nee, das macht mir keinen großen Spaß mehr. Weil, was nützt es, wenn ich auch mit diesem Video Millionen Stunden investiere, hier euch alles zeige, und letztendlich interessiert es 3 Leute, also lächerlich, und ich habe da vielleicht, obwohl beim ersten Teil, ich habe mittlerweile knapp 2000 Klicks, aber die Sachen werden halt nicht gefunden, weil ihr eben keine Daumen gebt und weil ihr keine Kommentare schreibt und weil ihr keine Abos macht, also weil hier keine Interaktion ist, also ein toter Channel, ne? Aber vielleicht den einen oder anderen, der dieses Video sieht, sei hiermit gegrüßt und macht es genauso. Gut, ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Es ist gleich 5 Uhr morgens. Ich muss gleich ins Bett, beziehungsweise ich muss hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ich habe hier schon ein bisschen aufgeräumt und gesaugt und hin und her durch meine Bohrerei und werde jetzt gleich ins Bett gehen, meine lieben Freunde. Beziehungsweise erstmal was essen, dann gehe ich ins Bett und morgen schneide ich dann das Video und übermorgen schneide ich das Video. Ich werde wahrscheinlich die ganze Woche das Video schneiden müssen. So viel Zeug ist das. Haut rein. Und tschüss, bis zum nächsten Video, was immer da auch kommen mag.